Nun kommen wir zum Tagesordnungspunkt 3. Das sind die Prioritäten. Ich rufe auf die laufende Nummer 3.1. Das ist die Priorität der Fraktion der CDU mit dem Tagesordnungspunkt 11. Antrag der Fraktion der CDU, Drucksache 18/1163, Gesetz zur Verbesserung der Terrorabwehr und Kriminalitätsbekämpfung. Ich eröffne die erste Lesung und in der Beratung beginnt die Fraktion der CDU. Hier hat das Wort der Abgeordnete Herr Dregger. Bitte schön. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Regierender Bürgermeister, Ihre Koalition aus SPD, Linken und Grünen hat sich bisher als unfähig erwiesen, auf die existierenden Terrorgefahren und das hohe Maß an Kriminalität wirksam zu reagieren. Berlin hat unter Ihrer Führung auch in diesem Bereich die rote Laterne. Im Bereich der Terrorabwehr haben Sie bisher nicht ansatzweise Überlegungen entwickelt, wie Sie der fortschreitenden Terrorgefahr besser begegnen wollen. Sie wissen um die Terrorgefahren, die insbesondere vom islamistischen Extremismus ausgehen. Sie wissen, dass es Aufgabe der Bundesländer ist, die erkannten terroristischen Gefährder zu überwachen und die von ihnen ausgehenden Gefahren abzuwehren. Trotz der leidvollen Erfahrungen in Berlin wissen Sie aber nicht, wie Sie darauf reagieren wollen. Sie stecken den Kopf in den Sand und hoffen, dass alles gut gehen wird. Das ist unverantwortlich, meine Damen und Herren von der Rot-Rot-Grün-Links-Koalition. Es scheint Sie auch nicht weiter zu interessieren, weil weder der regierende Bürgermeister im Saal ist, noch der Innensenator zuhört. Und Sie gehen noch weiter. Nach Ihrem Koalitionsvertrag beabsichtigen Sie, den Verfassungsschutz zu einem Papiertiger zu verwandeln. Und um Ihr Werk der Schwächung der Terrorabwehr noch zu vervollkommnen, mobben Sie den parteiübergreifend hoch angesehenen Chef des Berliner Verfassungsschutzes aus dem Amt. Der Verfassungsschutz steht jetzt führungslos da, und das können wir uns in der gegenwärtigen Lage nicht leisten, meine Damen und Herren. Wir hingegen wollen den Berliner Verfassungsschutz personell und materiell so stärken, dass er die hohe Terrorgefahr besser aufklären kann. Während Sie Ihre eigene Senatsvorlage zum Doppelhaushalt 2018-19 um 10 Stellen gekürzt haben, haben wir einen gegenfinanzierten Vorschlag für einen Personalaufwuchs um 30 Stellen unterbreitet. Den haben Sie abgelehnt. Und uns geht es nicht um eine blindwütige Aufrüstung des Verfassungsschutzes. Wir wollen den Berliner Verfassungsschutz nicht nur der Gefahrenlage anpassen. Wir wollen zugleich die parlamentarische Kontrolle. Herr Kollege Lux, Sie dürfen gerne eine Zwischenfrage stellen. Wir wollen zugleich die parlamentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes stärken. Dazu haben wir einen parlamentarischen Beauftragten vorgeschlagen, der die parlamentarische Kontrolle stärkt. Und das sollten Sie unterstützen, statt sich darüber aufzuregen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Lux. Bitte schön. Bitte, Herr Lux. Vielen Dank, Herr Dregger. Ist Ihnen bekannt, dass Sie uns heute ein Gesetz zum Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz vorgelegt haben und nicht zum Verfassungsschutz, worüber Sie die ganze Zeit reden? Und ist Ihnen zweitens bekannt, dass gemäß Artikel 73 Absatz 1 Nummer 9a die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz in Sachen des Terrorismus Aufgabe des Bundes ist und nicht des Landes? Vielen Dank. Mir ist bekannt, dass die Länder die Aufgabe haben, die Gefährder zu überwachen. Das wissen Sie auch, Herr Kollege. Und wir haben als Bundesland die Verantwortung, das sicherzustellen. Und das geschieht in Berlin unzureichend. Das wissen Sie so gut wie ich aus unserer gemeinsamen bisherigen Arbeit. Und deswegen müssen wir daraus Konsequenzen ziehen. Und ich finde, da sollte man sich nicht per se gegen wehren, sondern ich fordere Sie auf, Ihrer Verantwortung gerecht zu werden und endlich damit anzufangen. Überlegungen, wie Sie den polizeilichen Staatsschutz stärken können, damit er die Vielzahl der Gefährder unter Kontrolle halten kann, sind bei Ihnen nicht erkennbar. Sie kennen die hohe Zahl der Gefährder in unserer Stadt, aber Sie verweigern der Polizei die Befugnisse, um diese Personen unter Kontrolle zu halten. Was für den Bereich der Terrorabwehr gilt, gilt im gleichen Maße für den Bereich der Kriminalitätsbekämpfung.
Sie wissen zwar, dass in Berlin bei weitem die meisten Straftaten im Verhältnis zur Einwohnerzahl begangen werden. Und Sie wissen auch, dass in Berlin seit geraumer Zeit die Aufklärung der erfassten Straftaten die Ausnahme ist. Denn die Aufklärungsquote liegt bei unter 50%, exakt bei 44%. Doch auch hier wollen Sie offenbar alles beim Alten lassen. Sie haben offenbar resigniert vor Ihrer eigenen Unfähigkeit und Ihrem eigenen Unwillen, das Verbrechen zurückzudrängen. Jedes Jahr bedauern Sie bei Vorlage der polizeilichen Kriminalitätsstatistik, dass Berlin wieder die rote Laterne in der Verbrechensbekämpfung innehat. Aber Sie ziehen daraus keine erkennbaren Konsequenzen. Sie verweigern der Polizei die erforderlichen gesetzlichen Befugnisse, die sie braucht, um Kriminalität wirksam zu bekämpfen. Sie ignorieren auch folglich, was die anderen Bundesländer in diesem Bereich leisten. Sie verweigern sich der Realität und täuschen ein wenig Aktionismus vor, um den Menschen Sand in die Augen zu streuen. Bestes Beispiel ist Ihr völlig inkonsequentes Vorgehen bei der Frage des Einsatzes wirkungsvoller Videoaufklärung. Hier haben Sie es wirklich geschafft, die weit überwiegende Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner gegen sich aufzubringen. Trotz der Vielzahl von Beispielen, in denen die Videoaufklärung im Bereich der BVG erfolgreich eingesetzt worden ist, um Straftaten zu verhindern oder aufzuklären, eiern Sie in einem völlig unerklärlichen Zickzackkurs herum. Im Jahr 2016 hat der damals unsere gemeinsame Senat von SPD und CDU und damit mit Zustimmung von Herrn Müller und Herrn Geisel eine Senatsvorlage für die Videoaufklärung verabschiedet und in dieses Abgeordnetenhaus eingebracht. Und er ist von der SPD-Fraktion gestoppt worden. In der neuen Legislaturperiode hat die CDU-Fraktion genau diesen Antrag wortidentisch wieder eingebracht. Diesmal haben Herr Müller und Herr Geisel ihn abgelehnt. Das, was Sie selbst zuvor beschlossen haben. Dann müssen Sie erkennen, dass sich gegen Ihre Verweigerungshaltung in der Bevölkerung Widerspruch regt. Sie müssen lernen, dass nach den veröffentlichten Umfragen eine weit überwiegende Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner quer durch alle Parteien für die Einführung der Videoaufklärung an gefährlichen Orten sich aussprechen. Und das Volksbegehren ist die Konsequenz daraus. Und wie ist Ihre Reaktion? Der Innensenator lässt zwei sogenannte mobile Videowagen anschaffen, um uns alle Sand in die Augen zu streuen und einzureden, dass notwendige Erfolge. Tatsächlich dürfen und werden diese Videowagen mangels gesetzlicher Ermächtigungsgrundlagen kaum eingesetzt. Im Ergebnis haben Sie sich damit lächerlich gemacht und blamiert, Herr Innensenator. Das hat er inzwischen auch gemerkt und nun kommt der nächste untaugliche Versuch, eine Lösung vorzugaukeln. Vor wenigen Tagen kündigt er eine Gesetzesinitiative zum Ausbau der Videoüberwachung an, um bereits am Tag danach in der Zeitung zu lesen, dass seine Koalitionäre diesen Vorstoß nicht mittragen. Meine Damen und Herren, was soll man davon eigentlich halten? Sehr geehrter Herr Regierender Bürgermeister und Herr Innensenator, Sie sind meisterlich im Ankündigen, aber im Umsetzen versagen Sie vollständig. Wir hingegen haben uns entschlossen, auf Ihre Vorschläge nicht länger zu warten. Wir legen Ihnen unseren Gesetzentwurf zur Verbesserung der Terrorabwehr und der Kriminalitätsbekämpfung vor. Dabei handelt es sich um einen umfassenden und substanziellen Vorschlag für die Ergänzung unserer Sicherheitsgesetze in Berlin. Diesem Vorschlag liegen umfassende Beratungen mit einer Vielzahl von Fachleuten in den vergangenen anderthalb Jahren zugrunde. Unser Ansatz war und ist es nicht, blindwütig und maßlos die Befugnisse der Polizei auszudehnen und die Freiheit des Einzelnen zu begrenzen, sondern unser Ansatz war und ist es, die Befugnisse der Polizei der Gefahrenlage auszurichten, unser Land, unsere Bürger und unsere Gäste zu schützen und die Freiheit des Einzelnen zu erhalten. Denn wir müssen erkennen, verehrter Herr Kollege Lux, Freiheit ist auch die Freiheit vor körperlicher Gewalt, Freiheit vor Raub und Diebstahl und Freiheit der freien Selbstbestimmung. Es gibt keine Freiheit ohne Sicherheit. Deswegen legen wir Ihnen unsere Vorschläge vor, die ein ganzes Paket von Maßnahmen umfassen, wie die elektronische Fußfessel zur Gefährderüberwachung. Ja, Sie haben es ja nicht angenommen und deswegen werden wir nicht nachlassen, für das Vernünftige zu werben, ob Ihnen das passt oder nicht.
Wir wollen, dass der Unterbindungsgewahrsam in bestimmten Gefahrenlagen eingesetzt werden kann, insbesondere wenn Personen Waffen bei sich führen oder die Begehung von Straftaten ankündigen. Gibt es nicht, wird auch nicht eingesetzt. Finaler Rettungsschuss: Wir brauchen eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage zur Abwehr von gegenwärtigen Lebensgefahren. Die strategische Fahndung zur Verhinderung erheblicher Straftaten und der grenzüberschreitenden Kriminalität. Telefonüberwachung zur Gefährderüberwachung gibt es im Gefahrenabwehrrecht des Landes Berlin nicht. Und zur Kriminalitätsbekämpfung selbstverständlich eine vernünftige Regelung zur Videoaufklärung für Bodycams, Kontaktverbote mit anderen Straftätern und eine gesetzliche Grundlage für den bereits im Einsatz befindlichen Taser. Unser Vorschlag enthält nur, was in den Polizeigesetzen der anderen Bundesländer und des Bundes gang und gäbe ist. Ich fordere Sie auf, meine Damen und Herren von der Rot-Rot-Grün-Links-Koalition, erkennen auch Sie die Realität. Berlin ist nicht nur das Bundesland mit den meisten Straftaten und der geringsten Verbrechensaufklärung. Berlin ist leider auch ein prioritäres Ziel für extremistische und terroristische Straftaten. Wir können uns kein Polizeirecht leisten, das dieser Bedrohungslage nicht gerecht wird. Deswegen betrachten Sie unseren Gesetzentwurf als einen sicherheitspolitischen Weckruf für Ihre rot-rot-grüne Linkskoalition. Lassen Sie sich auf eine fundierte sicherheitspolitische Debatte ein. Folgen Sie unserer Gesetzinitiative, dann können auch Sie noch, wenn auch spät, Ihrer Verantwortung gerecht werden. Herzlichen Dank. Für die Fraktion der SPD spricht jetzt der Abgeordnete Herr Zimmermann. Bitte, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich möchte gerne auf eine Replik auf so manche Unschärfe von Ihnen, Herr Dregger, verzichten, weil uns das Thema viel zu ernst ist, um hier immer wieder mit bestimmten Behauptungen eine bestimmte Stimmung erzeugen zu wollen. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen eine seriöse Gesetzesberatung, und das sollte dieses Haus auch gemeinsam beherzigen. Über ein Ziel herrscht ganz sicher Einigkeit in diesem Haus, dass wir nämlich alle der Gewalt, der organisierten Kriminalität und dem Terror das Handwerk legen wollen. Und es soll sich niemand täuschen. Diese Regierungskoalition ist entschlossen, Recht und Gesetz durchzusetzen und alles Erforderliche zu tun, um die Bürgerinnen und Bürger in Berlin vor Kriminalität zu schützen. Der Innensenator ergreift permanent, und zwar mit hoher Schlagzahl, Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit in der Stadt. Und weil Sie das hier am Beginn so inkriminiert haben, Herr Kollege, möchte ich das doch mal kurz aufzählen. Einige Beispiele der letzten Zeit. Wir haben das Antiterror-Präventions- und Sofortprogramm nach dem Breitscheidplatz-Anschlag aufgelegt. Wir beschaffen neue Dienstwaffen, nicht gebrauchte, und Schutzwesten für die Polizei. Wir haben die neue Wache am Alexanderplatz eingerichtet. Wir erhöhen die Stellenzahl bei der Polizei. Wir richten neue Diensträume für den polizeilichen Staatsschutz her in einem Bestandsgebäude, aber sehr geeignete, angemessene Räume für den Staatsschutz, genannt auch Antiterrorzentrum. Wir beschleunigen die Besoldungserhöhung zur Erhöhung der Attraktivität der Polizei. Wir stärken die Polizeiakademie, die so viele Polizisten und Polizistinnen ausbildet wie noch nie. Und aktuell, weiteres Beispiel, wir richten 5 neue mobile Wachen ein an frequentierten Plätzen, um dort auch die Sicherheit zu erhöhen. Diesen Kurs werden wir fortsetzen, auch in den kommenden Jahren. Und da werden wir uns von Ihnen auch nicht beirren lassen, Herr Kollege. Unsere Aufgabe im Parlament ist es nun, den Rechtsrahmen so zu setzen, dass die Polizei bestmöglich in die Lage versetzt wird, gegen organisierte Kriminalität und Gewalt vorzugehen. Und dabei wäre es nicht hilfreich, bei alten vermeintlichen Gewissheiten stehen zu bleiben. Vielmehr müssen wir auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren und da, wo es nötig ist, das Polizeigesetz anpassen. Wir haben den Terroranschlag erlebt und wir müssen leider mit einer latenten, abstrakten Terrorgefahr umgehen. Wir müssen immer auch auf höchstrichterliche Rechtsprechung
reagieren. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir uns in die Sicherheitsarchitektur des Bundes und der Länder einpassen und diese unterstützen. Ich appelliere an alle Mitglieder in diesem Haus, in Berlin keine Sonderwege zu beschreiten, sondern ein Höchstmaß an bundesweiter Harmonisierung im Polizeirecht anzustreben. Hier ist zum Beispiel Bayern überhaupt kein gutes Vorbild. Bayern führt den Begriff der drohenden Gefahr. Bayern führt den Begriff der drohenden Gefahr in sein Polizeigesetz ein, ein Begriff, den das Bundesverfassungsgericht für bestimmte schwere Straftaten Terror auf Bundesebene eingeführt hat und dem BKA dort Kompetenzen gegeben hat. Bayern führt dies jetzt diesen Begriff ein für alle möglichen Polizeibefugnisse, für alle möglichen Maßnahmen der Polizei. Hier wird der Gefahrenbegriff so weit nach vorne verlegt, dass er bis zur Unkenntlichkeit verschwimmt, und das geht nicht. Bayern führt weiter den unbegrenzten Gefährdergewahrsam ein. Es gibt keine zeitliche Grenze mehr dort für die Ingewahrsamnahme. Und das geht leider auch nicht. Meine Damen und Herren, wir werden ganz sicher diese Maßnahmen, die an grundlegende Rechtsstaatsprinzipien rühren, hier in Berlin nicht umsetzen. Wir haben die Aufgabe, die Sicherheitsanforderungen und die Freiheitsrechte gegeneinander abzuwägen und es in Übereinstimmung zu bringen und nicht eine einseitige Maßnahme hier zu ergreifen. Diese Abwägung müssen wir hier vornehmen, und der verweigern Sie sich weitgehend leider, Herr Dregger, weil Sie zu einseitig auf die eine Seite setzen. Die CDU legt jetzt einen langen Katalog vor, mit dem sie praktisch alles ins Gesetz schreiben will, was Land auf, Land ab zur Ausweitung von Befugnissen so vorgeschlagen wird. Und leider verlassen Sie damit genau dieses Prinzip der Abwägung zwischen Sicherheit und Individualrechten. Und ich will nur zwei Beispiele nennen aus Ihrem Entwurf. Auch Sie wollen einen unbegrenzten Präventivgewahrsam einführen. Mit dem Wort jeweils machen Sie das. Das ist wie Bayern, und das wird nicht funktionieren. Und Sie wollen weiter mit einem einzigen Satz jede auf dem Markt befindliche intelligente Software zur Überwachung von Menschen einsetzen. Und Sie schreiben nicht eine einzige Schranke rein in diese Vorschrift. Dabei ist eine solch einschneidende Maßnahme, wenn überhaupt, nur haltbar, wenn ihr präzise, enge Grenzen im Gesetz gezogen werden. Die Schranken der Grundrechtsschranken, Herr Dregger, die sollten Sie eigentlich nicht vergessen haben. Demgegenüber, meine Damen und Herren, bereitet die Koalition einen Gesetzentwurf zum ASOG vor, der die Balance zwischen Sicherheit und Freiheitsrechten wahrt und der die polizeilichen Befugnisse maßvoll weiterentwickelt. Ich gehe davon aus, dass der Senat nach der Sommerpause hier eine Beschlussvorlage einbringen wird, und wir werden uns dann also im zweiten Halbjahr hier im Haus intensiv mit dem Polizeigesetz befassen und dann beide Entwürfe, Ihren und unseren, detailliert beraten. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Für die Fraktion der AfD spricht jetzt der Abgeordnete Herr Woldeck. Bitte, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen, liebe Gäste. Ich bin wirklich sehr gespannt, Herr Zimmermann, ob dann dieser Gesetzentwurf der Koalition auch wirklich kommt. Weil angekündigt ist er jetzt, glaube ich, seit anderthalb Jahren. Immer wieder, wenn wir einzelne Gesetzespassagen im Rahmen des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes oder des unmittelbaren Zwanggesetzes vorlegen, kommt der sukzessive Verweis von Staatssekretär Ackmann: Wir legen ein Musterpolizeigesetz vor. Wir nehmen Sie beim Wort. Sie haben gesagt, zum Beginn oder zum Ende der parlamentarischen Sommerpause liegt er vor. Wenn nicht, haben Sie ein Erklärungsproblem. Und Herr Zimmermann, Bayern sei kein Vorbild. Bayern hat eines der führenden Polizeigesetze. Bayern hat mit die höchste Aufklärungsquote und den niedrigsten Kriminalitätsstand. Gemessen an diesen Zahlen ist das sehr wohl mit Vorbildcharakter zu sehen. Und Sie sagten gerade, Herr Zimmermann, die Koalition nimmt das Thema ernst, und Sie brachten da so ein paar Beispiele, wie auch diese mobilen Videoüberwachungswagen, die zwei, die da durch Berlin fahren mit der großen Tafel: Achtung, hier Videoüberwachung, was nichts anderes ist als eine Verlegung von Schwerpunkten. Wie ernst nehmen Sie das Thema? Schauen Sie mal auf die Tagesordnung. Wir haben 5 Beschlussempfehlungen des Innenausschusses. Wie viele Anträge stammen denn von der Koalition? 0.
3 von der AfD, 2 von der CDU. Wir nehmen das Thema ernst, meine Damen und Herren. Herr Albers, wenn man keine Anträge schreibt zur inneren Sicherheit, wenn man keine Anträge fordert, keine Formulierung fordert, dann nimmt man das Thema offensichtlich nicht ernst. Wir machen das. Und Herr Kollege Dregger, es ist ja mitunter zu erkennen, dass Sie versuchen, jetzt Ihr Profil zu schärfen, jetzt als neuer Fraktionsvorsitzender und auch das Thema innere Sicherheit nach vorne zu bringen. Und ich dachte mir wirklich, gerade bei der Überschrift Gesetz zur Verbesserung der Terrorabwehr und Kriminalitätsbekämpfung, jetzt kommt ein richtig großer Wurf. Und jetzt sind wir mal alle gespannt und Sie leiten dann ein, knapp 4 Minuten und reden über Verfassungsschutz und überhaupt nicht zu Ihrem Antrag. Und dann habe ich mir den Antrag mal ganz genau angeguckt und stelle mal fest, was soll denn dort behandelt werden und was ist alles komplett neu? Und dann stelle ich fest, Sie fordern eine Novellierung, Paragraph 19a, da geht es um die Bodycams, ich übersetze mal den Paragraphen. Wer hat den Antrag denn eingebracht, die Novellierung des 19as? Das war die AfD-Fraktion. Dann fordern Sie die Novellierung des Paragraphen 21, da geht es um die Schleierfahndung. Sie wissen, meine Damen und Herren, es gibt 2 Bundesländer, die keine Schleierfahndung haben. Vor kurzem waren es 3, NRW ist nachgezogen, jetzt gibt es nur noch Berlin und Bremen. Das ist natürlich ein Stück weit Magnetfunktion, wenn wir genau diese anlasslose Kontrollen nicht zulassen. Paragraph 21, Schleierfahndung, hatten wir bereits. Abgelehnt worden von Ihrer Fraktion, nichts Neues. Paragraph 24a, Videoüberwachung im öffentlichen Raum, ganz breites Thema. Hatten wir da noch keinen Antrag? Doch, von Ihnen, Herr Kollege, und von der AfD-Fraktion. Wieder nichts Neues. Der Paragraph 25d, da fordern Sie die Fußfessel als weitere Maßnahme im Rahmen der Gefährderüberwachung. Vernünftiger Punkt. Hatten Sie aber schon eingebracht. Wieder nichts Neues. Dann kommt der Bereich Paragraph 25f folgende. Paragraph 25f folgende. Da geht es um die Terrorabwehr. Sie schreiben innerhalb dieses Unterparagraphen nichts anderes als das Strafgesetzbuch. Gehört das so in ein Polizeigesetz? Ich weiß nicht, wie der Kollege Lux das sieht, aber ich sehe das hier ein bisschen kritisch. Und jetzt gehe ich zu dem Bereich des unmittelbaren Zwanggesetzes. Da gibt es in der Tat wichtige Maßnahmen. Sie fordern die Ermächtigungsgrundlage für den Taser. Paragraph 2, unmittelbares Zwanggesetz. Wer hat es gefordert? Die AfD-Fraktion. Schon im März 2017. Unsere Forderung. Nichts Neues. Und Sie fordern im Rahmen des unmittelbaren Zwanggesetzes die Novellierung des Paragraph 9. Worum geht es hier? Um den finalen Rettungsschuss. Ist von der AfD-Fraktion eingebracht, ist auf der unerledigten Liste des Innenausschusses, wieder nichts Neues. Herr Dregger, wo ist der große Wurf Ihres Gesetzesentwurfs? Ich vermisse es. Da ist nichts Neues. Und Sie machen folgenden Fehler mit Ihrem Antrag. Sie generieren eine einzige Drucksache in einem Gesetzesentwurf. Und unsere Philosophie war es mitunter, dass wir den Senat gezielt auffordern, Maßnahmen unmittelbar zu ergreifen, die unsere Polizei vor schwerwiegenden Situationen absolut lässt. Das ist nämlich das nicht rechtssichere Handeln im Rahmen des Tasers. Was passiert nämlich aktuell? Dadurch, dass wir keine Ermächtigungsgrundlage haben und ein Polizist im Rahmen des Testverfahrens in Neukölln und Kreuzberg nutzt den Taser und schießt, Gott bewahre, jemandem ein Auge aus. Der Polizist muss sich verantworten vor Gericht, weil wir keine Ermächtigungsgrundlage haben. Und wir fordern Sie und der Senat setzt nicht um. Da müssen wir das sukzessive machen, meine Damen und Herren, und nicht anders. Und wenn Sie hier... Und wenn Sie hier alles in einen Gesetzesentwurf packen, was wir übrigens schon mal alles behandelt haben, dann erlauben Sie der Koalition mit einem Wisch diesen Gesetzentwurf abzulehnen. Und Herr Kollege Dregger, wir geben uns doch mit Sicherheit keine Illusion hin, dass auch nur der Hauch einer Chance besteht, dass diese links- bis links-außen-Koalition im Rahmen der Ermächtigungsgrundlagen, die durchsetzt ist von Polizeihassern, hier auch nur den Hauch von Befugniserweiterungen durchsetzen möchte. Das glauben Sie doch nicht in Ernst, oder? Und Herr Dregger, sämtliche Ermächtigungsgrundlage, die wir geben im Rahmen der Polizeibefugnisse, sind nichts anderes als eine Reaktion, eine Bekämpfung von Symptomen und Sie verkennen hierbei die Krankheit. 2015 war es Ihre Kanzlerin, die dazu geführt hat, dass wir mitunter in einer illegalen Migrationskrise über 770 Gefährder im Land haben. Sie haben immer noch eine Nibelungentreue zu Ihrer Kanzlerin. Sie sind in Ihrer Koalition auf Bundesebene gerade im Bruch der Schwesterparteien. Da würde mich mal interessieren, wie Sie dazu stehen. Aber ich freue mich auf die Beratung im Innenausschuss dazu. Ich danke Ihnen.
Für die Linksfraktion spricht jetzt der Abgeordnete Herr Tasch. Bitte, Sie haben das Wort. Herr Tasch hat jetzt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag der CDU ist, und das muss ich leider mit aller Deutlichkeit sagen, diese Stadt und diese Stadtbevölkerung nicht würdig, meine Damen und Herren. Meine Rede gegen den Antrag der CDU-Fraktion möchte ich mit einem Zitat von Benjamin Franklin beginnen. Diese soll bereits im 18. Jahrhundert festgestellt haben, mit Ihrer Erlaubnis, Frau Präsidentin: Wer Freiheiten aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit. Dieser Satz ist deshalb so richtig, weil er aufzeigt, dass Sicherheit und Freiheit eben keine Werte sind, die sich gegenseitig ausschließen. Genau dieses Gefühl soll mit diesem Antrag allerdings zementiert werden. Als ich den Antrag gelesen habe, staunte ich nicht schlecht. Ich hatte das Gefühl, dass sich die Berliner CDU in einem Wettbewerb um das schärfste Polizeigesetz mit Bayern, Sachsen und NRW begeben hat. Der vorgelegte Antrag ist ein Sammelsurium aller in den letzten Jahren in Deutschland vorgelegten Polizeirechtsverschärfungen. Da hat sich die Berliner CDU-Fraktion die Mühe gemacht und die Versionen mit den weitesten Eingriffsbefugnissen, mit den größten Grundrechtsbeschneidungen und den geringsten Verfahrensgarantien zusammenzustellen. Besonders traurig ist, dass der Antrag der CDU in Teilen sogar stärker in die Grundrechte eingreifen will, als es die AfD in mehreren Anträgen gefordert hat. Mit ihrem Antrag wollen sie die Freiheiten der Berlinerinnen und Berliner aufs Spiel setzen und versprechen im Gegenzug ein Mehr an Sicherheit. Erstens werden die vorgeschlagenen Maßnahmen die Sicherheit in der Stadt um nicht einmal eindeutig steigern. Und zweitens gehen ihre vorgeschlagenen Maßnahmen an den Lebensrealitäten der Berlinerinnen und Berliner meilenweit vorbei. Die subjektive, individuelle Sicherheit der Berlinerinnen wird sogar gefährdet. Ein Eingriff in informationstechnische Systeme funktioniert nur über Sicherheitslücken, die nicht geflickt werden. Die Wahrscheinlichkeit, durch ungerechtfertigte polizeiliche Maßnahmen in seiner Freiheit eingeschränkt zu werden, steigt. Spätestens durch die Ausweitung der nicht so genannten Schleierfahndung auch auf Delikte nach dem Aufenthaltsrecht. Diese Regelung ist eine Einladung an die Polizei, Racial Profiling zu institutionalisieren. Erfahrungsgemäß nimmt die Berliner Polizei solche Einladungen selten an, aber die CDU will sie dazu verpflichten. Darüber hinaus ist es bemerkenswert, wie geschichtsvergessen die Berliner CDU-Fraktion tatsächlich agiert. Noch vor 2 Jahren war hier nämlich ein Innensenator, der ist ja heute nicht anwesend, namens Frank Henkel am Mitregieren. Fünf Jahre lang hat die CDU nichts getan, um die Sicherheit in der Stadt nachhaltig zu verbessern. Nichts haben sie in 5 Jahren hinbekommen. Und wenn ich mir Ihren Antrag ansehe, bin ich wirklich sehr froh, dass Sie einen Koalitionspartner hatten, der Sie gebremst hat. Sonst hätte Berlin wohl einen noch nie dagewesenen Polizeistaat aufgedrückt bekommen. Das ist weder seriös, noch ist das glaubwürdig. Auch geschichtsvergessen, das Berliner UZVG ist noch durch den Kalten Krieg geprägt und trägt Züge eines Gesetzes gegen Aufstandsbekämpfung. Diese will die CDU nicht beseitigen, sondern verschärfen, indem sie die Voraussetzungen des Schusswaffengebrauchs gegen Menschenmassen erleichtert. Berlin und die Bundesrepublik sind sicherer denn je. Allerdings wird immer wieder versucht, mit Hetze, Hass und Vorurteilen das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger zu zerstören. Es wurde noch nie ein Anschlag vereitelt, weil Bürgerrechte abgeschafft wurden. Und wenn ich mir bisherigen Verlauf
der AMRI-Untersuchungen ansehe, dann bestätigt mich das umso mehr, dass die CDU einfach nur Aufmerksamkeit braucht und diese durch autoritäre Schnapsideen erhalten möchte. Der Fall AMRI war der verheerendste terroristische Anschlag der Neuzeit in Berlin. Die Behandlung der Thematik hat aufgezeigt, dass es nie an Befugnissen der Polizei gefehlt hat. Die Befugnisse waren zu genüge da, aber die strategischen Entscheidungen sind falsch gefällt worden. Insofern ist es mehr als nur fadenscheinig, hier solch eine Debatte anzustoßen. Die Befugnisse wurden im Fall AMRI auch formal ausgenutzt, aber führten zu keinen praktischen Maßnahmen. Wir werden nicht zulassen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die Freiheits- und Bürgerrechte der Berlinerinnen und Berliner dem chronischen Aufmerksamkeitsbetrieb der CDU geopfert werden. Wenn das ein Einblick in die künftige Arbeit der CDU-Fraktion unter dem Hardliner Dräger sein wird, dann muss man kein Prophet sein, um düstere Zeiten für die Berliner CDU vorherzusehen. Und eine aktuelle Umfrage würde Sie vielleicht interessieren, Herr Dräger. Eine aktuelle Umfrage in Bayern macht deutlich, können Sie übrigens heute nachlesen, macht deutlich, dass Sie mit noch mehr Einschränkungen der Grundrechte bei Wählerinnen und Wählern nicht punkten können. Deshalb möchte ich noch mal zusammenfassend unsere Gründe für eine Ablehnung des Antrages zusammenfassen. Erstens, hören Sie genau zu. Können Sie noch was dazu lernen, Herr Melzer? Auch Sie können noch was dazu lernen. Erstens geht der Antrag komplett an der bunten, vielfältigen und liberalen Stadtgesellschaft in Berlin vorbei. Zweitens würde der Antrag in Summe das recht liberale ASOG wahrscheinlich in das schärfste deutsche Polizeigesetz verwandeln. Drittens, Herr Melzer, schließt der Antrag angesichts aktueller Kriminalitätsstatistiken massiv über das Ziel hinaus. Und viertens, wird keiner, Herr Melzer, der genannten Freiheitseinschränkungen die Terrorismus- und Kriminalitätsbekämpfung voranbringen. Hören Sie endlich auf, den Menschen zu erklären, weniger Freiheit bedeutet mehr Sicherheit. Das ist falsch. Nur wer es schafft, Sicherheit und Freiheit in Einklang zu bringen, der hat Berlin verstanden. Insofern wird der vorliegende Antrag der CDU-Fraktion von uns vollumfänglich abgelehnt. Herzlichen Dank. Für die Fraktion der FDP spricht jetzt der Abgeordnete Herr Schlömer. Bitte, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielleicht hören Sie mir einmal zu, das ist ein bisschen respektvoller, wenn ich hier spreche. Die 7 Minuten, die ich spreche als Ersatz für meine Kollegen, möchte ich dann auch Aufmerksamkeit haben. Mit der heutigen Vorstellung eines Gesetzentwurfs über die Ausweitung polizeilicher Befugnisse im Bundesland Berlin stößt die Fraktion der Christdemokraten eine für Berlin sehr wichtige Diskussion an. Auch Berlin muss seine Bürgerinnen und Bürger vor den Bedrohungen durch allgemeine Kriminalität, durch Gewaltkriminalität, durch organisierte Kriminalität oder terroristische Akte stärker schützen. Das ist Verpflichtung und Verantwortung aller im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien. Wir Freien Demokraten stellen uns dieser Herausforderung. Die Politik hat hierbei jedoch auch die Grenzen zu beachten, die uns das Grundgesetz bei staatlichem Handeln setzt. Diese Grenzen darf der Gesetzgeber nicht überschreiten. Bürgerrechte, Grundrechte und Freiheit müssen weiter und müssen wieder stärker respektiert werden. Sie müssen das einzige Argument sein und die Begründung dafür sein, warum wir staatliches Handeln brauchen. Das gilt auch und insbesondere in der Auseinandersetzung mit Kriminalität und Terrorismus in diesem Land. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diesem Gesetzentwurf gelingt es in der vorliegenden Form nicht, diese Grenzen einzuhalten. Freiheit und Sicherheit geraten aus der so wichtigen Balance, wenn wir den Christdemokraten unkommentiert folgen. Und, sehr geschätzter Herr Kollege Dräger, es ist auch nicht klug, immer die äußerste Schmerzgrenze des gerade so noch rechtmäßigen, verfassungsgemäßen ständig neu auszutarieren und zu überschreiten. Ihrem Gesetzentwurf fehlen derzeit die überzeugenden Argumente.
Warum immer nur Papier und reines Gesetzeswerk? Wo bleibt denn mehr Polizei? Wo bleiben Vorschläge für die stärkere Zusammenarbeit der Bundesländer und des Bundes? Warum nicht mehr Präsenz vor Ort bei kriminalitätsbelasteten Orten? Meine Kritik im Einzelnen. Anlasslose Überwachungen sollen ausgeweitet werden, die Polizei wohl mit geheimdienstlichen Kompetenzen ausgestattet sein. Die sogenannte drohende Gefahr gerät in den Fokus, ein zentraler Begriff. Der Kollege Zimmermann hat dazu ausgeführt. Schon wenn die Polizei lediglich annimmt, es könnte sich einmal eine gefährliche Situation entwickeln, was sich praktisch immer irgendwie begründen lässt, soll sie vielfältige Eingriffe in bestehende Grund- und Bürgerrechte vornehmen können. Damit knüpfen polizeiliche Maßnahmen letztlich an keinerlei nachprüfbare Voraussetzungen mehr. Diesem Punkt können und wollen wir nicht folgen. Der Einsatz von mehr Videotechnik, breit und unreguliert, es ist aus unserer Sicht nicht akzeptabel. Die Videoüberwachung in Berlin ist nur dann ein sinnvolles Mittel im Kampf gegen Kriminalität, wenn sie a. mit Augenmaß eingesetzt wird, b. strengen gesetzlichen Grundlagen folgt, c. sie nur fokussiert auf besonders kriminalitätsbelastete Orte beschränkt bleibt, die Polizei transparent, offen und gut begründet auch gegenüber dem Parlament herleiten muss, dort nach polizeilichen Erkenntnissen Straftaten von erheblicher Bedeutung konkret verabredet oder vorbereitet werden, sowie, wenn die Videotechnik als Echtzeitüberwachung durchgeführt wird, mit der Möglichkeit eines direkten Zugriffs von Polizeibeamten. Es ist fraglich, ob Sie das mit dieser Gesetzesinitiative wirklich beabsichtigen wollen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir brauchen nicht nur immer neue Gesetze. Wir brauchen ein bisschen mehr Trendwende in der Berliner Innenpolitik. Nicht nur Restriktion und Ausweitung von Befugnissen, vielleicht auch mal ein bisschen mehr Kriminalprävention. Wir brauchen auch ein kriminalpräventives, ein sozialintegratives und übergreifendes Konzept mit klarem Anspruch und konkreten Zielen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Schrader? Nein. Konkreten Zielen. Integration fördern, Tätern Konsequenzen aufzeigen und Recht durchsetzen. Tatgelegenheiten reduzieren, Straftaten mindern, Selbstschutz stärken und kriminalitätsbegünstigende Faktoren mindern. Wir brauchen ein Konzept, das auch Sozialarbeit als primäres Ordnungsmittel zur Begegnung von Kriminalität aufgreift und dem Prinzip der Sorgfaltsverantwortung stärker Rechnung trägt. Wir brauchen ein Konzept, das auch mehr Polizei unmittelbar vor Ort beinhaltet, sei es in Form von mobilen Wachen oder Kontaktbeamten. Zu einem der drängendsten Probleme zählt aber sicherlich auch die städtebauliche Entwicklung von Berliner kriminalitätsbelasteten Orten, insbesondere in meinem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Wir brauchen dort mehr Übersichtlichkeit, ausreichende Beleuchtung und verbesserte Wegeführung mit dem Ziel leichterer Orientierung. Bislang unzugängliche Bereiche sind zu öffnen. Aufenthalts- und Kommunikationsbereiche sind zu schaffen, neue Verkehrsführungen anzudenken, insbesondere am Cottbusser Tor. Mobilitäts- und Ruheräume haben Einfluss auf das Sicherheitsempfinden unserer Bürger. Und genau darum geht es nämlich, das Sicherheitsempfinden unserer Bürger. Dieses müssen wir stärken und nicht immer nur mit schärferen Gesetzen. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt das Wort der Abgeordnete Herr Lux, bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir in Berlin sind nicht allein in Deutschland. Wir stehen auf dem Boden des Grundgesetzes und es gibt eine freiheitlich-demokratische Grundrechtsordnung. Ganz wesentlicher Bestandteil ist der Föderalismus, der heißt, dass der Bund für die Gesetzgebung zuständig ist gemäß des Grundgesetzkataloges. Und dort heißt es, dass der Bund gemäß Artikel 73 Absatz 1 Nummer 9a ausschließlich zuständig ist für die Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus. Damit heißt es auch zwingend, dass der erste Teil Ihrer Überschrift von der CDU-Fraktion zu dem hier vorgelegten Gesetzesentwurf wohl nicht mit der Verfassung, also mit unserem
Grundgesetz vereinbar sein dürfte, denn sie legen ein Gesetz zur Terrorismusabwehr vor, so steht es darin. Und Sie erwähnen auch in keinem Wort darin, dass Sie diese grundgesetzlich zwingende Kompetenz geprüft haben. Wissen Sie, Sie berufen sich hier immer auf Recht, Gesetz und Ordnung, aber sind selbst nicht in der Lage, die grundlegenden staatsorganisationsrechtlichen Linien zu beachten, die seit über 60, fast 70 Jahren unsere Bundesrepublik prägen und auch unser Bundesland, sondern Sie verstoßen einfach mal mir nichts, dir nichts, nur der billigen Effekthascherei wegen und hier um irgendwie gegen die Mitte-Links-Koalition, die sehr gut dieses Land regiert, zu pöbeln. Missachten Sie einfach mal unsere grundgesetzlichen Standards, Herr Dregger, und das, finde ich, ist eine Frechheit. Ja. Naja, Herr Dregger, das war schon gepöbelt, dass Sie hier den Anschein erwecken wollen, dass diese Regierung sich nicht um die Sicherheit der Menschen dieser Stadt kümmert. Das war eine bewusste Tatsachenfalschdarstellung. Und wenn Sie hier einfach sagen Linkskoalition, dann ist auch das unwahr, denn wir sind eine breite Mehrheit. Wir haben fast zwei Drittel der Wählerinnen und Wähler haben uns gewählt. Die SPD ist keine reine linke Partei, die Grünen auch nicht, sondern wir sind eine Mitte-Links Grün-Alternative Partei, Fraktion-Koalition, und damit bilden wir die Berliner Mehrheiten ganz gut ab. Und Sie sind eine Minderheit. Und man kann froh sein, dass Sie in dieser Minderheit sind, denn Sie zeigen mit diesem Gesetz, das Sie hier vorgelegt haben, dass Sie von landesgesetzlichen Zuständigkeiten keine Ahnung haben. Ihr zweiter Teil des Gesetzes widmet sich der Kriminalitätsbekämpfung, und auch hier ist streitig, auch das hätten Sie mal erwähnen können, Herr Dregger, wenn Sie Recht und Gesetz wirklich selber so beachten würden, ich bezweifle das ja, dass Sie Artikel 74 des Grundgesetzes gelesen hätte. Dort heißt es in der konkurrierenden Gesetzgebung, dass der Bund zuständig ist für das Strafrecht. Und als logische Annexkompetenz, Sie sind ja auch Jurist, Sie wissen, was ich meine, regelt der Bund auch das Strafverfahren in der Strafprozessordnung. Hier hat der Bund also von seiner Gesetzgebungskompetenz Gebrauch gemacht. Und eine Reihe von den Regelungen, die Sie uns hier servieren, da will ich mich auf den Wettstreit gar nicht einlassen, ob jetzt da die Urheberschaft der AfD oder Ihnen gebührt, streiten Sie sich da mal ruhig weiter rum. Da werden Sie schon sehen, was Sie von haben. Da gibt es ja auch spannende Umfragen. Und da müssen Sie sich mal entscheiden, Herr Dregger, und Farbe bekennen. Heute ist es, glaube ich, ein schlechter Tag für eine liberale, weltoffene Großstadt, wenn auch die CDU hier den Überbietungswettbewerb mit den Rechtspopulisten mitmacht. Aber auch, wofür die CDU früher mal stand, nämlich die Einhaltung von Recht und Gesetz, übrigens auch Völkerrecht zur Rettung von Seenotleidenden, gehört auch zum Völkerrecht. Ja. Da sollten Sie sich einfach mal anschauen, was so die Grundlagen unseres christlich-humanitär geprägten Landes sind. Und ich stelle fest, Sie verlassen sie zunehmend, indem Sie die Grenzen der Gesetzgebung zwischen Bund und Ländern massiv, massiv verwischen. Materiell ist ja schon einiges gesagt worden dazu. Die Spitze ist, denke ich, dass Sie selbst den Schusswaffengebrauch gegen Menschenmengen, gegen unbeteiligte Dritte zulassen wollen. Dass Sie sich selbst widersprechen, Herr Kollege Dregger, sollten Sie selbst auch erkennen, denn Sie haben als Vorsitzender des AMRI-Untersuchungsausschusses ständig davor gewarnt, voreilige Schlüsse zu ziehen. Da ging es Ihnen, und das haben Sie heute wahrscheinlich vergessen, aber natürlich hat der Untersuchungsausschuss jetzt schon bewiesen, dass es sehr, sehr viele Rechtsgrundlagen gab, die einfach nicht vollzogen worden sind. Herr Lux, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Lenz? Ja. Bitte, Herr Lenz, Sie haben das Wort. Ja, ich unterbreche nur sehr ungern diese Vorlesung in staatsorganisationsrechtlichen Fragen, aber eine Verständnisfrage habe ich dann doch, da werden Sie ja immer gemeinsam mit rechtlichen Fragestellungen beschäftigen. Ist Ihnen schon bewusst, dass das Gefahrenabwehrrecht grundsätzlich Landessache ist und dass wir natürlich dann auch die betreffenden Regelungen selbst regeln könnten und auch, wenn es sinnvoll ist, regeln sollten? Ja, Herr Kollege Lenz, das ist mir bewusst. Allerdings haben Sie keine Norm der Gefahrenabwehr zugewiesen, sondern Ihr Gesetz heißt selber, lesen Sie bitte die Überschrift, zur Terrorismusabwehr und zur Kriminalitätsbekämpfung. Kein Wort steht da drin zur Gefahrenabwehr. Sie regeln selbst 2 bis 3 Straftatbestände, wo es auch verfassungsrechtlich sehr streitig sein dürfte, dass wir das im Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz machen dürften. Das heißt also, wir sind uns einig, dass der von Ihnen vorgelegte, Sie haben ihn ja nicht unterzeichnet, den Gesetzesentwurf, deswegen habe ich die Hoffnung bei Ihnen noch nicht ganz aufgegeben, anders als den unterzeichnenden Dregger, Rissmann und Trapp, dass dieses Gesetz verfassungsrechtlich
verfassungsrechtlich durchaus strittig, wenn nicht sogar verfassungswidrig sein dürfte, um den Verfassungsgerichten in diesen Ländern die Ehre zu geben. Gewaltenteilung gibt es ja noch. Wäre es übrigens auch ein kluger Schachzug von Ihnen, erst zu warten, bis zum Beispiel der Bayerische Verfassungsgerichtshof über das Polizeiaufgabengesetz in Bayern urteilt. Auch hier hätten Sie Respekt vor unseren Gerichten erweisen können. Das ist Ihnen aber der schnöden Effekthascherei wohl nichts wert. Vierter Punkt, den man auch über die Zulässigkeitsfragen der Gesetzgebung hier durchaus diskutieren könnte, ist, inwiefern es nicht auch einen Antragsverbrauch gibt. Denn Kollege Dregger, aber auch Kollege Woldeit, haben ja maßlos ausgeführt, welche Maßnahmen sie hier bereits schon eingebracht haben und die von der Mehrheit in diesem Haus abgelehnt worden sind. Und jetzt wiederholen sie so die Maßnahmen, wollen die immer mal wieder zur Abstimmung stehen. Auch das ist ungeschriebenes Parlamentsrecht, nur in sehr begrenztem Umfang zulässig. Aber kein Wort dazu, dass sich da Gedanken drüber gemacht haben, weshalb sie dem Grundsatz nur einen Antrag pro Maßnahme, pro Wahlperiode hier einfach mal so durchbrechen. Und deswegen frage ich mich schon, also welches Rechtsstaatsverständnis nunmehr in der CDU eingezogen ist. Weiterer Hinweis, Artikel 30 Grundgesetz, Kollege Lenz, das Land ist zuständig für den Verwaltungsvollzug und deswegen lassen Sie mich noch kurz sagen, was die Mitte-Links-Regierung in diesem Land tut. Sie stärkt die Polizei mit 345 Stellen in diesem Jahr und weiteren zusätzlichen 450 im nächsten Jahr, die Feuerwehr mit 199 in diesem Jahr und 340 in dem nächsten Jahr. Wir bauen für 100 Millionen Euro ein Staatsschutzzentrum. Wir haben dann den Staatsschutz auch bereits jetzt personell gestärkt. Wir haben die Schießstände in der Sanierung, wir haben Schutzwesten gekauft, wir haben neue Pistolen gekauft, wir haben mobile Videoüberwachungsanlagen, wir haben 5 mobile Wachen im Einsatz, wir stärken die mobilen Einsatzkommandos und die Spezialeinsatzkommandos, wir haben mehr Stellen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität zur Verfügung gestellt, wir werden ein Projekt zur Bodycam machen und selbst diese Mitte-Links-Regierung hat einen neuen Wasserwerfer beschafft und auch gepanzerte Autos. Ganz entscheidend ist, dass die neue Polizeiführung in diesem Land es schafft, die Mammutaufgabe der Polizeiausbildung zu bringen. Wir brauchen mehr Menschen, die hier für Sicherheit sorgen und wir sind auch zuständig für diesen Vollzug, Herr Kollege Dregger, weniger für Sicherheitsgesetzgebung, da verkennen Sie unsere föderale Grundordnung und wir werden auch die Arbeitsbedingungen der 16.000 Polizistinnen und Polizisten verbessern, indem wir die Besoldung ans Bundesniveau anpassen und indem wir über 1.000 Beförderungsstellen bereits in diesem Jahr besetzen konnten. Das ist ein Riesenschritt, den die Berliner Polizei verdient hat, die tagtäglich, obwohl Sie alle schlecht reden, tagtäglich gute Arbeit leisten. Sie reden nicht alle schlecht. Im Bereich Einbruchsdiebstahl, im Bereich der Wohnungseinbrüche sehen Sie doch, wie die polizeiliche Kriminalstatistik gut verläuft. Und Sie reden hier immer nur das Wort von gestiegenen Bedrohungslagen, statt die Erfolge der Berliner Polizei zu würdigen. Deswegen mein Fazit. Mein Fazit, letzter Satz, keine voreiligen, wohl verfassungswidrigen Schnellschüsse à la CDU. Und nachdem wir heute Morgen schon ein wirklich gutes Gesetz beraten durften, sage ich Ihnen eins, ein halber Paragraph des Mobilitätsgesetzes wird mehr Sicherheit bringen als Ihre ganzen Sicherheitsgesetze in Anführungszeichen zusammen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Es wird die Überweisung des Gesetzesantrags federführend an den Ausschuss für Innere Sicherheit und Ordnung und mitberatend an den Ausschuss für Kommunikationstechnologie und Datenschutz empfohlen. Widerspruch dazu höre ich nicht, dann verfahren wir so. Ich rufe auf die laufende Nummer 3.2. Das ist die Priorität der Fraktion Die Linke mit dem Tagesordnungspunkt 20. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Betriebe, Drucksache 18.135 zum Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 18.0978, Unternehmerinnentag und Unternehmerinnenpreis neu aufstellen. In der Beratung beginnt die Fraktion Die Linke. Frau Abgeordnete Schmidt, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Gäste. Seit nun 15 Jahren findet der Unternehmerinnentag in Berlin statt. Alle zwei Jahre kommen rund 1.000 Berliner Unternehmerinnen und Gründerinnen zusammen.
Leider ist das Potenzial für Selbstständigkeit von Frauen nicht ausgeschöpft. Das liegt in Berlin gerade einmal bei ein Drittel aller Einzelunternehmensgründungen. Die Gründe kennen wir. Frauen brauchen eine verlässliche und flexible Kinderbetreuung. Auch die Doppelbelastung kann nicht jede Familie tragen. Denn wir wissen, die Kinderbetreuung und die Pflege der Eltern liegt immer noch zu großen Teilen bei den Frauen. Auch das finanzielle Risiko ist sehr hoch. Und auch die Digitalisierung macht vor Selbstständigkeit nicht Halt. Damit Frauen in dieser neuen Phase nicht abgehängt werden, müssen sie kühn vorangehen und ihren Platz ganz oben einfordern. Denn wir alle wissen, so wie wir hier sitzen, Frauen, die sich für die Selbstständigkeit entscheiden, eine Firma gründen oder eine Unternehmensnachfolge antreten, haben es natürlich auch in der Hand, etwas zum echten Kulturwandel in Wirtschaft und Arbeitsleben beizutragen. Sie werden Vorbilder für andere Frauen, für unsere Töchter und tragen somit zum Gleichgewicht der Chancen von Frauen und Männern in der Wirtschaft bei. Und deshalb werden wir den Unternehmerinnentag aufwerten. Erstens, als Zielgruppe sollen in Zukunft stärker bereits tätige Unternehmerinnen angesprochen werden. Zweitens, um die Verdienste und Potenziale der Unternehmerin besonders hervorzuheben, wird die Verleihung des Unternehmerinnenpreises dies Jahr am 2. November in einem festlichen Rahmen mit Bankett und Programm stattfinden. Drittens, basierend auf den Erfahrungen von 2016, legen wir verstärkt Wert auf den Erfahrungsaustausch. Es soll daher unterschiedliche Formate mit Informations-, Gesprächs- und Best-Practice-Austauschforen geben. Themen werden sein, Unternehmenserweiterung, Internationalisierung, Digitalisierung und Nachfolge sowie Start-ups und Kooperation. Ziel ist die Unterstützung und Anregung der Teilnehmerinnen bei der Weiterentwicklung ihrer unternehmerischen Tätigkeit. Auch mit dem Ziel höherer Umsätze und Gewinne. Viertens, es sollen prominente und kompetente Expertinnen in das Tagesprogramm eingebunden werden, um so die Attraktivität der Veranstaltung zu steigern. Denn Fazit ist, mit der Aufwertung des Unternehmerinnentags wird verstärkt Anerkennung transportiert und zudem die öffentliche Aufmerksamkeit erhöht. Ist ein Frosch, der will nicht raus. Mit dieser Veranstaltung und mit der sich anschließenden Preisverleihung wollen wir Frauen in Berlin ermutigen, Unternehmen zu gründen, weiterzumachen und ihr Potenzial als Selbstständige. Danke. Mit dieser Veranstaltung und mit der sich anschließenden Preisverleihung wollen wir Frauen in Berlin ermutigen, Unternehmen zu gründen, weiterzumachen und ihr Potenzial als Selbstständige und Chefin auszuschöpfen. Vielen Dank. Vielen Dank. Gestatten Sie mir den Hinweis, für solche Fälle steht immer Wasser bereit und wir halten dann auch die Uhr an für solche Gelegenheiten. Nutzen Sie es ruhig. Aber jetzt hat für die Fraktion der CDU das Wort der Abgeordnete Herr Schulze-Berndt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Vorrednerin, ich gebe Ihnen in allen Punkten vorbehaltlos recht. Aber zuerst wende ich mich an die Zuhörer hier auf der Tribüne und die Menschen vor den Rundfunkempfängern und uns heute zulauschen. Wir diskutieren hier gerade die parlamentarische Priorität der Partei Die Linken. Die parlamentarische Priorität der Linken auf dieser Tagesordnung dieses Abgeordnetenhauses, das ist die letzte Abgeordnetenhaussitzung für die nächsten 8 Wochen. Das ist die Sitzung, in der nochmal sozusagen alles richtig Prioritäre sozusagen auf den Weg geschoben wird. Liebe linke Wähler, wenn Sie die folgenden Themen nicht wichtig finden, sowas wie Arbeitslosigkeit, Altersarmut, Obdachlosigkeit, Schulausfall, Lehrermangel, Kita-Platzmangel, marode Straßen, Wohnungsnot, Modernisierung der öffentlichen Verwaltung, übervollen ÖPNV oder Kriminalitätsbelastung, wenn Sie das alles nicht wichtig finden, dann sind Sie heute bei den Linken gut aufgehoben. Wenn Sie heute Morgen um 3 Uhr wach geworden sind
und Sie sagten, wir brauchen einen neuen Unternehmerinnenpreis, dann sind Sie heute bei den Linken richtig aufgehoben, weil die wissen, was die Stadt braucht. Verstehen Sie mich richtig? Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Walter. Gerne. Bitte, Herr Walter, Sie haben das Wort. Sehe ich das richtig, dass Sie Frauenförderung als ein lustiges Thema finden, das nicht relevant für unsere Stadt ist? Nee, da haben Sie es halt verstanden. Es ist ein richtig guter, schöner Antrag. Der ist so gut, der ist so schön, dass er fast ohne jegliche Aussprache in allen Ausschüssen durchgewunken wurde, weil alle Normaldenkenden sagen, das ist eine gute Idee, machen und nicht quatschen. Das ist doch unwürdig. Das kann doch die Senatorin sozusagen mit der Entschuldigung, das kann doch die mit der Verwaltung umsetzen. Da können gute, kreative Geister, wie Frau Schmidt das gerade vorgetragen haben, sagen, wir haben da mal eine Idee, wir wollen das gerne aufwerten. Ja, machen. Da brauchen wir doch keine parlamentarische Diskussion drüber. Aber ich möchte gerne sagen, die CDU hat auch Prioritäten gesetzt, so wie die Linken sozusagen für diesen Antrag. Die CDU hat gesagt, wir wollen das Thema Kriminalitätsbekämpfung sozusagen in den Vordergrund stellen. Und die Linken bringen eben die Priorität Unternehmerinnentag, Unternehmerinnenpreis neu aufstellen. Nun, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Grünen haben auch eine Priorität. Die Grünen haben auch eine Priorität gesetzt. Sie denken dran, 8 Wochen keine Sitzung. Priorität für die Stadt Millionenmetropole Berlin. Die Priorität haben die Grünen gesetzt und der Antrag heißt International Decade for People of American Descent 2015 until 2024 in Berlin umsetzen. Der Antrag der Grünen, der diskutiert wird, ist ebenfalls wichtig. Er ist ganz, ganz toll. Er ist ohne Debatte in den Ausschüssen durchgegangen, hat überhaupt nichts mit parlamentarischer Debatte zu tun und schon gar nichts mit einer Priorität für die Menschen vor Ort in der Stadt Berlin. Die Menschen schauen auf uns, wollen gerne Antworten haben und wir kommen, Entschuldigung, mit Unternehmerinnenpreis und mit African Descent. Aber so ist das mit den Prioritäten bei Rot-Rot-Grün. Die ist immer ein bisschen anders, als das eventuell die Wähler zumindest in meinem Wahlkreis erwarten würden. Meine geehrten Damen und Herren, wir hatten eine rot-rot-grüne Regierungsbildung. Wir hatten eine rot-rot-grüne Regierungsbildung und die rot-rot-grünen Koalitionen sind hier in dieses Parlament gekommen und haben 2 mächtige Anträge eingebracht. Die ersten beiden Anträge, die von rot-rot-grünem Abgeordnetenhaus eingebracht wurden, waren erstens, Berlin wird Becherheld und zweitens, Berlin wird Fairtrade Town. Das sind Ihre Prioritäten. Und die ersten Prioritäten des Justizsenators waren natürlich nicht Verfahren zur Beschleunigung Gerichtsverfahren, sondern wir erinnern uns alle, die Unisex-Toiletten. Nun zum vorliegenden Antrag, der ist völlig unstrittig und weitestgehend ohne Debatte, wie ich gesagt hatte, in den beteiligten Ausschüssen durchgewunken werden. Es soll der Unternehmerinnenpreis überdacht werden. Moderne Frauen, moderne Männer haben in unserer Stadt gemeinsame Herausforderungen und solche modernen Menschen sind auch die Unternehmer. Insbesondere, wenn sie eigene Kinder haben, Schule, Kita, Fachkräfteversorgung, Weiterbildung, Digitalisierung und Forschungsorientierung. Jetzt soll eine neue Konzeption erstellt werden. Wir finden das gut. Mal zurücktreten, mal schauen, was hat man bisher gemacht, was will man eventuell anders machen und besser machen. Und ich wünschte mir, so wie Frau Schmidt das gerade vorgetragen hat, dass im Bereich Unternehmerinnenpreis gemacht wird, so wünschte ich mir das auch anderen Politikfeldern. Mal gucken, was hat man bisher erreicht. Was haben wir erreicht bei den Schulabbrechern? Was haben wir erreicht bei der Qualifizierung für die duale Ausbildung? Was haben wir erreicht im Bereich Kriminalitätsbekämpfung? Was haben wir erreicht bei der Langzeitarbeitslosigkeit? Was haben wir bei der Wartezeit bei den Schuldnerberatungen, bei den Schulschwänzern, bei der Anmeldung der Fahrzeuge? Was haben wir für Standesamtanmeldezeiten? Was haben wir da erreicht? Und sollten wir vielleicht sagen, wir machen das mal anders. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir finden diesen Antrag sehr gut. Wir unterstützen alle von Frau Schmidt gerade vorgetragenen Anliegen ausdrücklich, weil die es auch wirklich ernst meint und gut meint, wie wir im Übrigen auch. Aber wir sagen, wir brauchen flankierende Maßnahmen für die ganze Stadt und nicht nur für die weiblichen Teile der Stadt. Wir wollen eine bessere Ausstattung der Schulen mit Lehrkräften durch Verbeamtung, statt sozusagen ideologischen Kampf gegen Verbeamtung. Wir wollen eine Ausweitung der Kita-Angebote, insbesondere auch an den Tagesrandzeiten. Wir brauchen eine deutliche Verbesserung der Ausbildungsfähigkeit der Schulabgänger durch Einführung eines 11. Pflichtschuljahres für Jugendliche ohne Schulabschluss. Wir brauchen eine konsequente Bekämpfung des Schulschwänzens. Gestatten Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten Schmidt? Gerne. Bitte, Frau Schmidt, Sie haben das Wort. Herr Schulze-Barnd, also
Ich denke, dass dieser Unternehmerinnen-Tag unheimlich wichtig ist. Weil es kann doch nicht sein, dass ein gesamtes Parlament Frauendebatten oder Diskussionen um Frauen, wo übrigens 50% eigentlich in Berlin sind, ich meine, das sehe ich da drüben auf der Bank nicht so, aber 50% in Berlin sind, nur am 8. März eine Chance haben, irgendwo gehört zu werden oder irgendwo so einen beschissenen bitte, Artikel in irgendeiner Zeitung zu kriegen. Stellen Sie bitte Ihre Frage, Frau Abgeordnete. Und deswegen denke ich, ist mir unheimlich wichtig, dass dieser Unternehmerinnen-Tag, dass der einfach Frau auch zwischendurch Schmidt, stellen eine Sie bitte hat. Eine Frage. So. Bitte eine Frage stellen. Kein Statement. Was sagen Sie denn zu Frauenförderung? Wie wichtig ist Ihnen die denn? Nein, Frau Schmidt, ich meine das jetzt ganz ernst. Wir stellen ja gemeinsam fest, dass Schülerinnen die Schulen mit einem besseren Schulabschluss verlassen. Wir stellen fest, dass Studentinnen sehr regelmäßig die Universität mit einem besseren Universitätsabschluss verlassen. Wir stellen fest, dass die Frauen tollen Einstieg ins Berufsleben haben. Und wir stellen dann fest, dass sozusagen der weitere Karrierefortschritt, so wie wir ihn darstellt, irgendwann zum Erliegen kommt. Und wenn wir das gemeinsam feststellen und wenn wir genau diese talentierten Personen für die Stadtgesellschaft, für die Stadt auch als Gewinn begreifen wollen, dann müssen wir sie in die Lage versetzen, genau auch das zu machen, was sie wollen, wie sie sich selber verwirklichen wollen. Und zu dieser Selberverwirklichung gehört eben ein umfassendes Betreuungssystem eben auch für die Kinder und für die Familie. Und moderne Frauen haben eben diese modernen Männer an der Seite, die genau auch wissen, wie mit den Angeboten der Bundesregierung über Elternteilzeit oder Herdprämie von Ihnen tituliert, wie sozusagen auch eine Betreuung sichergestellt werden kann. Aber dann müssen wir sozusagen dafür Sorge tragen, dass diesen Menschen eine Infrastruktur an die Seite gestellt wird, dass diesen Unternehmerinnen und Unternehmern, wenn sie denn eine Firma geschaffen hat, auch ein qualifiziertes Personal zur Verfügung gestellt wird, dass wir den Kindern aus den Schulen kommend sozusagen ausreichend Qualifikationen an die Seite stellen, damit sie als Fachkräfte für diese Unternehmerin tätig sein können. Das ist unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit. Und da nehme ich mal keinen mit aus. Da versagen wir als Politik in Berlin völlig. 10% der Kinder ohne Schulabschluss ist ein Versagen der Politik. Und jetzt bin ich Oppositionspolitiker und sage, ich weiß auch, wer sozusagen 20 Jahre lang Schulpolitik macht, aber ich sage sozusagen, die Politik versagt. 10% Schulabschluss, Schulabbrecher ohne Schulabschluss ist ein Versagen. 30% der Kinder beenden ihre Ausbildung ohne einen Ausbildungsabschluss, 30% der Studenten verlassen ihr Universitätsstudium ohne einen Abschluss. Das ist ein Versagen, da müssen wir was ändern. Die letzten drei Punkte von mir. Die Forderungen der CDU flankieren zu Ihrem sehr guten Antrag. Es gibt eine weitere Zwischenfrage der Abgeordneten, Frau Kufbinger. Also. Entschuldigung. Das ist das Problem, wenn Sie immer von anderen Plätzen drücken. Also, bitte, Frau Bangert. Ja, vielen Dank. Herr Schulze-Bern, können Sie mir sagen, welche Förderinstrumente es speziell für Unternehmerinnen, also für Existenzgründerinnen und Unternehmerinnen in Berlin gibt? Nein, die kann ich Ihnen nicht aus F sagen. Ich weiß, dass wir eine dicke Förderfieber. Ja, ich würde Ihnen auch nicht in der Lage sein, sozusagen eine Kurvendiskussion der aktuellen Abiturprüfung sozusagen darzurechnen, weil ich bestimmte Sachen sozusagen nicht auf dem Laufenden habe. Aber ich weiß das eine. Wir haben ein Förderinstrumentarium und dieses müssen wir permanent hinterfragen und wir müssen permanent gucken, was wir besser machen können. Deswegen finde ich ja den Antrag auch gut. Aber sozusagen nun allen Ernstes uns damit zu beschäftigen, zu sagen, wir wollen was anders machen, wir wollen was besser machen, dieses alles nicht in den Antrag reinzuschreiben, auch nicht in die Begründung reinzuschreiben, sondern einfach nur zu sagen, wir wollen es anders und besser machen, ist vielleicht ein bisschen dünn. Und meine Kritik nach wie vor, wir sind eine Millionenmetropole. Wir haben eine Fülle von Aufgaben. Wir haben viele, viele Menschen, die gucken auf uns und hoffen, dass wir sie wahrnehmen und aufnehmen. Und jetzt machen. Jetzt komme ich zu meinen letzten drei Punkten. Die würde ich jetzt gerne noch abschließen. Deswegen unterstützen wir diesen Antrag mit der Forderung. Viertens, wir brauchen eine Digitalisierung der Administration, damit die Unternehmerinnen sozusagen von wo auch immer sie sind, dann auch diese Administrationsaufgaben machen können. Wir brauchen einen Ausbau des Breitbandnetzes für die Ermöglichung 4.0 auch mit Homeoffice. Wir brauchen eine Ausweitung der Pendlerkapazitäten nach Brandenburg, damit die Fachkräfte, die die Unternehmerinnen benötigen, auch aus dem Umland hier ihren Beruf in Berlin ausüben können. Und wir brauchen siebtens die Sicherung von Gewerbe- und Industrieflächen in der Innenstadt, gerade auch für diejenigen, die sich hier neu ansiedeln wollen. Das, was wir brauchen, ist ein Regierungswechsel für eine Politik, die Arbeitsplätze schafft und die Unternehmerinnen unterstützt. Vielen herzlichen Dank. Ich hatte jetzt versehentlich drei Fragen zugelassen. Bitte
Es sind nur zwei Fragen zulässig, deswegen lasse ich auch die vierte Frage jetzt nicht zu. Jetzt hat für die SPD-Fraktion das Wort die Abgeordnete Frau Dr. Ciborra. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ja, sehr verehrte Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren, ja, wir wollen den Unternehmerinnen-Tag und Unternehmerinnenpreis stärken. Und wir finden das wichtig. Und ich muss schon sagen, Herr Schulze-Berndt, ich meine auch, dass Sie den Antrag im Prinzip unterstützen. Sie haben es jetzt die ganze Zeit nicht geschafft, mal zum Thema zu reden, außer vielleicht in anderthalb Sätzen. Man hat so ein bisschen den Eindruck, Sie hatten keine Lust, sich mit der Materie ernsthaft auseinanderzusetzen. Ich meine, es geht hier um die Chancen von 50% der Bevölkerung dieser Stadt, das zu tun, was sie tun wollen, und ihre Kompetenz so einzubringen, wie das den anderen 50% in dieser Stadt auch möglich ist. Ja? Also nach meiner Auffassung sind Frauen genauso klug, genauso kreativ, mindestens so fleißig und heute, Sie haben es gesagt, besser ausgebildet als Männer. Was also führt dazu, dass sie deutlich seltener Unternehmen gründen? Und ihre Ideen, ihre Kreativität zum Nutzen für sich selbst, für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für die Lösung all der Probleme dieser Stadt, die Sie aufgezählt haben, mit einzubringen. Denn darum geht es ja. Es geht ja um Ideen, es geht um Innovation. Es geht um Innovation für Technologie, es geht um Innovation auch in sozialen Bereichen, soziale Innovation. Es geht um Lösungen in den Bereichen Sicherheit, Verkehr, Bildung und so weiter und so fort. Und da brauchen wir die Kreativität und da verzichten wir auf die Kreativität von ganz vielen Menschen in dieser Stadt, von Frauen, auch anderen Bevölkerungsgruppen, Migrantinnen und Migranten und so weiter, weil wir ihnen Steine in den Weg legen, weil wir es ihnen nicht ermöglichen, diese Potenziale auszuschöpfen. Darum geht's. So, und da brauchen wir Vorbilder, da brauchen wir auch mal eine Inszenierung, da brauchen wir auch mal eine Party, wo wir zeigen, Mädels, so geht das, das könnt ihr machen, dahin könnt ihr kommen. Da brauchen wir ein Diskussionsforum, wo wir die Frauen zusammenbringen, die aus den klassischen Branchen, die Chefin des Handwerksunternehmens und die Frau aus dem Start-up, aus den Digitalisierungsbereichen, die sich mal zusammensetzen und sagen, Mensch, ich habe ein Problem, du hast eine Lösung, wie können wir das zusammenbringen und wie entsteht Innovation? Da brauchen wir auch eine politischere Debatte darüber, was hindert denn Frauen, warum haben sie nicht den Zugang zu Kapital, warum kriegen sie nicht die Unterstützung? Warum haben wir viel weniger Ausgründungen von Frauen an den Universitäten? Werden sie da vielleicht nicht ausreichend unterstützt? Ja, woran liegt das alles? Darüber müssen wir stärker reden. Und wie gesagt, wir verzichten auf all diese Beiträge zu unserer Stadt. So, aber dazu sollten wir vielleicht mal hier reden. Und wie gesagt, alles andere auch wichtig. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Wild? Meinetwegen. Herr Wild, Sie haben das Wort, bitte. Frau Dr. Ciborra, könnte es eventuell daran liegen, dass Frauen Kinder kriegen, dass sie weniger Unternehmen gründen? Frau Abgeordnete, bitte. Ja, ich habe auch davon gehört. Also, es geht um Vernetzung für gemeinsame Lösungen. So, wir haben einige, zum Beispiel die Frauen aus den Startups, die bisher nicht teilnehmen. Wie gesagt, das finden wir ganz wichtig. Wir finden es auch wichtig, dass wir die Frauen, die unternehmerisch aktiv sind, die sich engagieren im Verband Deutscher Unternehmerinnen, in den ganzen Netzwerken, in den Verbänden, dass wir die vorher mal fragen, wie stellt ihr euch denn so einen Tag vor? Was wollt ihr denn? Was braucht ihr? Was nützt euch bei eurer Geschäftsentwicklung? Wie können wir diese Strahlkraft entwickeln? Und wie gesagt, ich möchte auch ein bisschen mehr Glamour bei der Verleihung dieses Unternehmerinnenpreises, damit da vielleicht nicht nur auf Seite 750 der IHK-Website und in der Fußzeile in der Presse erscheint, sondern auch mal mit einem Foto und mit einem entsprechenden Beitrag. So, Herr Chaya, ist er da? Nein, schade. Den anderen, den Bruder. Wir hatten ja eine etwas schräge Debatte im Bildungsausschuss, da ging es um Schulbau und das glitt dann so etwas ab in die Fragen von Vergabe, Bauhandwerk in dieser Stadt und so weiter. Und da wurde mir ja vorgeworfen, ich wäre in der Wirklichkeit angekommen. Ich bin seit 15 Jahren unternehmerisch tätig in dieser Stadt und ich weiß eine Menge darüber, was die Schwierigkeiten sind. Ich weiß auch, dass es schwierig ist mit der öffentlichen Vergabe. Ich weiß, dass das alles für kleine Unternehmen durchaus Hürden ist. Bedeutet. Aber wozu ich nicht bereit bin, das ist zu sagen, weil etwas schwierig ist, geben wir unsere Ansprüche auf an Ökologie, insbesondere aber auch im Bereich Frauenförderung. Dann lassen wir es.
ja, dann versuchen wir überhaupt gar nicht erst, uns mit den Unternehmen dieser Stadt auf den Weg zu machen, damit Mädchen und Frauen in dieser Stadt bessere Berufschancen haben. Nee, ist kompliziert, macht Arbeit. So, wir müssen uns überlegen, wie wir die Verfahren so hinkriegen, dass sie für die Unternehmen bewältigbar sind und dass wir unsere gesellschaftlichen Ziele damit trotzdem erreichen und dass wir jede Menge kompetente Unternehmen in dieser Stadt dazu befähigen, auch an öffentlichen Vergaben teilzunehmen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Greff. Von wem? Von Abgeordneten Greff. Meinetwegen. Herr Greff, Sie haben das Wort, bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Frau Kollegin, teilen Sie denn die Auffassung, dass auch für Frauen, gerade für selbstständige Unternehmerinnen, das Berliner Vergabegesetz eine Hürde darstellt, gerade weil dort so viele vergabefremde Kriterien drin sind, die es auch Unternehmerinnen schwierig macht, an öffentlichen Ausschreibungen teilzunehmen? Das habe ich doch gerade gesagt, dass das zum Teil schwierig ist. Ich bin aber trotzdem nicht bereit, von meinen inhaltlichen Ansprüchen abzurücken, sondern ich frage, wie können wir es erleichtern, wie können wir es besser machen? Und das tun wir ja gerade mit der Novellierung des Vergabegesetzes, indem wir auch Möglichkeiten von Digitalisierung nutzen. Aber ich finde es schon wichtig, dass sich Unternehmen darüber Gedanken machen, wie sie Frauenförderung betreiben können. Wir haben hier Unternehmen in dieser Stadt, die rumheulen, dass sie keine Nachwuchskräfte kriegen. Die aber, weil sie Mädchen überhaupt nicht erst im Fokus haben, einfach mal auf 50% der potenziellen Auszubildenden verzichten. Und dann höre ich mir sowas an wie, na, Frauen wollen ja auch nicht bei Wind und Regen draußen arbeiten. Seit 10.000 Jahren arbeiten Frauen draußen auf den Feldern. Ja? Und wenn wir aus Zucker wären, dann hätte es die Menschheit nicht bis heute geschafft. Das kann ich nur sagen. Und meistens noch mit dem Kind auf den Rücken gebunden. Und das hat was mit dem Vergabegesetz zu tun, weil die Unternehmen nämlich auch darüber nachdenken sollen, wie sie denn so etwas ändern können und ob sie nicht was tun können und ob da nicht ein Potenzial auch liegt für sie, was ihnen auch den wirtschaftlichen Erfolg nachhaltig ermöglicht. Denn um den geht es für uns alle, für die Frauen und für die ganze Stadt. Vielen Dank. Für die Fraktion der AfD hat jetzt das Wort Frau Abgeordnete Auricht. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ja, auch die Prioritätensetzung der Linken macht mich immer wieder froh. Unternehmerinnentag und Unternehmerinnenpreis neu aufstellen, so steht es ja in Ihrem Antrag. Okay, grundsätzlich ist eine Aktualisierung von Konzepten und Maßnahmen aufgrund sich verändernder Rahmenbedingungen immer richtig. Und auf unsere Anfrage hin bestätigte uns ja auch die Senatsverwaltung, dass die Inhalte für diese Veranstaltung neu festgelegt werden, jedes Mal. Trauen Sie also Ihrer eigenen Senatsverwaltung nicht zu, auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren. Und wenn wir uns das Programm der letzten Veranstaltung anschauen, waren schon damals die Themen des Unternehmerinnentages, also 2016, Frauen und Handwerk, Digitalisierung, internationale Vernetzung, Mädchen dem handwerklichen Beruf näher zu bringen. Und jetzt nennen Sie in Ihrem Antrag wieder diese Themen als Beispiel für Inhalte der Neukonzeption. Was ist daran jetzt bitte neu? Wir als AfD gehen davon aus, dass die Senatsverwaltung und ihre Partner, und das sind ja die IHK, die HWK, die Unternehmerinnen, Netzwerke und Verbände, doch eingebunden sind in Vorbereitung und Organisation und nicht nur reine Sponsoring betreiben. Und da hätten Sie doch da alles organisieren können und da werden Sie sicherlich auch alles organisieren, wovon Sie hier schon vorher gesprochen haben. Also, stellt sich jetzt die Frage, was ist eigentlich Sinn und Zweck dieses Antrages? Den können wir hier irgendwie nicht wirklich erkennen. Und dass Sie Ihre Aufmerksamkeit ausschließlich Unternehmerinnen widmen, lässt sich auch von uns schwer nachvollziehen. Wir brauchen alle Unternehmer in der Stadt. Und na klar, besondere unternehmerische Leistungen sollte man durchaus anerkennen, auch prämieren und feiern. Aber für diese Leistung, um diese Leistung zu erbringen, und brauchen die Unternehmer die entsprechenden Rahmenbedingungen? Und ich meine hier alle Unternehmer, da schließe ich alle mir bekannten Geschlechter durchaus mit ein. Also ich bitte Sie, sorgen Sie doch für die Rahmenbedingungen. Das sollte nämlich Ihre Priorität sein. Sorgen Sie für die funktionierende Infrastruktur, für ein gut ausgebautes Verkehrsnetz, nicht dieses
Immobilitätsgesetz, was Sie heute verabschiedet haben. Mein Kollege hat es schon gesagt, ein Breitbandnetz, ein schnelles Internet auch in den Randbezirken. Gestatten Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten, Frau Dr. West? Machen Sie Berlin endlich wieder attraktiv für Unternehmer. Stärken Sie dem Mittelstand den Rücken, anstatt ständig in denselben zu treten. Dann würden alle Unternehmer davon profitieren. Das wäre mehr wert als jeder Preis. Damit wir uns aber auch nicht missverstehen, Unternehmerinnen sind uns herzlich willkommen. Sie sollen ihre Erfolge feiern. Aber eine Neuaufstellung durch den Senat halten wir für nicht nötig. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt das Wort der Abgeordnete Obertsch. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das Unternehmerinnentum steht gesellschaftlich enorm unter Druck. Politik tut sich offensichtlich in Gänze schwer, KMUs nachhaltig zu unterstützen. Und dies gilt für viele politische Farbkombinationen. Ich sehe in der Wirtschaft eine deutliche Tendenz zu größeren Organisationsformen, die am Ende des Tages aber nicht weniger anfällig für Fehler sind als kleine, flexible Formen. Trotz aller Start-up-Euphorie in unserer Stadt ist es nie ein schlechtes Signal, das Unternehmerinnentum insbesondere durch herausragende Beispiele positiv darzustellen. Aus meinem familiären Kontext weiß ich, was sich Gründerinnen alles für einen Blödsinn anhören müssen, wenn sie ihr Projekt vorantreiben. Fragen und Kommentare, die sich ein Mann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit niemals anhören muss. Und ich habe auch das Gefühl, dass unsere Debatte heute, wo wir über Vergabegesetz, Bildungspolitik und das Setzen von politischen Prioritäten in der Debatte, kein Zufall ist, dass es sich an diesem Punkt festmacht. Und ich glaube, wir müssen uns alle fragen, gibt es da tiefer liegende Gründe, warum es genau an so einem Thema festgemacht wird? Machen wir uns nichts vor. Vieles im Geschäftsleben ist auf maskuline Vorstellungen, wie das Geschäftsleben zu laufen hat, zugeschnitten. Umso wichtiger ist es, von politischer Seite zu signalisieren, dass Unternehmerinnen höchst erwünscht sind. Diesbezüglich sollte es keine Scheuklappen geben, um neue Kontexte und Formate auszuprobieren, die in einem modernen Bild von Unternehmerinnentum entsprechen. Mit einer Senatsverwaltung unter der Leitung einer Frau sollten die Weichen für eine Neuaufstellung gut gestellt sein. Für die Fraktion der FDP hat jetzt der Abgeordnete Herr Svita das Wort. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, um es gleich zu sagen, auch wir finden den Unternehmerinnen-Tag und auch Unternehmerinnen-Preis als Institution richtig und unterstützungswürdig. Es wäre eigentlich wünschenswert, und irgendwann werden wir diesen Tag hoffentlich noch erleben, dass dieser Tag, dass es auf einen solchen Preis gar nicht mehr ankommt. Nämlich dann, wenn wir genauso viele Unternehmerinnen haben wie Unternehmer, die genauso erfolgreich und genauso nachhaltig am Markt unterwegs sind wie männliche Kollegen. Und ich glaube, dass sie das können. Und um das herauszustellen, ist dieser Unternehmerinnentag eine gute Institution. Können Sie auch jetzt noch mal alle klatschen. Ich habe auch nichts dagegen, wenn man sagt, wie wollen wir den verbessern? Und ich dachte eigentlich, und das war auch die Auskunft der Senatsverwaltung, sie denken immer darüber nach, wie man ihn besser machen kann. Da fragt sich schon, ob es eines solchen Antrags bedarf. Jedenfalls ein so dünner Antrag, diesen bedarf es nicht für diesen Unternehmerinnenantrag. Mir ist völlig unverständlich, wenn man schon so einen dünnen Antrag hier hinlegt, warum man den dann auch noch zur Priorität erklärt. Und das war die Irritation auch von einigen meiner Vorredner, dass man bei den Problemen, die wir hier in der Stadt haben, dass man das zur Priorität macht. Das muss man erstmal fertig bringen. Es wurde ja schon einige Versäumnisse dieser Regierung auch angesprochen. Ich möchte nur vielleicht mal ein Beispiel nennen, wo wir beim Unternehmertag waren, Frauen und Männer. Und die Stimmung, das war so zwei Wochen her, einige der wirtschaftspolitischen Kollegen waren auch dabei, haben wir eine miserable Stimmung mitnehmen können. Und das ist unabhängig vom Geschlecht. Es geht hier nicht voran, wir haben einen Stillstand. Und dass die Linkspartei dieses Thema auch noch zur Priorität erhoben hat, zeigt, dass Sie, was Wirtschaftspolitik anbetrifft, ein Totalausfall sind für diese Stadt. Das ist programmbedingt, aber Ihr Programm setzen Sie auch rigoros durch auf Kosten einer anderen Partei, die hier auf der Seite eher sitzt oder hier in der Mitte. Das ziehen Sie rigoros durch. Und es ist bemerkenswert, dass ein Preis, es gibt auch einen Preis für familienfreundliche Unternehmen,
dass diesem Preisträger Hypoport der Unternehmenssitz unter den Füßen weggezogen wird. Da möchte man eigentlich Preise dieser Stadt lieber nicht gewinnen, meine Damen und Herren. Damen und Herren, wir werden diesen Antrag ablehnen, weil der Antrag selbst ist so dünn. Er ist der dünnste Antrag von allen Anträgen, die ich hier im Antragsbuch gelesen habe. Und da war das Niveau schon nicht hoch. Er ist selbst in der Begründung dünn. Und Frau Schmidt, selbst mit Frosch im Hals hatten Sie in Ihrer Rede noch mehr Substanz geliefert als dieser Antrag. Und ich bin es leid, qualitativ schlechte Anträge auch noch irgendwie mit Murren durchzuwinken oder mich zu enthalten. Nein, schlechte Anträge, die so dünn formuliert sind wie dieser, die gehören abgelehnt. Denn wenn man völlig die Antwort schuldig bleibt, was man ändern will bei diesem Unternehmerin Tag und Preis, da steht fast nichts in diesem Antrag. Wenn noch nicht mal drin steht, wo eigentlich die größten Mängel sind dieses Preises, wenn diese Antwort schuldig bleibt, dann ist dieser Antrag einfach mal eine Nullstelle. Und eine Nullstelle werden wir mit Nein beantworten. Schlichtweg besser kein Antrag als einen solchen. Und das schadet dann eher dem Unternehmerinnenpreis. Also die Wirtschaftsverwaltung macht ihre Arbeit, was den Unternehmerinnenpreis und diesen Tag anbetrifft. Und diesen Antrag, damit sollte man die Zeit dieses Hauses nicht verschwenden. Danke. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Zu dem Antrag auf Drucksache 18.0978 empfiehlt der Fachausschuss mehrheitlich gegen FDP bei Enthaltung der AfD die Annahme. Wer dem Antrag nun zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das ist die CDU-Fraktion, die SPD-Fraktion, Bündnis 90, die Grünen und die Linke. Wer stimmt gegen diesen Antrag? Das ist die FDP. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die AfD-Fraktion und ein fraktionsloser Abgeordneter. Der andere Fraktionslose hatte sich enthalten. Damit ist dieser Antrag angenommen. Ich rufe auf die laufende Nummer 3.3. Das ist die Priorität der Fraktionen Bündnis 90 Die Grünen mit dem Tagesordnungspunkt 37 Groß F. Dringliche Beschlussempfehlung des Ausschusses für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten, Geschäftsordnung Verbraucherschutz Antidiskriminierung, Drucksache 18.1192. Zum Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 18.0966, Diskriminierung bekämpfen, International Decade for People of African Descent in Berlin umsetzen. Der Dringlichkeit hatten Sie bereits eingangs zugestimmt. In der Beratung beginnt die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und hier spricht der Abgeordnete Herr Walter. Bitte schön, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Anwesende. In den vergangenen Wochen hat die Berliner Stadtgesellschaft wiederholt und auf eindringliche Weise gezeigt, dass sie nicht dazu bereit ist, Antisemitismus, Rassismus oder Diskriminierung zu dulden. Berlin trägt Kippa oder die Stopp den Hass-Demonstration, bei der über 70.000 BerlinerInnen auf den Straßen die Vielfalt feierten und verteidigten, sind beeindruckende Belege hierfür gewesen. Die öffentlich bekannt gewordenen Übergriffe der vergangenen Wochen und Monate haben uns empört und betroffen gemacht. Sie haben aber auch unseren Blick geweitet für die sehr unterschiedlichen Formen von Diskriminierung und Ausgrenzung in unserer Stadt. Eine Form der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit erhielt in der Vergangenheit freilich zu wenig Aufmerksamkeit: der Rassismus gegen schwarze Menschen. Darum soll es hier und heute gehen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Christian Buchholz. Mit dem vorliegenden Antrag möchten die Koalitionsfraktionen antischwarzem Rassismus etwas entgegensetzen. Dabei greifen wir eine internationale Initiative auf. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat die Jahre 2015 bis 2024 als internationale Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft ausgerufen. Alle Mitgliedstaaten sind aufgefordert, die Diskriminierung von Menschen afrikanischer Herkunft bzw. von schwarzen Menschen zu bekämpfen. Gleichberechtigte gesellschaftliche und politische Teilhabe soll endlich ermöglicht werden. Und die Geschichte und Kulturen von Menschen afrikanischer Herkunft sind zu würdigen.
Und das aus einem einzigen Grund. Das Recht auf Nichtdiskriminierung und die Gleichheit vor dem Gesetz sind Grundprinzipien der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Sie gelten für alle Menschen und überall. Dass dabei noch viel Arbeit vor uns liegt, hat vor einem Jahr eine Kommission des Hochkommissariats für Menschenrechte nach seinem Deutschlandbesuch klargestellt. Deutschland muss die menschenrechtswidrige Praxis des Racial Profiling beenden. Deutschland muss Hasskriminalität gegen schwarze Menschen konsequenter verfolgen. Deutschland muss seine Kolonialgeschichte aufarbeiten und Deutschland muss Chancengleichheit von schwarzen Menschen in allen gesellschaftlichen Bereichen ermöglichen, egal ob in Politik, Verwaltung, im Gesundheitswesen, auf dem Arbeitsmarkt oder in der Schule. Es gibt also verdammt viel zu tun und Berlin nimmt diesen Auftrag an. Übrigens, im Gegensatz zur Bundesregierung, die die Dekade bislang weitgehend ignoriert hat und im Gegensatz auch zu anderen Bundesländern, denen es scheinbar an dem nötigen Problembewusstsein fehlt. Ich hoffe sehr, dass Berlin hier auch Vorreiter- und Vorbildfunktion übernehmen kann und es über das eigentliche, über Berlin hinaus ausstrahlt. Für uns ist klar, dass wir den Kampf gegen Diskriminierung und Rassismus nur gemeinsam führen können. Der vorliegende Antrag will daher einen Prozess von unten mit der Zivilgesellschaft starten, um die Erfahrungen und die Forderungen der verschiedenen Communities schwarzer BerlinerInnen aufzugreifen, um Diskriminierung gerade auch intersektional zu erfassen und um gemeinsam Gegenstrategien zu entwickeln. Dabei müssen auch Privilegien, dabei müssen auch gesellschaftliche Machtstrukturen hinterfragt werden. Als Anfang des Jahres Noah Becker die widerwärtige rassistische Beschimpfung des AfD-Bundestagsabgeordneten Jens Mayer auf Twitter ertragen musste, diskutierte die weiße Mehrheitsgesellschaft für einen kurzen Moment über den tagtäglich vorkommenden Rassismus. Doch das genügt nicht. Vereinzelte Empörung reicht nicht mehr. Schweigen ist Gewalt. Mit dem heutigen Beschluss wird sich Berlin auf die Ziele der Vereinten Nationen zu Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung verpflichten. Das ist aber kein Anlass zum Feiern, sondern die Gleichbehandlung aller BerlinerInnen sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Es wird Zeit für Gerechtigkeit. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion hat das Wort jetzt Frau Abgeordnete Seibel. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, heute soll ein Antrag als Priorität behandelt werden, der nach Ansicht der Anmelder so prioritär ist, dass er erst sehr kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzt wurde. Dass die Dekade bereits im Jahr 2015 begann und im Jahr 2017 auch von der Bundesregierung aufgegriffen wurde, ist an den Anmeldern offenbar vorbeigegangen. Davon unabhängig fordert der Antrag den Senat auf, unter Einbeziehung von Akteuren der Zivil- und der Stadtgesellschaft Maßnahmen zur Umsetzung der internationalen Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft zu entwickeln und diese dann umzusetzen. Wer genau die Akteure der Zivil- und Stadtgesellschaft sein sollen und welche besondere Expertise diese dazu befähigen soll, bei der Umsetzung des Antrags behilflich zu sein, bleibt allerdings das Geheimnis der Antragsteller. In der Begründung zum Antrag findet sich der Hinweis darauf, dass sich die Antragsteller bereits im Koalitionsvertrag darauf verständigt hätten, sich an der Umsetzung der sogenannten Dekade zu beteiligen. Konkret heißt es hierzu auf Seite 112 des Koalitionsvertrages: Berlin beteiligt sich in Kooperation mit den Selbstorganisationen an der UN-Dekade People of African Descent und wird in diesem Zusammenhang Maßnahmen ergreifen, die geeignet sind, die Diskriminierung schwarzer Deutscher zu erfassen. Ein Blick in Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes wie auch ein Blick in die Verfassung von Berlin zeigt, dass hier eine falsche, wenn nicht sogar eine verfassungswidrige Schwerpunktsetzung vorliegt. Das gilt erst recht vor dem Hintergrund der neu geschaffenen und bei der Justizverwaltung angesiedelten Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung. Man kann angesichts des Antrags nur den Eindruck gewinnen, dass das Vertrauen in die eigens geschaffene Stelle nicht großgeschrieben wird und offensichtlich die Sorge besteht, dass die Stelle den an sie gestellten Anforderungen und Aufgabenbereichen nicht gerecht wird. Gleichwohl sind die Ziele des Antrags, Maßnahmen gegen Rassismus und Antidiskriminismus zu ergreifen, grundsätzlich natürlich zu unterstützen. Angesichts der gerade in Berlin herrschenden unerträglichen Situation, dass nahezu täglich neue Vorfälle von Antisemitismus an Schulen und im öffentlichen Raum bekannt werden, scheint der Antrag allerdings auf eine zu einseitige Schwerpunktsetzung zu setzen. Deswegen werden wir uns auch in der Abstimmung enthalten. Vielen Dank.
Für die SPD-Fraktion hat jetzt das Wort Frau Abgeordnete Dr. Kitschun. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Menschen afrikanischer Herkunft gehören zu Berlin, und das schon seit vielen Generationen. Dennoch sind diese Menschen bis heute besonders häufig Diskriminierung und Rassismus ausgesetzt. Wir setzen uns als Koalition dafür ein, dass sich das ändert. Die Perspektive und die Erfahrungen von schwarzen Menschen müssen mehr Beachtung finden, und ihr Schutz vor Diskriminierung muss nachhaltig verbessert werden. Heute bekräftigen wir mit diesem Antrag, dass Berlin sich engagiert an der Umsetzung der internationalen UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft beteiligt. Zentral sind dabei das Sichtbarmachen, die Erfassung von antischwarzem Rassismus und die Entwicklung von Gegenmaßnahmen. Die Landesstelle für Gleichheit und gegen Diskriminierung, und Frau Seibelt, hier haben wir als Koalition großes Vertrauen und Wissen, dass hier gute und wichtige Arbeit geleistet wird. Und in der Tat, wir bekräftigen heute, weil Gutes ist auch schon auf dem Weg, hat bereits einen breiten Konsultationsprozess begonnen, dessen Ergebnisse wir hier im Haus beraten werden. Unabdingbare Voraussetzung für das Gelingen aller Aktivitäten zur UN-Dekade sind die Mitwirkung und Einbeziehung von Selbstorganisationen und Akteurinnen und Akteuren der Community. Das ist deshalb wichtig, weil viel zu lange über diese Menschen geredet wurde und es darum geht, jetzt sichtbar zu machen, welche Sichten es gibt. Es geht um Multiperspektivität und es geht darum, dass sichtbar und beachtet wird, wie Geschichte, Diskriminierung auf Menschen wirkt und sie selbst empowert werden, sich hier aktiv einzubringen. Zur Umsetzung der UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft gehört auch die weitere Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit Berlins als Hauptstadt des Deutschen Reiches. Vor knapp 100 Jahren musste Deutschland gemäß dem Versailler Vertrag seine Kolonien abtreten. Die demokratisch gewählte Weimarer Nationalversammlung legte im März 1919 gegen diese Abtretung Protest ein, mit großer Mehrheit bei nur 7 Gegenstimmen. Aus heutiger Perspektive ist es schwer vorstellbar. Nach einem mehr als 10 Jahre dauernden Prozess werden in Berlin-Mitte im sogenannten afrikanischen Viertel nun endlich 3 Straßen umbenannt werden. Es ist gut, dass dort künftig nicht mehr an ehemalige Kolonialherren, sondern an Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer gegen Kolonialismus, Rassismus und Apartheid erinnert werden wird. Ohne das unermüdliche Engagement der afrikanisch-schwarzen Community und zivilgesellschaftliche Initiativen wären wir mit Sicherheit noch nicht so weit. Dafür an dieser Stelle unsere Anerkennung und unser Dank. Die Spuren der Kolonialgeschichte in unserer Stadt müssen sichtbar gemacht und kommentiert werden. Wir brauchen einen Lern- und Erinnerungsort zur deutschen Kolonialgeschichte in Zusammenarbeit mit dem Bund. Die Perspektive der Menschen aus den Ländern, die damals von Deutschland, vom Deutschen Reich kolonialisiert wurden und ihrer Nachkommen, sind dabei einzubeziehen. Menschenrechtsbasierte Demokratieförderung und der Kampf gegen Diskriminierung und Rassismus sind dieser Koalition ein wichtiges Anliegen. Im Landesprogramm gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus werden wichtige Projekte gegen Rassismus gefördert. Stellvertretend möchte ich hier das Projekt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage erwähnen, das Schülerinnen und Schüler sensibilisiert und befähigt, gegen Rassismus aufzustehen. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, danke. Gefördert werden im Landesprogramm auch Projekte zur Erfassung von rassistischen Übergriffen und zur Opferberatung. Ein wichtiger nächster Schritt ist das Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz. Nutzen wir die Chancen und Impulse der internationalen UN-Dekade für Menschen afrikanischer Abstammung, damit es in Berlin mehr gleichberechtigte Teilhabe und weniger antischwarzen Rassismus gibt. Schließen möchte ich mit einem Gedicht der Dichterin und Mitbegründerin der afrodeutschen Bewegung Maya Yim. Seit 2010 ist in Kreuzberg eine Straße nach ihr benannt. Auch sie erinnerte vorher an einen Kolonialpionier Gröben. Ich zitiere: Meine Heimat ist heute der Raum zwischen gestern und morgen, die Stille vor und hinter den Worten, das Leben zwischen den Stühlen. Vielen Dank. Gesetz. Nutzen wir die Chancen und Impulse der internationalen UN-Dekade für Menschen afrikanischer Abstammung, damit es in Berlin mehr gleichberechtigte Teilhabe und weniger antischwarzen Rassismus gibt. Schließen möchte ich mit einem Gedicht der Dichterin und Mitbegründerin der afrodeutschen Bewegung Maya Yim. Seit 2010 ist in Kreuzberg eine Straße nach ihr benannt. Auch sie erinnerte vorher an einen Kolonialpionier Gröben. Ich zitiere: Meine Heimat ist heute der Raum zwischen gestern und morgen, die Stille vor und hinter den Worten, das Leben zwischen den Stühlen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion hat der Abgeordnete Dr. Berg das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, zu Beginn meines Beitrages will ich kein Gedicht zitieren, sondern vielleicht ist es ein ganz guter Anlass, das Grundgesetz. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft benachteiligt oder bevorteilt werden. Ich will nun nicht behaupten, dass die Autoren des Koalitionsantrages diesen zentralen Satz unseres Grundgesetzes nicht kennen. Sicher ist aber, dass sie diesen Satz als Verfassungsauftrag nicht ernst nehmen. Sicher ist, dass sie weder den staatlichen Institutionen noch den Bürgern unseres Landes zutrauen, Diskriminierung zu erkennen, zu bekämpfen und zu beseitigen. Schauen wir einmal auf die Fakten. Laut Statistischem Bundesamt leben in Deutschland 539.385 Menschen mit afrikanischer Staatsangehörigkeit, ein Anteil von etwa 0,65% an der Gesamtbevölkerung. Der Anteil der sogenannten Afrodeutschen in der Berliner Bevölkerung beträgt nach Schätzungen rund 1,9%. Angesichts der Zahlen stellt sich die Frage, warum gerade diese Gruppe von Menschen herausgestellt und besonders gefördert werden soll. Und stellt die Nichtförderung von anderen Minderheiten dann nicht eine schwerwiegende Diskriminierung dar? Wer ständig neue Vorschriften, Aktionen und Organisationen erfindet, weil er die bestehenden nicht konsequent anwendet, setzt sich dem Verdacht aus, nicht Probleme beseitigen zu wollen, sondern die Diskussion über Probleme als ideologischen Selbstzweck zu betreiben. Und genau darum handelt es sich bei dem Antrag der Koalition. Anstelle mit Konsequenz gegen alltäglichen Rassismus und Antisemitismus in unserer Stadt vorzugehen, flüchten Sie in neue Programme, Projekte und Partnerschaften. Ihr Antrag bereitet die Grundlage für weitere selbstreferenzielle Betroffenheitsnetzwerke, die mit Millionen von Euro Steuergeldern Diskriminierung nicht beseitigen, sondern unserem Land eine nahezu groteske Kolonialismusdebatte aufzwingen wollen. Die politische Linke in Deutschland lässt keine Gelegenheit aus, die Frage nach der deutschen Identität für nahezu unanständig zu halten. Mit umso größerer Besessenheit werden aber die Identitätssuche und Identitätspflege anderer Völker zur Menschheitspflicht verklärt. Jede Minderheit hat nach ihrer Lesart ein Anrecht auf Identität. Nur wer Mehrheit ist, hat kein Recht, seine Identität zu leben. Das ist genau die Situation, die Thilo Sarrazin mit seinem Buch »Deutschland schafft sich ab« so zutreffend und erfolgreich beschrieben hat. Und diese Art von Wiedergutmachungsrassismus wird die AfD-Fraktion nicht unterstützen und ihren Antrag selbstverständlich ablehnen. Die Koalition muss sich schon fragen lassen, ob sie mit ihrem Antrag nicht selbst einem ganz massiven Rassismus verfallen ist. Denn die ausschließliche Fokussierung auf Benachteiligung von Schwarzen ist auch eine Ausgrenzung. Ihr weißer Blick auf schwarze Probleme offenbart genau die Bevormundung, die sie angeblich bekämpfen wollen. Und mit welchem Recht versagen Sie den Angehörigen anderer Rassen ihre politische Fürsorge? Glauben Sie, dass die Leiden von Schwarzen es rechtfertigen, über die Leiden anderer zu schweigen? Wir sollten uns davor hüten, einen Kampf um die Spitze der weltweiten Opferpyramide zu unterstützen. Rassismus und Diskriminierung sind farbenunabhängig. Und leider ist die Hoffnung von Nelson Mandela auf ein farbenblindes Afrika unerfüllt geblieben. Und
Ja, auch Opfer von Rassismus und Diskriminierung können Täter von Rassismus und Diskriminierung sein. Wir können die Augen nicht vor den millionenfachen Massakern in Ruanda verschließen. Wir können den Rassismus der südafrikanischen Regierung gegenüber weißen Farmern nicht übersehen. Wir können das Morden von Ausländern gleicher Hautfarbe in Südafrika nicht ausblenden. Unsere Ablehnung von Rassismus und Diskriminierung erfolgt eben nicht aus Ihrer Perspektive des Wiedergutmachungsrassismus, sondern aus der Überzeugung von der unteilbaren Würde und Eigenverantwortung Menschen aller Hautfarben. Ich danke Ihnen. Für die Linksfraktion hat der Abgeordnete Schatz das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, also das größte Betroffenheitsnetzwerk in Deutschland nach Ihrer Rede sitzt hier ganz rechts außen, parlamentarisch vertreten. Solche Redebeiträge, die vor Rassismus strotzen, können Sie sich sparen. Wir werden heute einen Antrag beschließen, der den Senat auffordert, im Rahmen der internationalen Dekade von Menschen afrikanischer Herkunft Maßnahmen zu ergreifen, die Schicksale sichtbar machen, Diskriminierung benennen und bekämpfen und sich unserer eigenen Vergangenheit zu stellen. Damit reiht sich Berlin endlich in den Reigen vieler Städte und Länder ein, die sich im Rahmen der UN-Initiative Internationale Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft ein und setzt deren Motto Anerkennung, Gerechtigkeit, Entwicklung um. Und da hier vorhin vom Pult die Frage gestellt wurde, mit welcher Zivilgesellschaft wir das tun wollen. Nun, wenn die Herren von der CDU gestern im Rechtsausschuss nicht geschwatzt hätten während der Anhörung, hätten sie hören können, dass die Vertreterin der Organisation EOTO sozusagen nicht nur die Arbeit ihrer Organisation, sondern weitere vorgestellt hat, die Partnerinnen und Partner sein werden, weil Rassismus sich nicht staatlich wegverwalten lässt, sondern Zivilgesellschaft politisch bekämpft gehört. Und da gehören wir alle im Parlament dazu. Zu lange haben sich Berlin und Deutschland um ihre Verantwortung für Kolonialismus herumgedrückt. Auch wenn Deutschland und davor die deutschen Kleinstaaten nicht den Großteil kolonialer Ausbeutung zu verantworten haben, war die Brandenburgische Afrikanische Kompanie, gegründet unter dem großen Kurfürst mit Stützpunkten an den Küsten Guineas, einer der Wegbereiter des sogenannten Dreieckshandels. Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, Dreieckshandel, weil Rohstoffe aus amerikanischen Kolonien nach Europa, Stoffe und Billigschmuck nach Afrika und Menschen, versklavte Menschen, in die amerikanischen Kolonien gehandelt wurden. Wie so viele koloniale Abenteuer in Deutschland war auch dieses hier nicht erfolgreich. Aber die Türen auch für deutsches Kapital in den transatlantischen Handel mit versklavten Menschen war weit offen. 1711 platzte der Traum der BRAC, Preußen konzentrierte sich auf Europa. Ende des 19. Jahrhunderts, nach der Reichsgründung, war der Katzenjammer groß und so sicherte sich das neue Kaiserreich im Verbund mit den großen Kolonialmächten Frankreich und Großbritannien neue Kolonien in Afrika. Und wie es die Art des deutschen Bürgertums ist, besonders wenn es sich benachteiligt fühlt, es führte seine Kolonisierung in einer Radikalität durch, die in einem Völkermord in Deutsch-Südwest, dem heutigen Südafrika, gipfelten. Und dieser Völkermord hat in den Erzählungen in unserem Land tiefe Spuren hinterlassen. Hier in Deutschland ist dieser Kampf gegen die Herero und Nama erzählt worden als der Kampf des aufrechten weißen Mannes gegen die wilden, hinterhältigen Hottentotten. Und viele von uns werden das vielleicht noch kennen, aus den Erzählungen sozusagen zu Hause, wenn es mal unordentlich war, das sieht da hier aus wie bei den Hottentotten. Und genau darum geht es, rassistische Zuschreibungen in den Fokus zu nehmen, sich der historischen Wahrheit zu stellen und Diskriminierung gegenüber denen, die im Ergebnis dieser kolonialen Abenteuer und neokolonialer Entwicklung ihren Lebensmittelpunkt jetzt hier haben, sichtbar zu machen und wirksam zu bekämpfen. Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage? Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Dann hat für die FDP-Fraktion der Abgeordnete Schlümmer das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, mit Ihrem Vorhaben, die internationale Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft mit einem eigenen Programm strategisch für Berlin zu entwickeln, danken wir Ihnen. Den angedachten Maßnahmen steht die Fraktion der Freien Demokraten grundsätzlich sehr positiv gegenüber. Der Antrag ist daher auch grundsätzlich gut und richtig. Er hilft allerdings in allgemeiner Hinsicht nur. Konkrete Abhilfe für die Opfer von Diskriminierung und Rassismus, denen Menschen in dieser Stadt ausgesetzt sind, verspricht er nicht. Sie haben leider nicht die Gelegenheit ergriffen, unter Bezugnahme auf die im Antrag maßgeblich benannte Resolution eine vertiefende Auseinandersetzung mit den so wichtigen Anliegen herbeizuführen. Ihr Antrag verliert sich daher in wenigen Allgemeinplätzen. Es wird sehr oberflächlich nur auf Maßnahmen zur Antidiskriminierung abgestellt. Wir hätten uns sehr gewünscht, dass es mehr Konkretes gibt. In den zurückliegenden Anhörungen gestern wurde in sehr konkrete Weise auf Missstände hingewiesen, denen Sie offensichtlich nicht begegnen möchten. Da ist zum einen das stärkere Einschreiten gegenüber Racial Profiling gefordert worden, mit dem Sie das oftmals unglückliche Agieren von Polizei und Ausländerbehörden gegenüber Menschen mit afrikanischer Herkunft aufgelöst werden könnte, gegebenenfalls durch juristische oder rechtliche Maßnahmen. Zum anderen wurde beklagt, dass bestehende Diskriminierungen auf dem Berliner Wohnungsmarkt bei der Suche von bezahlbaren Wohnungen erhebliche Probleme für Menschen mit afrikanischer Herkunft verursachen. Auch hier bleiben Sie stumm, liebe rot-rot-grüne Koalition. Das ist sehr, sehr schade. Man hätte mehr erreichen können, das beabsichtigen Sie wohl nicht. Wir werden uns daher enthalten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Afrika ist im Übrigen aus liberaler Sicht ein Kontinent mit vielen großartigen Potenzialen, reich an natürlichen Ressourcen, eine sehr junge, dynamische und sehr kreative Bevölkerung, den am schnellsten wachsenden Märkten für Informations- und Kommunikationstechnologie und zahlreichen, vielversprechenden Tech- und Start-up-Szenen. Genau an diesen Problemen sollten Maßnahmenprogramme sich auch orientieren, auf Augenhöhe begegnen, Innovation fördern, Diskriminierung und Rassismus durch Kooperation wirklich begegnen. Das würde helfen, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Zu dem Antrag auf Drucksache 18-0966 empfiehlt der Fachausschuss mehrheitlich gegen AfD bei Enthaltung CDU und FDP die Annahme. Wer dem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen, Gegenstimmen. Bei Gegenstimmen der AfD-Fraktion sowie eines fraktionslosen Abgeordneten, Enthaltungen und Enthaltungen der CDU-Fraktion und der FDP-Fraktion ist der Antrag damit angenommen. Ich rufe auf die laufende Nummer 3.4, das ist die Priorität der AfD-Fraktion mit dem Tagesordnungspunkt 44. Antrag der AfD-Fraktion, Drucksache 18-1095. Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit der Bundeswehr. In der Beratung beginnt die AfD-Fraktion und hier der Abgeordnete Weiß. Bitte sehr. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich muss schon sagen, alle Achtung, werte Kollegen der CDU-Fraktion, zumindest diejenigen von Ihnen, die noch da sind. Der Rest ist offensichtlich schon in die Sommerpause verschwunden. Sie sind wirklich die Partei der Superlative, der negativen Superlative. Denn Ihre Partei hat nicht nur die größte Rechtsbrecherin in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland als Bundeskanzlerin vorzuweisen. Nein, auch die schlechteste Verteidigungsministerin aller Zeiten kommt aus Ihrer Mitte. Und das ist nicht nur meine persönliche Meinung als ehemaliger Offizier, das ist nicht nur die Meinung derjenigen Fraktionskollegen von mir, die ehemals auch Soldaten waren. Nein, ich sage Ihnen das heute hier auch mal im Namen der vielen tausenden deutschen Soldaten der Land-, Luft- und der Seestreitkräfte, die jeden Tag unter ihrer Politikdarstellerin Ursula von der Leyen, die besser Chefredakteurin der Brigitte geworden wäre, leiden müssen. Meine Damen und Herren, ich weise auf diesen Umstand hin, weil wirklich niemand aus meiner Fraktion ein Interesse daran hat, dass junge Männer und Frauen unter dieser Laiendarstellerin Dienst in unseren Streitkräften tun. Und ich erwähne das mit dieser Deutlichkeit, weil regelmäßig
gegen den Besuch von Jugendoffizieren an Schulen damit argumentiert wird, dass diese ja für den Wehrdienst werben würden. Falsch! Meine Damen und Herren, hier werden bewusst oder unbewusst, ich vermute bewusst, Jugendoffiziere mit Wehrdienstberatern verwechselt. Das kann natürlich schon mal passieren, wenn man nicht gedient hat. Der Unterschied ist dabei aber eigentlich ganz einfach. Wehrdienstberater werben gezielt für den Dienst in der Bundeswehr. Jugendoffiziere betreiben hingegen Informations- und Öffentlichkeitsarbeit. Jugendoffiziere durchlaufen eine mehrjährige Ausbildung sowie ein Universitätsstudium und verfügen über mehrere Jahre militärischer Führungsverantwortung. Sie sind dabei nicht nur kompetente Ansprechpartner zu allen Themen rund um Streitkräfte und Sicherheitspolitik, sondern auch eine Unterstützung für reguläre Lehrkräfte im Bereich schulischer politischer Bildung. Das bedeutet, dass sie informieren und dazu beitragen, kontroverse Themen in der gebotenen Vielseitigkeit zu behandeln, ganz im Sinne übrigens des Beutelsbacher Konsenses, der seit den 70er Jahren die Prinzipien politischer Bildung in Deutschland definiert. Seit nun 2011 die Wehrpflicht unter Ihrem Verteidigungsminister zu Gutenberg ausgesetzt, also de facto abgeschafft wurde, hat leider bereits eine Entfremdung der Gesellschaft von unseren Streitkräften eingesetzt. Wir sehen es deshalb dringend geboten an, die politische Bildung an den Berliner Schulen durch die verbindliche Einbeziehung von Jugendoffizieren zu verbessern. Die Bundeswehr soll durch eben jene Kooperationsvereinbarung zwingend in die politische Bildung integriert werden. Die bisherige Regelung, die ausschließlich auf Freiwilligkeit und dem Einverständnis des Lehrkörpers beruhte, soll entfallen. Wir wollen, dass die Tätigkeit von Jugendoffizieren an Berliner Schulen nicht von der politischen Ortung des Lehrers abhängig ist, sondern zur Pflicht wird. Der Bildungsauftrag der Schule muss Fragen der Sicherheitspolitik behandeln. Und dazu muss selbstverständlich die Möglichkeit gehören, die damit verbundenen, oft komplexen Themen offen zu diskutieren. Die Jugendoffiziere der Bundeswehr sind dazu ausgebildet, sich solchen kontroversen Diskussionen sachkompetent zu stellen. Diese kategorisch auszuschließen und damit der Perspektive des ausführenden Staatsorgans auf eben jene sicherheitspolitischen Fragen aus dem schulischen Unterricht zu verbannen, schadet der umfänglichen Information, schadet der Diskussionskultur und schadet damit der Bildung der Schüler. Und der Schaden wird noch größer, wenn man sich vor Augen hält, dass Jugendoffiziere nicht nur die Bundeswehr und die Sicherheitspolitik nach außen vertreten. Durch ihren ständigen Kontakt mit Menschen, die außerhalb des Militärs leben und arbeiten und daher mehrheitlich nicht militärisch denken, tragen eben jene Jugendoffiziere auch die Diskussion in die Bundeswehr hinein, die außerhalb geführt werden. Und dies funktioniert dann am besten, wenn die Schüler die Möglichkeit bekommen, Gedanken, Fragen und Kritik direkt an einen Repräsentanten der staatlichen Exekutive zu richten. Das direkte Gespräch ist nach wie vor der beste Weg für die Schüler, um sich Klarheit zu verschaffen und sich hinsichtlich ihrer Wertevorstellung und ihrer Beurteilung unseres Staates zu orientieren. So, meine Damen und Herren, sieht staatsbürgerliche Bildung aus. Und nur unter Einbeziehung der Perspektive der Bundeswehr kann sie schon in den für die Bildung zentralen Jahren der Schulzeit gelingen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Abgeordneter, ich möchte von mir aus sagen, dass ich es nicht für akzeptabel halte, den Eindruck zu erwecken, als sei die Bundeskanzlerin eine verurteilte Rechtsbrecherin. Sie haben es nicht als Meinungsäußerung gekennzeichnet, sondern als Tatsache dargestellt. Das hat das Präsidium mehrheitsmäßig als so nicht hinnehmbar festgestellt. Jetzt hat für die Fraktion der SPD die Kollegin Dr. Lasic das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, ich erinnere mal, weil das gerade ein bisschen zu kurz gekommen ist, wir haben gerade eine schulpolitische Debatte und deswegen macht es auch Sinn, eben von Schülerinnen und Schülern auszugehen und jegliche
Debatten über das Verteidigungsministerium etc. hat hier eigentlich nichts verloren. Aber zu Ihrem Antrag. Sie fordern eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Senatsverwaltung für Bildung bzw. den Schulen und der Bundeswehr. So soll gewährleistet werden, dass Perspektiven der Bundeswehr in sicherheitspolitischen Themen an Berliner Schulen direkt vermittelt werden. Ich kann bei bestem Willen nicht erkennen, was durch diese Kooperationsvereinbarung anders werden soll. Die Praxis an Berliner Schulen zeigt, und das ist wichtig, im Einklang mit dem Beutelsbacher Konsens können Jugendoffiziere als Repräsentanten der Bundeswehr längst an Berliner Schulen eingebunden werden und dort zu einem differenzierten und kontroversen Bildungsangebot beitragen. In den Jahren 2015 und 2016 ist dies auch 142 Mal passiert. Ebenfalls fanden im selben Zeitraum 18 Seminare zur Fortbildung von Lehrkräften durch Jugendoffiziere der Bundeswehr statt. Das Entscheidende ist aber, die Autorität über solche Auftritte und die Gestaltung des Bildungsangebots muss bei den Lehrkräften liegen. Ihnen muss der Ermessensspielraum zugestanden werden, zu entscheiden, ob im Rahmen von kritischen Auseinandersetzungen mit Sicherheits- und friedenspolitischen Fragen im Schulunterricht Bedarf besteht, eine Einladung an Externe auszusprechen. Ebenso muss es die alleinige Entscheidung der individuellen Lehrkraft sein, ob und welche Weiterbildungsmöglichkeiten sie wahrnimmt. Sie fordern hier, dass wir die Eigenständigkeit der Lehrer beschränken, und wir machen da ganz bestimmt nicht mit. Nehmen Sie sich daher meinen Rat zum Herzen, suchen Sie nach Themen, die tatsächlich in der Stadt brennen, bringen Sie diese Ideen ein, über die sich dann hoffentlich zu debattieren lohnt, und dann können wir uns solche Pseudodebatten wie heute auch sparen. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion hat die Kollegin Bentele das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Bundeswehr ist laut Grundgesetz eine Parlamentsarmee, deren Primärfunktion die Verteidigung ist. Die Auslandseinsätze, die die Bundeswehr zur Friedenssicherung, Stabilisierung und zur Terrorabwehr unterhält, sind alle von Systemen kollektiver Sicherheit, denen die Bundesrepublik ebenfalls laut Grundgesetz beitreten darf, mandatiert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bei diesen grundlegenden, relativ einfachen, aber extrem wichtigen Wissensfakten hätten wir eine Großzahl der Berliner Schüler schon verloren. Dass es um den Politikunterricht in Berlin so schlecht bestellt ist, dass Schüler Initiativen gründen müssen, um ihre Lehrer dazu zu verpflichten, den Unterrichtsstoff auch wirklich zu lehren und die Senatsverwaltung dazu zu zwingen, dafür mehr Zeit bereitzustellen. Darüber haben wir schon oft diskutiert, und zur Abstellung dieses Problems hat meine Fraktion auch klare Vorschläge gemacht. Sicherheitspolitik erscheint vielen da noch etwas als ein Spezialthema, als zu komplex, und dafür hat man dann einfach keine Zeit mehr. Das Thema fällt hinten runter. In dieser Situation ist es nicht unklug, wenn man sich Experten einlädt. Und genau da setzt das Angebot der Bundeswehr mit den Jugendoffizieren an. Sie bieten fundierte Fachvorträge. Sie können aus eigenen Erfahrungen anschaulich berichten. Der Einsatz von Jugendoffizieren stellt eine Win-Win-Situation für beide Seiten dar. So, und jetzt erinnere ich noch an etwas, was in diesem Haus eigentlich bekannt sein müsste. Aber ich betone es doch noch einmal. Natürlich dürfen Jugendoffiziere nicht für die Bundeswehr werben. Ihr Einsatz geschieht nach dem Beutelsbacher Konsens. Das heißt, es gibt ein Überwältigungsverbot, es gibt ein Kontroversitätsgebot. Der Fachlehrer hat im Raum zu sein und trägt zu jeder Zeit die volle Verantwortung für das, was gelehrt wird. Deshalb ist das Gerede von der GEW Berlin und von vereinzelten Lehrerkollegen von einer Militarisierung der Schulen einfach nur Nonsens und ein pädagogisches Armutszeugnis. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Oh nein. Die politische Bildung dient dazu, Schüler zu mündigen Bürgern zu erziehen, die sich ihre eigene Meinung bilden können. Das heißt, wenn ich Jugendoffiziere nicht allein vor der Klasse stehen lassen möchte, dann muss ich eben eine Podiumsdiskussion organisieren, zu der die
AG Frieden der GEW ihre Vertreter entsenden kann. Zugestanden, Berlin gehört sicherlich nicht zu den Bundesländern, in denen sich Lehrer diesen Weg, dieser Weg der Einladung von Jugendoffizieren auf den ersten Blick erschließt und denen der, in denen ein Bundesland, in dem der Bundeswehr sicher auch eher Zurückhaltung als offene Türen begegnet. Aber wir verzeichnen für die Region Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, die die vier Jugendoffiziere hier betreuen, dennoch eine steigende Anzahl von Anfragen von Einsätzen von Jugendoffizieren. Deshalb stellt sich hier die Frage, brauchen wir angesichts dieser Ausgangslage nun eine zwischen dem Senat und der Bundeswehr unterzeichnete Kooperationsvereinbarung? So, und jetzt Herr Weiß mal die Gretchenfrage an Sie. Haben Sie sich eigentlich einmal mit einem Jugendoffizier unterhalten, für die Sie hier vorgeben, sich einzusetzen? Wissen Sie, was die mir sagen? Eine solche Kooperationsvereinbarung in Berlin ist sogar kontraproduktiv. Und jetzt, und das kommt nämlich daher, dass die Jugendoffiziere etwas erkannt haben, was sie in den 2 Jahren noch nicht erkannt haben. Und weil sie die Berliner Schule auch einfach nicht verstehen. Die Berliner Schule ist dezentral organisiert. Selbst Curricula werden mittlerweile schulintern erstellt. Vieles, was von oben kommt, wird als aufoktroyiert empfunden und zurückgewiesen. Abgesehen davon, eine Kooperationsvereinbarung bedeutet keinen automatischen Zugang zu einer Schule. Die Jugendoffiziere in Berlin haben sich deshalb für die richtige Strategie entschieden, für die erfolgreiche Strategie, die nämlich darin besteht, Klinken zu putzen. Sie wenden sich an die Fachlehrer, sie wenden sich an die schulpraktischen Seminare, sie schaffen durch ihre fundierten Vorträge Vertrauen und steigern damit ihre Einsätze. Was Sie hier abliefern, ist nicht nur schlecht, weil es einmal mehr zeigt, dass Sie die Berliner Schule nicht verstehen. Und Herr Petzderski, es ist auch peinlich, denn das zeigt, dass Sie auch Ihre Kameraden in Berlin nicht verstehen und Ihnen hiermit eventuell einen Bärendienst erweisen. Frau Kollegin, gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage. Das Ziel, was wir im Kontext Bundeswehrschule erreichen müssen, ist Jugendoffiziere als Träger der politischen, dass Jugendoffiziere als Träger der politischen Bildung anerkannt werden. Und zwar vom Senat, von Schulleitungen, von anderen Trägern der politischen Bildung, von Lehrern und von Schülern. Da helfen aber keine Anträge. Da hilft nur Standhaftigkeit und Überzeugungsarbeit für den Auftrag der Bundeswehr. Und dazu lade ich uns alle, die wir es mit der Sicherheit unseres Landes und der Welt ernst nehmen, herzlich ein. Danke. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke hat die Kollegin Britschi das Wort. Kleinen Moment bitte. Frau Kollegin, es tut mir leid, es gibt noch von der AfD-Fraktion eine Anmeldung, die künftig vielleicht rechtzeitig erfolgt. Der Abgeordnete Weiß möchte eine Zwischenbemerkung machen. Ja, Frau Präsidentin, vielen Dank. Entschuldigen Sie bitte, dass ich nicht voraussehen kann, wie lange die Rede der Kollegin noch ging. Dementsprechend hatte ich mir zuerst Notizen gemacht. Liebe Frau Bendele, wo sind Sie denn? Ach, hier vorne, ja. Ich finde es natürlich sehr schade, weil wir ja im Grunde von der Zielrichtung offensichtlich einig sind, aber Sie mir dann oder Sie uns ja vorgeworfen haben, dass wir die entsprechende Umsetzung mehr schlecht als recht in die Wege leiten wollten. Ich darf Ihnen sagen, natürlich stehen wir in Kontakt auch mit ehemaligen Kameraden. Ich selbst war zum Beispiel jemand, der überhaupt erst den Gedanken gefasst hat, zur Bundeswehr zu gehen, nachdem ein Jugendoffizier bei uns auf dem Gymnasium war. Übrigens, und da hake ich genau da ein, wo Ihre Kritik ansetzt, auf Initiative meines damaligen Rektors und nicht auf Initiative meines politischen Leistungskurslehrers. Das war nämlich ein Alt-68er, der das von sich aus niemals gewollt hätte. Und würden Sie mir nicht zustimmen, dass es natürlich schön ist, wenn diese Strategie entsprechend der Bundeswehr dahingehend dazu führt, dass immer mehr Jugendoffiziere an die Schulen kommen. Allerdings müssten Sie doch mit mir auch eigentlich übereinstimmen, dass es nicht Sinn und Zweck sein kann, dass die Bundeswehr hier bei Schulen und Lehrern als Bittsteller auftritt, sondern dass der
Besuch von Jugendoffizieren eine Selbstverständlichkeit sein müsste. Und solange der Umstand dieser Selbstverständlichkeit nicht eingetreten ist, macht es doch sehr wohl Sinn, dass eine entsprechende Vereinbarung übrigens in den beiden Ländern Bayern und Baden-Württemberg, da existiert sie ja schon, die Bildungsleuchttürme in Deutschland sind, dass man sich gerade von den Bundesländern eine große Scheibe abschneiden könnte. Dankeschön. Zur Erwiderung hat die Kollegin Bentele das Wort. Ja, Herr Kollege Weiß, Sie konnten mein Argument ja nicht entkräftigen. Wie gesagt, die Jugendoffiziere, mit denen ich gesprochen habe, die aktuell hier in der Arbeit sind, die ihre Arbeit hier in Berlin kennen, sagen, dass diese Strategie kontraproduktiv ist, dass sie nichts bringt, dass sie eher die Türen verschließen wird, als dass sie öffnen wird. Und sie haben eine erfolgreiche Strategie eingeschlagen. Weshalb sollten Sie die denn ändern? Abgesehen davon, eine Kooperationsvereinbarung, das haben Sie ja ganz richtig zitiert, ist kein Automatismus. Keiner kann dazu verpflichtet werden, die Bundeswehr verpflichtend einzuladen. Da müssen Sie einen anderen Antrag stellen. Sie müssen die Lehrer überzeugen. Selbst wenn eine Schulkonferenz einen anderslautenden Beschluss gefasst hat, kann sich der Fachlehrer darüber hinwegsetzen. Also insofern, es passiert doch schon hier. Die Kooperationsvereinbarung bringt nichts, sie schadet mehr. Hören Sie auf Ihre eigenen Kollegen. Vielen Dank. Jetzt hat die Kollegin Britschi das Wort für die Linksfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, um es gleich ganz klar zu sagen, unter Rot-Rot-Grün wird es keine Kooperationsvereinbarung mit der Bundeswehr geben. Ich erlaube mir vorweg eine generelle Bemerkung zur Werbestrategie der Bundeswehr. Die Werbung der Bundeswehr im öffentlichen Raum, im ÖPNV, an Haltestellen und auch im direkten Umfeld von Schulen ist verharmlosend, einseitig und manipulativ. Die viel kritisierte Doku-Soap zum Mali-Einsatz auf YouTube stellt eine der gefährlichsten UN-Missionen wie ein Actionspiel dar, um gezielt Jugendliche über die sozialen Netzwerke Snapchat, Instagram und Facebook zu erreichen. Die größtenteils noch minderjährigen jungen Menschen sollen auf emotionaler Ebene durch Abenteuer, Technik, Chorgeist und Karriereperspektiven angesprochen werden, während die realen Gefahren, traumatisiert, verletzt oder sogar getötet zu werden und in solchen Kriegseinsätzen auch selbst töten zu müssen, absichtlich ausgeblendet werden. Und das nenne ich perfide und unehrlich seitens der Bundeswehr und eine Strategie, um Nachwuchs zu gewinnen. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Christian Buchholz? Nein. Die Behandlung von außen- und sicherheitspolitischen Themen im Unterricht, wie zum Beispiel des Syrien- oder Afghanistan-Kriegs, in dem ausschließlich JugendoffizierInnen der Bundeswehr eingeladen werden, sehen wir als Linke äußerst kritisch, weil die Bundeswehr hier nicht neutral agiert, sondern als Partei. Sie haben als SoldatInnen die Vorgaben des Bundesministeriums für Verteidigung zu beachten und sind eben nicht zufällig oder gar uneigennützig im Einsatz an den Schulen, sondern mit einem ganz klaren Rekrutierungsinteresse, auch wenn das gern abgestritten wird. Die Arbeit von gut geschulten JugendoffizierInnen und KarriereberaterInnen, also zwischen Öffentlichkeitsarbeit auf der einen und Nachwuchswerbung auf der anderen Seite, geht in der Praxis fließend ineinander über. Das kann man auch gar nicht zu 100% voneinander trennen. Wir als Linke lehnen daher den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit der Bundeswehr entschieden ab. Und um ehrlich zu sein, finden wir es auch seitens unseres Koalitionspartners SPD, welcher die Bildungssenatorin stellt, zu wenig. Sich in diesem Fall auf die Eigenverantwortlichkeit der Schulen zurückzuziehen, denn natürlich vertritt die Bundeswehr hier klare Eigeninteressen und ist nicht neutral und kann daher als alleiniger Diskussionspartner das Kontroversitätsgebot gar nicht erfüllen. Wir würden es daher sehr begrüßen,
wenn die Senatsbildungsverwaltung die Schulleitungen darauf hinweisen würde, dass auch Friedens- und Entwicklungsorganisationen oder das Technische Hilfswerk kompetente außerschulische AnsprechpartnerInnen sind. Denn es braucht nun wahrlich nicht die Bundeswehr, um junge Menschen zur Mündigkeit zu befähigen und um sicherheitspolitische Fragen zu diskutieren, wie im vorliegenden AfD-Antrag behauptet wird. Frau Abgeordnete, gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage? Nein, danke. Keine Zwischenfragen der AfD, schon gar nicht. Im Jugendoffiziersbericht 2017 wurde vermerkt, dass im CDU-geführten Sachsen-Anhalt und Berlin, Zitat, regionale Vorbehalte gegenüber JugendoffizierInnen bestehen. Und das finde ich doch ermutigend, dass sich offenbar junge Menschen in Berlin deutlich kritischer mit der Rolle der Bundeswehr auseinandersetzen als in anderen Bundesländern. Das bedeutet aus meiner Sicht, dass viele LehrerInnen in Berlin etwas richtig machen. Wissens- und Wertevermittlung, ja. Militärpropaganda, nein. Und das soll genau so bleiben. Deswegen wird es mit uns in Berlin keine Kooperationsvereinbarung mit der Bundeswehr geben. Kein Werben fürs Sterben, auch nicht in Berliner Schulen. Dankeschön. Für die FDP-Fraktion hat der Kollege Schlömer das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn ein Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland, und das ist die Bundeswehr unzweifelhaft, über ihren grundgesetzlichen Auftrag, über ihren Verteidigungsauftrag im Rahmen des regulären schulischen Unterrichts informiert, ihre außen- und sicherheitspolitische Rolle erläutert, sowie den Ablauf und die Funktionsweise einer Parlamentsarmee beschreibt, dann ist dieses verfassungsrechtlich völlig in Ordnung. Und wenn sie dieses im öffentlichen und fairen Streitgespräch auch insbesondere in der Schule führen kann, mit ihren Gegnern und Kritikern, dann ist es sogar noch ein Stück besser. Das habe ich auch nicht behauptet. Und darum geht es den Antragstellern im vorliegenden Antrag grundsätzlich im Kern. Unzulässig ist hingegen, und das ist auch völlig klar, die gezielte Beeinflussung von Schülerinnen und Schülern in eine bestimmte Richtung, das unverblümte Werben um ausschließlich einen alternativlosen Arbeitgeber und die alleinige Darstellung von Berufs- und Karrierewegen in der Bundeswehr. Aber das macht meines Wissens nach auch keine Schule. Schule bietet viele Eindrücke beruflichen Lebens, ob beim Girls Day, den auch Jungen nutzen können, ob während der Schulpraktika in vielen Unternehmen, Vereinen und Verbänden, auch bei berufskundlichen Besuchen in örtlichen Arbeitsagenturen dieser Stadt. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, nur wer die Bundeswehr kennt, der kann sie auch beurteilen. Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr sind keine Monster und sind keine Aggressoren. Sie sind meine Kollegen. Jeden Tag, und sie sind Menschen, Bürger und kritische Geister. Sie sind Teil unserer Gesellschaft und sie diskutieren lebhaft. Eine demokratische, eine streitbare, eine liberale und eine offene Gesellschaft braucht die Bundeswehr nicht zu fürchten. Und daher sollten wir Schülerinnen und Schülern Wahlmöglichkeiten bieten, sich selbst ein Urteil über die Bundeswehr bilden dürfen, selbstbestimmt durch eigenes Erfahren, durch die ausgewogene Vermittlung unterschiedlicher Sichtweisen. Für und wider aufzeigen und dann entscheiden lassen, auch im schulischen Prozess, das ist ein gangbarer Weg. Und seien wir gelassen, keine Fragen, bitteschön. Und seien wir gelassen, es gibt nun mal auch Schülerinnen und Schüler, die interessieren sich nun einmal für den Beruf einer Soldatin und eines Soldaten und wollen ihn einfach mal erklärt bekommen. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Schlüsselburg? Nein. Ob dazu eine Kooperationsvereinbarung notwendig ist, das weiß ich nun nicht. Freiwilligkeit sollte bleiben, die Schulen sollten selbst bestimmen. Selbstbestimmt, frei und ausgewogen. Das ist ein liberaler Weg. Ein letzter Punkt. Ein bisschen mehr Aufklärung, mein lieber Herr Weiß, denn das muss auch sein. Als ich am 23. Mai diesen Jahres in Brandenburg eingeladen war, um über die Rolle der Bundeswehr als Parlamentsarmee am Tag der Verfassung zu referieren, als Abgeordneter wohlgemerkt, habe ich mich mal erkundigt bei meinen Kollegen in der Bundeswehr. Was erzählen denn Jugendoffiziere so bei ihren Besuchen und Gesprächen? Was hat sich bewährt? Welche Unterlagen nutzen sie? Gutes Material komme gar nicht selbst von der Bundeswehr, wurde mir gesagt. Man nutze die Bundeszentrale für politische Bildung.
Dort findet man gute Texte und anschauliche Grafiken. Das wäre standardmäßig genutzt. Sehen Sie, es muss nicht immer die Bundeswehr sein. Es gibt auch andere gute Demokraten. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Grüne hat die Kollegin Tomiak das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die AfD fordert den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und der Bundeswehr. Nach Vorbild der Regelung aus Baden-Württemberg von 2009. Was bedeutet dieser Antrag? Aus der Begründung erfährt man, dass die AfD Schülern umfängliche sicherheitspolitische Bildung ermöglichen möchte. Als einzige Maßnahme fordert sie dafür, Jugendoffiziere der Bundeswehr sollen Lehrkräfte bei der Informationsvermittlung in der Schule unterstützen und außerdem bei der Aus- und Fortbildung von Lehrern einbezogen werden. Außerdem ist die AfD besorgt. Denn seit der Aussetzung der Wehrpflicht 2011 sei die Notwendigkeit gestiegen, der Entfremdung der jungen Generation gegenüber Sicherheitspolitik und der Bundeswehr entgegenzuwirken. Die junge Generation entfremdet sich von Krieg und Militär, und das ist verdammt nochmal gut so. An Krieg dürfen wir uns niemals gewöhnen, und entfremdet zu sein von einer Institution, die auf Hierarchie basiert und von Gräuel lebt, ist eine positive Entwicklung. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Im Antrag nimmt die AfD Bezug auf die Kooperationsvereinbarung zwischen dem Kultusministerium Baden-Württemberg und der Bundeswehr von 2009. Dazu ist zu erwähnen, dass die Vereinbarung schon 2014 überarbeitet und durch eine neue Version ersetzt wurde, in der stärker herausgestellt wurde, dass der Einsatz von Jugendoffizieren der Bundeswehr an Schulen ausgewogen angelegt sein muss. Dass das offenbar notwendig gewesen ist, spricht Bände und zeigt auch, dass die 2009er Version der Kooperationsvereinbarung, die die AfD fordert, nicht mit den Grundsätzen von politischer Bildung in Deutschland vereinbar ist. Formal ist es Jugendoffizieren verboten, an Schulen zu werben. Helmut Königshaus, der bis 2015 Werbeauftragter des Bundestags war, antwortete auf die Frage, ob die Grenze zwischen Informieren und Werben nicht fließend sei, dass die Grenze nicht klar und je nach Standort jedenfalls zu definieren sei. Die Bundeswehr hat einen klaren Auftrag. Jugendoffiziere vertreten die Bundeswehr und auch ihre Interessen, zu denen auch die Nachwuchsgewinnung zählt. Die Bundeswehr kann nicht als neutrale Institution betrachtet werden. Die AfD tut mit der Begründung ihres Antrags so, als wäre die Bundeswehr und somit militärische Einsätze das mindestens Wichtigste, suggeriert wird fast das der einzigste Aspekt von Sicherheitspolitik. Das ist fatal und zeigt aber auch beispielhaft, welches Ziel die AfD hier verfolgt. Die Verkürzung und die Vereinfachung von Sicherheitspolitik zugunsten eines starken, unhinterfragten Militärs. Sicherheitspolitik und Außenpolitik ist sehr viel diverser als die Bundeswehr. Zu ihr gehören unter anderem auch Diplomatie, humanitäre Hilfe und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Hier hat Deutschland auch noch Nachholbedarf. Es ist sehr viel nachhaltiger, in kluge Außenpolitik zu investieren, statt einfach das Militär aufzurüsten. Hier könnte sich Deutschland ein Beispiel an Schweden und Kanada nehmen, die eine feministische Außenpolitik verfolgen. Damit kann man sich auch ausgezeichnet im Unterricht beschäftigen, ganz ohne Bundeswehr. Und hier ist auch der Knackpunkt der ganzen Geschichte. Natürlich möchten wir, dass SchülerInnen auch über Sicherheitspolitik lernen. Wenn hierfür schulexterne Personen eingeladen werden, muss aber der Beutelsbacher Konsens umgesetzt werden. Das bedeutet, dass die Inhalte kontrovers dargestellt werden müssen, sich an der Lebensrealität der SchülerInnen orientieren und das Verbot der Indoktrination. Das kann nicht gewährleistet werden, wenn ausschließlich die Bundeswehr hierfür zu Rate gezogen wird. Der Deutsche Bundesjugendring fordert schon seit 2012 diejenigen Bundesländer auf, die einen Kooperationsvertrag mit der Bundeswehr haben, diesen aufzukündigen. Auch der Landesschülerausschuss Berlin hat sich schon zur Thematik positioniert. Ich möchte zitieren: Der Landesschülerausschuss Berlin lehnt jegliche Form von Werbung, zum Beispiel in Form von Vorträgen der Bundeswehr an Schulen, ab. Zitat Ende. Der Landesschülerausschuss positioniert sich auch zur Verpflichtung Minderjähriger und fordert die sofortige gesetzliche Unterbindung dieser Praxis. Die Berliner Schülerinnen und Schüler sind hier sehr deutlich. Sie sehen einen Konflikt zwischen einer gewünschten Unterrichtung im Themenfeld und Informationen von Angehörigen einer Institution, die ja eigene Absichten hat, vorrangig auch die Gewinnung junger Rekruten. Auch der Koalitionsvertrag ist klar. Der Beutelsbacher Konsens ist einzuhalten, wenn sich eine Schule dazu entscheidet, die Bundeswehr einzuladen. Ich bin keine Pazifistin, aber ich will Frieden. Und den erreicht man nicht, indem man Minderjährige zur Bundeswehr holt und so tut, als wäre Krieg ein Alltagsgeschäft. Diese gefährliche Tendenz der öffentlichen Kommunikation ist aber durchaus gegeben, wenn man sich die Imagekampagnen der Bundeswehr ansieht. Zumindest in unseren Berliner Schulen darf es dafür keinen Raum geben. Vielen Dank.
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Es wird die Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Bildung, Jugend und Familie empfohlen. Widerspruch hierzu höre ich nicht. Dann verfahren wir so. Ich rufe auf die laufende Nummer 3.5. Das ist die Priorität der Fraktion der FDP mit dem Tagesordnungspunkt 37a. Dringliche Beschlussempfehlung des Hauptausschusses, Drucksache 18-1182, zum Antrag der Fraktion der FDP, Drucksache 18-0981. Eine Steuer ohne Grund, Hebesatz für die Grundsteuer in Berlin auf Null senken. Der Dringlichkeit hatten Sie eingangs bereits zugestimmt. In der Beratung beginnt die Fraktion der FDP und hier der Kollege Förster. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste. Die Grundsteuer ist eine Steuer ohne Grund, und zwar im rechtlichen und im übertragenen Sinne. Im rechtlichen Sinne, weil das Bundesverfassungsgericht die Grundlage entzogen hat, nämlich weil es der Gesetzgeber über Jahrzehnte versäumt hat, eine gerechte Grundlage für die Besteuerung von Wohneigentum und von Grundstücken zu schaffen und Bemessungsgrundlagen aus den 30er und 60er Jahren genutzt worden sind, die in keiner Weise mehr realistisch die Grundstückswerte in Deutschland abbilden. Deswegen ist diese Sache zu Recht kassiert worden in Karlsruhe, meine Damen und Herren. Die Neuregelung birgt erhebliche rechtliche Risiken bei der Neubewertung der Grundstückspreise. Neue Klagen, egal was jetzt festgesetzt wird, sind geradezu programmiert, denn immerhin müssen ja 35 Millionen Grundstücke und Immobilien in Deutschland neu bewertet werden. Und das ist auch ein sehr hoher bürokratischer Aufwand. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Becker. Bitte. Herr Kollege, ist Ihnen bekannt, dass nicht die Grundsteuer als verfassungswidrig erklärt wurde, sondern die Bemessungsgrundlage? Das ist mir durchaus bekannt, Frau Kollegin, aber gerade die Bemessungsgrundlage ist ja auch der Kern der Grundsteuer. Und wenn man über den Kern reden muss, kann man auch das ganze System einmal in Frage stellen. Ich will es auch in meinen weiteren Ausführungen noch tun. Wenn also der Kern schon faul ist, dann muss man auch über das Gehäuse durchaus reden dürfen. Und das will ich auch gerade tun. Auch der Bund der Steuerzahler im Übrigen stellt fest, dass die Grundsteuer steuersystematisch überholt ist und fordert ebenfalls deren Abschaffung bzw. gegebenenfalls eine andere Finanzierung der Aufgaben. Die Grundsteuer übrigens, Kollege Zillig, kleiner geschichtlicher Exkurs, gehört zu den ältesten direkten Steuern und wurde übrigens ursprünglich als kirchlicher und grundherrlicher Grundzehn und Grundzins eingetrieben. Das hat die Kirche gemacht, um sozusagen sich auch Einnahmen zu erschaffen. Also da schon das Prinzip müssen doch die Linken geradezu dagegen sein, wenn die Kirchen und gutsherrliche Privilegien hier verteidigt werden sollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann gibt es einige Regionen noch in Deutschland, vorwiegend in Süddeutschland. Da wird auf die Grundsteuer noch Kirchensteuer aufgeschlagen, nämlich dann, wenn die Eigentümer in der Kirche sind. Auch das ist ein merkwürdiges Prinzip von Steuergerechtigkeit, Steuerehrlichkeit, muss man an der Stelle auch mal sagen. Herr Kollege, gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage der Abgeordneten Genburg? Gerne. Bitte schön. Also Herr Förster, mal unabhängig davon, wie die Linke zur Kirche steht, da können Sie sich mal mit Herrn Bodo Ramelow unterhalten. Gerne. Ist es auf jeden Fall, ich vermittle das gern. Ich kenne ihn auch, kein Problem. Wunderbar. Kommen wir zurück zur Grundsteuer. Zur Frage. Die Grundsteuer ist, sehen Sie das auch so, dass die Grundsteuer tatsächlich auch ein wesentlicher Anteil ist für eine soziale Bodendistributionspolitik und dass die sozusagen auch deswegen zu erhalten ist und eben nicht auf Null zu senken ist? Nein, bei der Grundsteuer sehe ich es nicht so. Anders als bei der Grunderwerbsteuer, über die man ja grundlegend mal diskutieren kann, weil da finden ja immer die von Ihnen vermuteten, unterstellten Spekulationen statt. Die Grundsteuer bestraft ja gerade diejenigen, die ihr Grundstück über Generationen der Familie weitergeben, über 100 Jahre in derselben Familie sind, wo die Oma an den Enkel ihr Haus vererbt. Da finden doch keine Spekulationen statt. Da ist die Grundsteuer geradezu ungerecht, meine Damen und Herren. Deswegen sollten wir den Mut haben, auch alte Zöpfe abzuschneiden und gerade in der Mieterstadt Berlin die Chance nutzen, die Erhebung dieser Steuer auszusetzen und in einem zweiten Schritt bundesgesetzlich abzuschaffen. Die Steuer, ich hatte es gerade ausgeführt, ist ungerecht und ungerechtfertigt. Und gerade weil eben auch 100% dieser Steuer auf die Miete umgelegt werden können, sind sie auch gerade bei der Nebenkostenabrechnung kein unwesentlicher Faktor.
gerade in Berlin, wo wir über die Verteuerung von Wohnraum reden, wo die Koalition es nicht auf die Reihe bekommt und auch die Senatoren nicht, dass mal gebaut wird, wo wir wirklich auch gestern wieder hören, dass die Genossenschaften keine Grundstücke bekommen, wo wir beim Ausbau von Dachgeschossen nicht weiterkommen, wo die Supermärkte nicht wirklich überbaut werden, es wird nur darüber geredet, wo der Wohnungsmarkt immer mehr verkompliziert wird und die Wohnungsnot immer großzügiger wird und Wohnen damit immer teurer wird, weil der Markt verknappt wird, da wäre es doch wenigstens mal die historische Chance, durch den Wegfall der Grundsteuer auch effizient und effektiv Nebenkosten zu senken. Das wäre doch wenigstens mal eine effektive und sinnvolle Maßnahme. Und hier geht's ja auch nicht um Peanuts. Hier geht es durchaus bei einer 90 Quadratmeter Wohnung, je nach Lage, um 250 bis 300 Euro im Jahr. Das muss man schon mal sagen. Wir reden hier über mittlere dreistellige Summen, die auch effektiv zu einer Nettohaushaltsentlastung beitragen können. Das sind keine Peanuts, an der Stelle ganz klar gesagt. Und dann hatte ja Frau Senatorin Lomscher die glorreiche Idee auch im Ausschuss geäußert, Grundsteuer schön und gut, wir wollen doch nicht, dass die Mieter das tragen, können ja alles künftig nur die Eigentümer tragen. Erstens, was das für ein Rechtsverständnis, wie in Deutschland mit Eigentum umgegangen wird. Und zweitens, dann werden Eigentümer, die ja auch in irgendeiner Form wirtschaftlich ihre Grundstücke und Häuser verwerten müssen, eben andere Wege finden, über Betriebskosten oder so, das umzulegen. Es kann doch nicht sein, dass wir mit diesem, ich mache das eine Auge zu und sehe nicht, irgendwie uns da durchmogeln, dann ehrlich sein und sagen, es geht so nicht mit der Grundsteuer und nicht dieses Wischiwaschi, das hilft uns an der Stelle überhaupt nicht weiter. Und wenn wir dann um die Ausführungen, dann, die nach mir kommen werden, sicherlich vorwegzunehmen, dann wird wieder kommen, ja, 800 Millionen Euro im Jahr in Berlin, erhebliche Einnahmeverluste, die drohen können. Und was man denn da für die Gegenfinanzierung machen könne. Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, eine Koalition, die zum Beispiel 100 Millionen Euro in einem Stadtwerk versenkt, der Landesrechnungshof erst jetzt wieder auch Verschwendungen in Millionenhöhe in dieser Stadt ins Stammbuch geschrieben hat, die beim BER immer neue Milliarden nachschmeißt, die hat nicht zu wenig Geld, sondern zu viel, sie gibt es nur falsch aus. Und insofern ist das auch nicht das Problem der Finanzierung. Wir müssen an dieser Stelle aufgrund der hohen Mietbelastungen auch den Mut haben, diese Debatte grundlegend zu führen, auch über die Grundsteuer zu reden und damit auch den Berlinerinnen und Berlinern auch eine effiziente Nettoentlastung beim Wohnen zu ermöglichen. In diesem Sinne, seien Sie mutig, machen Sie mit. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat die Kollegin Becker das Wort. Unhöflich gegenüber einer Dame oder wie? Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, da haben Sie wieder mit Ihrem Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, lieber Herr Förster, ganz tief in die verstaubte neoliberale Mottenkiste gegriffen. Sie fordern, den Hebesatz für die Grundsteuer auf Null zu setzen und künftig auf die Erhebung zu verzichten. Das also ist Ihr politisches Angebot aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10. April. Das ist Ihre Vorstellung von einer gerechten Erhebungsgrundlage. Ich sehe das anders. Für mich ist die Grundsteuer eine Steuer mit sehr gutem Grund. Mit ihr werden Grundeigentümer am Gemeinwohl beteiligt. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Christian Buchholz. Nein, da zitiere ich gerne einmal den Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedi, in der SZ von der Süddeutschen Zeitung vom 14. April, der über die Grundsteuer von einer klugen Steuer spricht. Denn das, was die Grundsteuer finanziert, das ist die Infrastruktur vor Ort und das ist natürlich das, was jedes Grundstück braucht, damit es vernünftig genutzt und es gegebenenfalls vermietet werden kann. Lassen Sie uns Fakten austauschen. Die Grundsteuer ist im laufenden Berliner Doppelhaushalt mit rund 800 Millionen Euro pro Jahr veranschlagt. Das sind in etwa 3,7% der finanzkraftabhängigen Einnahmen aus Steuern, Länderfinanzausgleich und der allgemeinen Bundesergänzungszuweisung. 2017 hat das Land Berlin über die Grundsteuer 805 Millionen Euro eingenommen. Das sollten Sie, liebe FDP, wissen, bevor Sie die Grundsteuer auf Null setzen wollen. Im Übrigen ist nicht die Grundsteuer verfassungswidrig, sondern die Bemessungsgrundlage. Wenn man das in Berlin so machen würde, wie Sie es von der FDP vorschlagen, wären wir mit Blick auf das komplizierte Steuer- und Finanzausgleichsgefüge des Bundes und der Länder mit den Kommunen ganz rasch bei einem gesamten Einnahmeausfall von rund 1 Milliarde Euro pro Jahr.
Sie belassen es bei der pauschalen Forderung, ohne zu sagen, wie Sie in Ihrem Antrag gegenfinanzieren wollen. Ich finde dazu auch nichts im Protokoll des Stadtentwicklungsausschusses vom 30. Mai, der Ihren Antrag ablehnte und dem Sie als einzige Partei zugestimmt hatten. Saldiert betrachtet wissen Sie selber, dass der Ausfall von Einnahmen, von denen ich eingangs sprach, entweder durch höhere staatliche Einnahmen an anderer Stelle oder durch niedrigere Ausgaben kompensiert werden muss. Wo genau sehen Sie denn Einsparpotenziale für Mieter und Eigentümer, die Sie im Antrag pauschal adressieren? Ich sage es Ihnen, nirgendwo. Es gibt keine staatliche Ebene, die den Ausfall der drittgrößten Einnahmequelle der Städte und Gemeinden kompensieren kann. Ihren Antrag kann ich nicht nachvollziehen. Gleichwohl lassen Sie mich ein paar Sätze zur laufenden Debatte zur Neuausrichtung der Grundsteuer sagen. Es stehen drei Reformvorschläge und eine Bundesratsvorlage im Raum, zu denen sich die Länder bislang nicht einigen konnten. Festgehalten sind Kernpunkte zur dauerhaften Sicherung als aufkommensneutrale Einnahmequelle, die rund 14 Milliarden Euro pro Jahr ausmacht, oder das Recht der Gemeinden, den Hebesatz weiterhin festlegen zu können. Auf das Eckpunktepapier, das für den Sommer angekündigt wird, bin ich gespannt. Mindestens genauso wichtig ist es, dass der gesamte Immobilienstand möglichst rasch digital erfasst wird. Das ist nämlich keine Nebensache. Abschließend möchte ich zwei Punkte in die Rede einbringen. Der eine Punkt ist im Koalitionsvertrag auf der Bundesebene verabredet und betrifft die mögliche Wiedereinführung der Grundsteuer C für unbebaute oder ungenutzte Grundstücke. Ziel soll es sein, Spekulation zu bekämpfen, um mehr Bauland für Städte und Kommunen zu mobilisieren. Nicht genutzte Baugrundstücke sollen mit höheren Abgaben belegt werden, sodass Anreize zum Bauen gesetzt und Spekulationen mit Baugrundstücken begrenzt werden. Das ist richtig und besonders für Berlin von hoher Bedeutung. Der andere Punkt betrifft die Umlagefähigkeit der Grundsteuer auf die Mieten. Es geht also um das Recht des Vermieters, die Grundsteuer auf die Betriebskosten der Mieter umzulegen, die laut Betriebskostenspiegel im Durchschnitt 28 Cent auf die Betriebskosten ausmacht. Auch wenn die Umlagefähigkeit der Grundsteuer auf Mieten zwar kein Gegenstand des Steuer-, sondern des Mietrechts ist, genauer der Nebenkostenverordnung, gehört sie in meinen Augen abgeschafft. Schließlich wird mit der Grundsteuer nicht Wohnen oder Betriebskosten, sondern Grundeigentum besteuert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gerne würde ich den Antrag sofort ablehnen, da ich ihn für entbehrlich halte. Ich werde das aber wohl noch einmal im Hauptausschuss sagen müssen. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion hat der Kollege Gorni das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Frau Kollegin Becker, also man muss natürlich sich auch im Hauptausschuss, wenn man zu einem Antrag reden will, auch zu Wort melden. Dann wird in der Regel von dem strengen, aber gerechten Vorsitzenden einem das Wort ja auch erteilt. Haben Sie aber nicht gemacht. Insofern ist das dann so. Unser Steuerrecht zeichnet sich ja aus dadurch, dass es ja wirklich viele Facetten hat und eben halt nicht so schwarz und weiß darstellbar ist. Und insofern muss man auch mit dieser Thematik, wie ich finde, sorgsam umgehen. Ich finde, es gibt die Argumentation, warum die Bemessungsgrundlage vom Bundesverfassungsgericht hier als nicht mehr begründbar dargestellt worden ist, die sind ja sehr nachvollziehbar. Das schwebt ja unter Fachleuten seit vielen Jahren im Raum. Und es war ja nur eine Frage der Zeit, wann das tatsächlich auch mal höchstrichterlich festgestellt wird. Und insofern sind wir natürlich alle vor der politischen Herausforderung zu gucken, wie geht man damit jetzt um. Und da muss man sagen, gibt es ja in der Tat eine Reihe von guten Gründen, die die Kollegen von der FDP ja auch vorgetragen haben, warum man schon an der Erhebung dieser Steuer erhebliche Zweifel haben kann. Und das ist ja auch nicht ganz richtig, liebe Kollegin Becker, wie Sie das so dargestellt haben. Denn diese Grundsteuer zahlt ja der Eigentümer des Grundstücks, außer er vermietet, dann zahlt es der Vermieter. Und die Frage, der Mieter. Und die Frage, die sich hier ja stellt, ist nicht, ob in einer Mieterstadt wie Berlin angesichts immer steigender Mieten das auch ein politisches Steuerungsinstrument sein könnte, um hier entsprechend auf diesen Druck bei steigenden Mieten auch reagieren zu können. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Frau Becker. Von wem? Von der Kollegin Becker. Ja, bitte. Bitte schön. Lieber Herr Gorni, ist Ihnen bekannt, dass Grundeigentümer steuerrechtliche Möglichkeiten in etwa von Abschreibungen nutzen können, um halt die Abgabe da weiter abzuwälzen?
Ja, können Sie machen, wenn Sie entsprechende steuerrechtliche Abschreibungsmöglichkeiten haben. Aber ich habe ja eben auch ganz bewusst auch nochmal auf die Mieter abgestellt in Berlin. Und da wird es also auch schon ein bisschen schwieriger, da entsprechende steuerliche Abschreibungen geltend zu machen. Und deswegen ist das in der Tat ein Punkt, den man mal sachlich diskutieren kann. Wie wird diese Steuer jetzt dann neu ausgestaltet? Und wie kriegt man da eine Balance hin zwischen dem, was sozusagen hier auch an Steuergerechtigkeit erwartet wird? Wir wollen ja auch, jedenfalls ist das die Vorstellung der CDU, mit der Reform der Grundsteuer jetzt auch keine zusätzlichen Belastungen erheben oder einführen, sondern wir wollen eben halt gucken, dass das eben vernünftig bleibt. Die komplette Abschaffung, sofortige Abschaffung, wie die FDP sie erfordert, ist aber, glaube ich, auch eine Forderung, die man in einem Parlament ja auch nur erheben kann, wenn man jetzt nicht so zeitnah Ansprüche auf Regierungsverantwortung hat. Also das geht natürlich nicht, nicht? Und ich meine, dieser Hinweis zu sagen, naja, die Koalition gibt für viel Unsinn Geld aus, unterschreibe ich Ihnen ja sofort. Nur wir haben auch andere gute Vorschläge, was man mit dem Geld machen kann. Da fehlt es ja an verschiedenen Stellen. Ich denke nur mal am öffentlichen Dienst, beim Personal, bei der Beamtenbesoldung und, und. Also zu meinen, man könnte jetzt 800 Millionen aus dem laufenden Betrieb hier rausschneiden, ersatzlos, und man streicht irgendwie ein, zwei Sachen zusammen. Und da hilft Ihnen ja auch der Hinweis auf BR nicht weiter, weil das Steueraufkommen von 800 Millionen müssen wir jährlich hier einsparen. So, und da bleiben Sie natürlich eine seriöse Antwort schuldig. Und dann muss man einfach... Und da muss man einfach mal sagen, so kann man eigentlich auch in einem Land mit einer Steuerverantwortung nicht umgehen. Also es ist dann schon eher populistisch zu sagen und klingt ja auch toll, von heute auf morgen Steuer weg. Ja? Aber dann zu sagen, wie das tatsächlich haushaltstechnisch umgesetzt wird, das geht natürlich so nicht. So, und in dieser Abwägung muss man einfach zu dem Ergebnis kommen, dass Ihr Antrag zwar ein richtiges Problem beschreibt und auf tatsächlich ja durch die Erhebung der Steuer entstehende sozusagen Ungerechtigkeiten auch hinweist. Ihr Lösungsvorschlag allerdings, der ist einer, den wir hier nicht unterstützen können. Und deswegen wird sich die CDU-Fraktion bei dem Antrag wie im Hauptausschuss enthalten. Vielen Dank. Für die Linksfraktion hat der Abgeordnete Zillig das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, was zum Thema Seriosität hat der Kollege vor mir schon gesagt. Also den Eindruck zu erwecken, weil die Bemessungsgrundlage in der Tat lange erwartend und überhaupt nicht überraschend für die Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt worden ist, das müsse zwangsläufig aus Verfassungsgründen die Grundsteuer per se in Frage stellen, ist doch etwas zu kurz gesprungen. Insofern, es gibt einen sehr guten Grund, möglicherweise sogar auch traditionell, weshalb die öffentliche Ressource Raum, Fläche und ihr Verbrauch auch mit öffentlichen Abgaben belegt wird und an dieser Grundlage auch ein Beitrag zur Finanzierung des Allgemeinwesens angedockt wird. Das ist erstmal grundsätzlich, glaube ich, nicht zu kritisieren. Und die Frage ist jetzt natürlich, und da sind wir in der offenen Debatte, leider wird diese Debatte sozusagen sehr stark vermachtet geführt und ich glaube, die Kreativität hat da nicht so wahnsinnig viel Chance, an welchen Komponenten, an welchen Parametern denn dieses Raums oder der Fläche dort angedockt wird bei der Frage, wie hoch muss denn der Beitrag eines solchen Flächeninhabers bei der Finanzierung des Gemeinwesens sein? Ist es die reine Fläche selbst? Dafür spricht ein bisschen was, dass das eine Rolle spielen muss. Ist es die Frage des Wertes der Fläche? Also was macht eigentlich den Wert aus? Die Nutzbarkeit, die tatsächliche Nutzung, die Bebauung, das aufstehende Gebäude, die Bebaubarkeit und welche jeweils Folgen oder Steuerungselemente gibt es denn, wenn man sich für die eine oder für die andere Variante entscheidet. Ich denke, es spricht sehr viel dafür, dass man den Wert der Bebauung selbst mit einbezieht, dass man auch die tatsächliche Nutzung mit einbezieht. Also es macht wenig Sinn, ein gleich großes Grundstück eines Einfamilienhausbesitzers genauso zu besteuern per Grundsteuer wie ein Grundstück, wo ein Haus mit einem erheblichen Verwertungspotenzial drauf ist. Also das muss man, denke ich, in dieser Form schon mit einbeziehen. Da wird es in irgendeiner Form eine Regelung geben. Ich glaube, es wird nur eine halbgute sein. Aber trotzdem ist es kein Argument dafür, diese Steuer entfallen zu lassen. Das sage ich jetzt mal als Haushaltspolitiker. 800 Millionen Euro strukturell sind ein ziemlicher Hammer.
Und wenn Sie sagen, hier wird Geld vielleicht falsch ausgegeben, dann mag das sein. Da findet immer der eine das und der andere das und sich damit auseinanderzusetzen, ist ja vollkommen richtig. Und auch das Argument, dass wir hier derzeit große Überschüsse haben, ist eins, was an diesem Punkt nicht zieht. Denn warum haben wir denn diese Überschüsse? Einerseits, weil wir eine zum Teil strukturell, aber zum Teil auch konjunkturell bedingt hervorragende Einnahmesituation haben. Vor allen Dingen aber, wenn wir eine Ausgabesituation haben, die wir zum Teil als nicht befriedigend empfinden, weil es uns nämlich noch nicht gelingt, die notwendigen Investitionen umzusetzen. Wir wollen die ja umsetzen, wir wollen ja mehr Geld ausgeben an dieser Stelle, weil es uns noch nicht gelingt, die Infrastruktur dafür aufzubauen, dass öffentliche Aufgaben vernünftig erfüllt werden. Ja, wir müssen in den öffentlichen Dienst mehr investieren, wir wollen mehr Fachkräfte einstellen, als wir derzeit können. Und das alles kostet natürlich strukturell Geld. Und an dieser Stelle jetzt mal zu sagen, wir nehmen hier strukturell 800 Millionen Euro raus und den Rest regelt das Leben, das halte ich für unverantwortlich. Und insofern, es gibt noch einen weiteren Grund, den Sie, glaube ich, sonst gerne heranführen. Wir können noch nicht in einer Situation, wo wir als Bundesland natürlich im System des Länderfinanzausgleiches von anderen Bundesländern einen Teil ihrer Einnahmen bekommen. Können wir doch nicht sagen, wir als Land nehmen das Teil der Einnahmen, aber wir Berlin als Kommune verzichten auf eine Einnahme, die ganz, ganz viele andere Kommunen haben. Das wird man uns doch wohl zu Recht vorwerfen, wenn wir als Berlin auf eine solche Einnahme verzichten. Ich würde mir diesen Vorwurf ungern vorhalten lassen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schneider. Gern. Vielen Dank, Herr Kollege Zillig. Stimmen Sie meiner Analyse zu? Stimmen Sie meiner Analyse dahin zu? Unter Zugrundelegung der Änderungsanträge der FDP bei den Haushaltsberatungen ausgabenseitig, dass dieser Vorschlag auf Einnahmeverzicht bedeuten würde, dass die FDP hier auch vorschlägt, in dieser Größenordnung auf Schuldentilgung zu verzichten. Ja, das wäre mindestens die Konsequenz, das wäre auch der einfachste strukturelle Effekt. Ne? Aber da müssen Sie sich dann einfach zwischen Ihren Prioritäten entscheiden. Aber ich meine, der Punkt zum Thema Mietrecht, noch dieses sei nur gesagt, haben meine Vorredner schon was gesagt, das kann man anders regeln, ist auch sinnvoll, das anders zu regeln. Letztendlich machen Sie eins, Sie nutzen eine politische Gelegenheit, um wieder mal Steuersenkungen zu sagen. Und das ist auch der ganze politische Effekt. Und darüber hinaus ist auch nichts an Substanz in dem Vorschlag. Und ich glaube, in der Form muss man es auch bewerten. Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion hat die Abgeordnete Dr. Brinker das Wort. Bitte schön. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Benjamin Franklin, Mitbegründer der freiheitsorientierten amerikanischen Verfassung, sagte schon vor über 200 Jahren, ich zitiere, nur zwei Dinge auf Erden sind uns ganz sicher, der Tod und die Steuer. Nun liegt uns ein Antrag vor, eine der vielen deutschen Steuerarten zumindest in Berlin auf null herabzusetzen. Die FDP hat sich dabei offensichtlich von der AfD-Bundestagsfraktion inspirieren lassen, die das für ganz Deutschland forderte. Grundsätzlich ist die Senkung der Grundsteuer ein vernünftiger Ansatz. Warum? Deutschland gehört zu den Ländern mit der höchsten Steuer- und Abgabenlast weltweit. Deutschland gehört aber auch zu den Ländern, dessen Steuereinnahmen in den vergangenen Jahren immer neue Rekorde verzeichnet haben, so auch in Berlin. Aus diesem Grund wäre es in der Tat ein gutes Zeichen an die Steuerzahler, diese real zu entlasten. Liest man jedoch die vorliegende Antragsbegründung, macht sich schnell Ernüchterung breit. Das haben meine Vorredner auch schon gesagt. Eine sinnvolle Forderung ist es, ja, aber es wird nicht ausgeführt, wie das finanziert werden soll. Dazu fehlt jeglicher Hinweis. Wir haben die Einnahmen von 800 Millionen im Jahr, das wurde auch schon gesagt, bei einem Gesamthaushalt von 29 Milliarden. Ist das irgendwo verkraftbar? Sicher. Aber wo wollen Sie es denn streichen? Eben der Kollege Schneider hat ja den wertvollen Hinweis gegeben, Schuldentilgung oder vielleicht bei den dringend notwendigen Investitionen in die maroden Berliner Schulen.
Oder vielleicht hat die FDP-Fraktion auch die realistische Erwartung, dass der BER ab Oktober 2020 mit Riesengewinnen durchstartet. Wäre ja auch eine Idee. Ich hätte mir da an dieser Stelle deutlich mehr Kreativität erwartet und vor allen Dingen machbare Vorschläge. Aus unserer Sicht ist die Grundsteuer in der Tat eine ungerechte Steuer, da sie nicht an die Leistungsfähigkeit des Steuerzahlers gekoppelt ist. Sie belastet allein diejenigen, die ein Haus oder eine Wohnung ihr eigen nennen und ein solches Investment als Alterssicherung gedacht haben. Sie belastet auch Mieter, auf die die Grundsteuer umgelegt werden kann, haben wir auch schon besprochen und gehört. Und das hat gerade in Berlin ja eine besondere Brisanz, wenn man an die vielen finanzschwachen Mieter denkt, die sich oftmals nur eine kleine Wohnung in Gebäuden leisten können, die in den 70er und 80er Jahren errichtet worden sind. Und wenn man diese Grundsteuer dort vergleicht mit der Grundsteuer in Altbauwohnungen, so ist die deutlich, deutlich höher. Woran liegt das? Wir haben es auch schon gehört, der Einheitswert als Bemessungsgrundlage hat ausgedient. Richtigerweise hat das Bundesverfassungsgericht entsprechend eine Neuregelung gefordert. Und das wäre auch aus unserer Sicht in der Tat eine gute Gelegenheit, hier die Berliner Steuerzahler, Immobilieneigentümer und auch Mieter zu entlasten und bundespolitisch ein Zeichen zu setzen. Denn es stünde dem Senat gut an, die Grundsteuer als eine Art Sondervermögensteuer tatsächlich zu streichen und damit für mehr Steuergerechtigkeit zu sorgen. Allerdings dürfte es, wenn man das auf Bundesebene betrachtet, natürlich zu Irritationen bei Bund und Ländern führen. Da muss eigentlich dieser Antrag landen und nicht hier in Berlin. Also es geht tatsächlich darum, dass wir hier über den Bund-Länder-Finanzausgleich eher reden müssten als hier im Berliner Abgeordnetenhaus. Gleichzeitig muss sich ja Berlin von seinen gewaltigen Schuldenlasten befreien. Die können wir hier einfach nicht außer Acht lassen. Das Thema muss auf Bundesebene adressiert werden, damit eine länderübergreifend gerechte Gegenfinanzierung gefunden wird. Entsprechend haben wir das auch im Bundestag schon gefordert und fordern hiermit auch, dass wir hier Alternativen zum überbordenden Steuerstaat finden müssen, damit wir einfach eine freiheitliche Demokratie ermöglichen können für alle Bürger. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Grüne hat die Kollegin Schilhanek das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Die FDP nennt in ihrem Antrag die Grundsteuer eine Steuer ohne Grund. Das ist sie keineswegs. Die Grundsteuer ist neben der Gewerbesteuer eine der, wo es tatsächlich kommunale Hebesätze gibt, und es ist im Unterschied zur Gewerbesteuer eine, wo es keine Untergrenze des Hebesatzes gibt. Von daher interpretiere ich Ihren Antrag in der Tat als zumindest im ersten Punkt relativ geschickt formuliert. Wer den Hebesatz auf Null setzt, reines mathematisches Verfahren, setzt auch die Grundsteuer auf Null. Sie versuchen also von hinten durch die Brust ins Auge Bundesrecht faktisch zu unterlaufen. Netter Versuch, aber untauglich, sag ich mal an der Stelle. Ist jetzt auch nicht so, dass das keiner bemerken würde, lieber Herr Kollege, wirklich. Warum gibt es überhaupt sowas wie die Grundsteuer? Es ist sehr schön, sich darüber zu mokieren, dass hierzulande im OECD-Vergleich oder auch im EU-Vergleich die kumulierte Steuer- und Abgabenlast für die Bürger und Bürgerinnen überdurchschnittlich hoch sei. Wenn man aber ein bisschen genauer hinguckt, wird man feststellen, dass nicht zufällig auch die OECD und die Europäische Union immer wieder, auch die Bundesrepublik Deutschland, auffordern, das Steueraufkommen aus der Grundsteuer zu erhöhen. Denn über eine Form der Ungerechtigkeit muss man sich in unserem Steuersystem schon im Klaren sein. Und das zeigt übrigens auch die Tatsache, dass wir eine im internationalen Vergleich relativ geringe Grundsteuer derzeit haben. Hierzulande wird Vermögen und auch Eigentum, auch für ein Eigenheim ist Eigentum, ist Vermögen, ist Besitz zunächst mal. Genauso wie Geldvermögen und anderes Vermögen wird unterdurchschnittlich besteuert, genauso wie das Einkommen daraus. Dafür wird Einkommen aus eigenständiger Arbeit, also das Einkommen derer, die nichts haben außer ihrer Arbeitskraft, die sie feilbieten im ganz normalen lohnabhängigen Beschäftigungsverhältnis, die wird überdurchschnittlich stark besteuert und mit Abgaben belegt. Und das ist die eigentliche Ungerechtigkeit, die man angehen muss. Dazu aber hört man von Ihnen eine Zwischenfrage des Abgeordneten Gläser. Aber bitte.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Geschätzte Frau Kollegin Schilhane, kann ich jetzt Ihre Rede so interpretieren, dass Sie sich für eine dringende Senkung der Einkommensteuer einsetzen? Sie können die Rede zunächst mal so interpretieren, dass ich mich ganz dringend, genauso wie meine Fraktionskolleginnen und Kollegen, sowohl hier als auch im Bundestag dafür einsetzen, dass wir Vermögen und anderes endlich anständig besteuern. Sicherlich ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts jetzt nicht überraschend gewesen. Wer ein Ertragswertverfahren auf der Berechnung einer fiktiven Jahresrohmiete zum Stichtag 1.1.64 oder 1.1.35 hat, die dann mit einem Multiplikator umgerechnet auf volle 100 Euro gerundet und dann mit 1,95583, glaube ich, in Euro umgerechnet wird, zugrunde legt, der hat spätestens beim zweiten Schritt einen ganz wichtigen Grundsatz von Steuern und Steuererhebung und Steuerrecht verlassen, nämlich die Nachvollziehbarkeit, Transparenz und Klarheit für den Steuerpflichtigen. Und die muss dringend wiederhergestellt werden. Auch deswegen bin ich genauso wie meine Kolleginnen und Kollegen sehr gespannt, was da demnächst für einen Entwurf kommt. Ich befürchte ebenfalls, wie einige meiner Vorredner, dass leider die Chance nicht ergriffen wird, die Grundsteuer und die Grundsteuererhebung und auch die Bemessung mal vom Kopf auf die Füße zu stellen, was Vernünftiges daraus zu machen. In der Tat, die Überlegungen zu einer Grundsteuer C sind sehr sinnvoll. Aus grüner Perspektive kann ich nur sagen, wir müssen aber bitte auch über die Grunderwerbssteuer zum Beispiel reden. Und ich finde es ganz spannend, dass Sie das angesprochen haben, weil Ihre Fraktionskollegen aus dem Bundestag haben gerade eine Freigrenze, einen Freibetrag gefordert, was ja eigentlich erst recht noch die Spekulation anheizt. Und ich höre auch von Ihnen absolut kein einziges Wort zum Thema Share Deals zum Beispiel. Das sind die eigentlichen Probleme, die spekulationseinheizend wirken. Gerade in Berlin. Und dazu hätte ich gerne mal ein Wort von Ihnen. Weil wenn man die Grundsteuer, wenn man sowas wie eine Grundsteuer vernünftig aufsetzt, kann man im internationalen und auch im historischen Vergleich übrigens feststellen, dass sie tatsächlich eher preisstabilisierend und gegen sogenannte Bubble-Effekte funktioniert, als das, was Sie da fordern. Sie fordern einfach nur Spekulationen, Verkauf, Macht, zack, und wissen nicht mal, wie Sie das Ganze finanzieren wollen. Und das ist wirklich ein Armutszeugnis. Ich will mich gar nicht über die 800 Millionen oder eine Milliarde auslassen. Das Kernproblem an dem, was Sie hier vorschlagen, ist, dass Sie komplett aufgeben wollen, Vermögen zu besteuern, und die Last, das garantiere ich Ihnen, werden wieder die Leute tragen müssen, die außer einem Arbeitseinkommen nichts haben. Und das sind wahrscheinlich Ihre Leute, das weiß ich nicht, keine Ahnung, so genau kennen wir uns nicht, Herr Kollege Förster, aber ich finde es bedauerlich. Und wenn das Ihre Klientelpolitik ist, machen Sie das mal mit uns nicht. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Zu dem Antrag auf Drucksache 180981 empfiehlt der Hauptausschuss mehrheitlich gegen FDP bei Enthaltung CDU und AfD die Ablehnung. Wer dem Antrag dennoch zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die FDP-Fraktion. Gegenstimmen? Bei Gegenstimmen der Koalitionsfraktionen, Enthaltungen sowie bei Enthaltungen der CDU-Fraktion, der AfD-Fraktion und der fraktionslosen Abgeordneten ist der Antrag damit abgelehnt. Ich rufe auf die laufende Nummer 3.6. Das ist die Priorität der Fraktion der SPD mit dem Tagesordnungspunkt 50. Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 18/1143. Quereinsteigerinnen besser unterstützen und integrieren. In der Beratung beginnt die Fraktion der SPD und hier die Kollegin Dr. Lasic. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Berlin wächst und das ist was Wunderbares. Unsere Aufgabe ist es, das Wachstum so zu gestalten, dass unsere Stadt auch in Zukunft weiterhin so wunderbar bleibt, wie wir sie kennen und lieben. Für den Schulbereich bringt dies besondere Herausforderungen. Wir brauchen Schulplätze für alle Kinder, wir brauchen aber auch Personal,
das unsere Kinder auf dem Weg zum Erwachsenenwerden begleitet. R2G stellt sich dieser Mammutaufgabe. Wir schauen stolz auf die Bilanz der letzten Jahre und die Zahlen geben uns recht. In den letzten 5 Jahren sind über 40.000 Kita-Plätze und 23.000 Schulplätze neu entstanden. Wir stellen auch vom Haushalt zum Haushalt mehr pädagogisches Personal ein. In den letzten 5 Jahren sind 5.500 zusätzliche Erzieherinnen und ca. 4.000 zusätzliche Lehrkräfte eingestellt worden. Dieser Erfolg ist beeindruckend und dabei fangen wir erst an. Die Schulbauoffensive wird Plätze für weitere 75.000 Schülerinnen und Schüler schaffen und wir stellen auch in diesem Haushalt 2.000 zusätzliche Lehrkräfte ein im Vergleich zum letzten und werden auch in Zukunft immer mehr Personal einstellen, um die Qualität an unseren Schulen zu sichern. Die enormen Bedarfe an zusätzlichem Personal sind aber auch eine massive Herausforderung. Und ja, sie bringen uns auch an unsere Grenzen. Wir werden daher in diesem und auch in den kommenden Jahren auf Quereinsteiger zurückgreifen, um die Bedarfe zu decken. Aus dem Grund haben wir im letzten Haushalt 60 Millionen für das sogenannte Quereinsteigerpaket bereitgestellt. Angefangen vom Vorbereitungskurs über die Begleitung der Quereinsteiger während der Ausbildung bis zu der Stundenabsenkung. All diese Bausteine sorgen für eine qualitativ hochwertige Ausbildung der Quereinsteigenden, die nach dieser Ausbildung auch vollwertige Lehrkräfte sein werden. Wir werden aber in diesem Jahr auch Stellen haben, die wir womöglich nicht besetzen können. Daher müssen wir auch weiterhin darüber sprechen, wie wir mehr Lehrkräfte bekommen. Die Senatorin hat vielfältige Maßnahmen vorgestellt, wie mehr Personal in die Schulen gebracht werden können. Egal ob Unterrichten statt Kellnern oder die Sprachassistenten. All diese Maßnahmen sind gute Bestandteile des Übergangssystems, in dem wir uns befinden. Wir sind aber auch nicht fertig. Wir brauchen auch die Debatte um die Lehrkräfte, die nur ein Fach mitbringen, zum Beispiel, weil sie in einem anderen Land studiert haben, das gar nicht auf das Zwei-Fächer-System angelegt ist. Und auch das wird nicht reichen. In Zeiten, in denen wir die Hälfte unseres Bedarfs über Quereinsteiger decken, müssen wir auch darüber sprechen, wie sich das neue Personal in der Stadt verteilt. Was für uns nicht geht, ist, dass unsere Brennpunkte mehr oder weniger alleine die Ausbildung der Quereinsteiger stemmen müssen. Und was auch nicht geht, ist, dass sich die unbesetzten Stellen in diesem Jahr allein aus den Förderstunden unserer Brennpunkte verteilen sollen. Damit würde die gesamte Last des Fachkräftemangels unseren Brennpunktschulen übertragen werden. Und das geht nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir brauchen eine faire Verteilung der Quereinsteigenden in der Stadt und wir brauchen eine faire Verteilung der unbesetzten Stellen in der Stadt. R2G muss und wird eine Antwort darauf finden, wie wir dem Versprechen, eine gerechte Verteilung der Fachkräfte und damit auch von Bildungschancen auch in Zukunft gewähren können. Es bleibt viel zu tun, wir packen es an. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion hat die Abgeordnete Bentele das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Regierungskoalition, sehr geehrte Frau Lasic. Was Sie uns hier präsentieren, ist ja schon ein Stück aus dem Tollhaus. Die CDU-Fraktion hat beginnend mit der ersten Plenarsitzung im Schuljahr 2017-2018 das Thema Quereinstieg auf die Tagesordnung gesetzt und wir haben ganz konkrete Vorschläge zur Qualitätssicherung vorgelegt. Die Debatte musste Ihnen aufgezwungen werden. Wir haben sie ganz intensiv im September, im Oktober, im November, im Ausschuss, im Plenum, sogar mit den Brandenburger Kollegen geführt und Ihnen ist nichts eingefallen. Sie waren nicht in der Lage, sich konzeptionell oder konstruktiv mit unseren Vorschlägen und denen der Experten auseinanderzusetzen. Sonst hätten Sie nämlich einen Änderungsantrag eingereicht, so wie die FDP. Nein, stattdessen wurde dann im Dezember in bewährter SPD-Manier die große Beschwichtigungsmaschine angeworfen. Ein großer Geldregen in der Bereinigungssitzung des Hauptausschusses, also nicht im Bildungsausschuss, wo man über bildungspolitische Maßnahmen diskutieren sollte, sondern im Hauptausschuss wurde ein sogenanntes Qualitätspaket Quereinstieg
durchgedrückt. Das wollen Sie uns jetzt hier verkaufen. Und jetzt zur letzten Sitzung in diesem Schuljahr haben Sie die Wundertüte geöffnet. Und was sehen wir da? Man reibt sich wirklich die Augen. Sie präsentieren uns hier im Kern das, was wir vorgeschlagen haben und was Sie, und das ist schriftlich protokolliert, abgelehnt haben, beziehungsweise als untauglich, als aufgewärmt qualifiziert haben. Eine Absage, gerne eine Absage erteilt haben Sie unseren Vorschlägen. Nur ein paar Beispiele. Senkung der Unterrichtsverpflichtungen. Frau Lasic, dieser Forderung erteilen Sie gerne eine Absage, die Sie jetzt selber hier wieder aufführen. Die Begleitung und Beratung der Quereinsteiger nach Ablegen der zweiten Staatsprüfung. Wir nannten das einen individuellen Fortbildungsplan. Ist laut Herrn Racklus absolut überflüssig, denn die im Schnellverfahren ausgebildeten Lehrkräfte sind ja denen der im normalen Verfahren ausgebildeten Lehrkräfte absolut ebenbürtig. Jetzt wollen Sie diese Beratung und Unterstützung, so wie wir es vorgeschlagen haben. Lesen Sie in unserem Masterplan nach, dass wir keinen Einsatz von Quereinsteigern in der Schuleingangsphase und als Klassenlehrer haben wollen. Schlagen Sie jetzt vor. Sie wollen Ausbildungsnavigatoren einrichten. Bei uns hießen sie Ausbildungskoordinatoren. Sie wollen eine Vorbereitung vor Antritt des Quereinstiegs. Die FDP hat mindestens 4 Wochen gefordert. Sie haben das abgelehnt. Ja, und dann zu allerletzt fällt Ihnen der zentrale Punkt auf, Punkt 11, dass nämlich eine zu hohe Konzentration von Quereinsteigern für die Qualität in der Schule vielleicht nicht ganz so günstig ist und dass man hierauf Acht geben müsste. Meine sehr verehrten Damen und Herren von der Koalition, da Sie zu 90% unsere Vorschläge übernommen haben, ist da vieles Richtige dabei. Aber Sie machen es eben immer noch nicht richtig, weil Sie nicht klar werden und weil Sie manche Sachen immer auch noch falsch anlegen. Sie definieren zum Beispiel bewusst nicht, wie lange denn dieser Vorkurs sein sollte. Vielleicht wollen Sie uns die eine Woche, die momentan als Vorbereitung stattfindet, auch noch mal verkaufen. Sie reduzieren die Arbeitsbelastung nicht wirklich, sondern die Lehrer sollen dann hospitieren und verschaffen den Quereinsteigern eben nicht die ganz wichtige Denk- und Verarbeitungszeit, die auch die Experten fordern. Sie sagen, Schulleitungen müssen sensibilisiert werden für den Einsatz von Quereinsteigern in der Schuleingangsphase und auch für die Konzentration. Nein, meine Damen und Herren, es muss ein Verbot geben, sie als Klassenlehrer und in der Schuleingangsphase einzusetzen. Und Sie müssen auch die Steuerung ganz konkret angehen. Wir haben gesagt, 20% pro Kollegium ist die absolute Obergrenze. Und es muss auch reiner Wein eingeschenkt werden. Es kann nicht sein, dass sich die Schulen ihre Lehrer aussuchen. Es muss dazu gehören, dass alle Schulen Quereinsteiger aufnehmen. Hier müssen Sie die Steuerung klar angehen und Sie müssen allen Lehrern hier und auch den klaren Wein einschenken. Das tun Sie immer noch nicht mit diesem Antrag. Und dann greifen Sie auch unsere Stipendiumsidee auf. Aber Sie verfehlen auch hier die Stoßrichtung. Unser Vorschlag zielte darauf ab, voll ausgebildete Studenten in den Mangelfächern mit einer Bleibeverpflichtung für Berlin zu gewinnen. Sie schütten wieder kurzfristig das Manna aus und geben hohe finanzielle Anreize, schützen sich aber nicht vor Mitnahmeeffekten. Denn wer garantiert Ihnen, dass die Quereinsteiger, die Sie jetzt für teures Geld 500 pro Monat einkaufen, wirklich in Berlin bleiben, wenn jenseits von Berlin die Verbeamtung lockt? Meine Damen und Herren, als Fazit. Die Koalition und auch der Senat hat dieses Schuljahr verschlafen. Sie haben Ihre Hausaufgabe viel zu spät abgegeben, Sie haben abgeschrieben und Sie haben den Lehrinhalt noch immer nicht wirklich durchdrungen. Meine Damen und Herren von der Koalition, auf dem Zeugnis, dass Sie sich mit diesem Antrag zu Ende des Schuljahres 2017-2018 selbst ausstellen, kann nur die Note ungenügend stehen und damit sind Sie nicht versetzt. Die SPD-Bildungspolitik ist zum Ende des Schuljahres 2017-2018 an einem Tiefpunkt angelangt. Wer weder in der Verwaltung noch in der Fraktion so wenig Planung, Strategie und Vorsorge zeigt, der sollte besser den Platz räumen. Gehen Sie in den Sommerferien mal ganz dringend tief in sich. Danke. Vielen Dank. Für die Linksfraktion hat die Abgeordnete Kittler das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube, meine Rede kann ich jetzt erstmal zur Seite packen, weil ich möchte mal auf das eingehen, was Frau Bentele jetzt gerade gesagt hat. Das hat ja leider Frau Lasic jetzt nicht gemacht.
Also Entschuldigung, Frau Bentele, die Abfolge war eine ganz andere. Auch inhaltlich ist es anders passiert, als Sie es jetzt gerade dargestellt haben. Sie haben im Anfang Oktober oder Ende September den Antrag gestellt, über Quereinsteigende dringend zu diskutieren. Wir haben Sie gebeten, eine Anhörung im November abzuwarten, wo wir allen Beteiligten das Wort erteilen wollten. Diese Anhörung ist im November, hat die stattgefunden, und unsere Zielstellung war dort, dass wir gemeinsam Lösungen finden. Die ersten Lösungen, und wenn Sie den Antrag mal richtig lesen würden, dann würden Sie das auch verstehen, sind nämlich die ersten Punkte, das ist schon längst beschlossen. Das haben wir mit dem Doppelhaushalt 2018-19 beschlossen. Also jetzt zu sagen, das kommt ja zu spät, das hätten Sie dann schon mal im Dezember erklären müssen. Weil da haben wir es nämlich mit dem Haushalt beschlossen. Aber das haben Sie wahrscheinlich nicht mitbekommen. Und das Paket, was da von Frau Lasitsch vorhin erwähnt wurde, das ist genau im Dezember von uns auch noch mal öffentlich vorgestellt worden. Was wir jetzt wollen, ist zu kontrollieren, wie diese Punkte, die beschlossen wurden und für die 60 Millionen Euro eingestellt wurden, wie die erfüllt wurden. Wir kommen also unserer Kontrollpflicht als Parlament nach. So, das ist Teil 1. Zweite Sache, Regelung mit dem Stipendienprogramm. Selbstverständlich werden da Bedingungen dran geknüpft werden, nämlich, dass diese Entschuldigung, das ist eine Aufgabe des Senates, diese Aufgabe muss der Senat erfüllen und muss vorlegen, welche Bedingungen sind an das Stipendium geknüpft. Das werden Sie auch tun. Darauf können Sie aber dann wirklich auch Gift nehmen. So, und jetzt komme ich mal zu dem Eigentlichen. Also wir müssen hier nicht drum herum reden. Wir befinden uns in einer dramatischen Ausnahmesituation, was den Fachkräftemangel angeht. Und das wird auch noch einige Jahre anhalten. Wir wissen alle um die steigenden Schülerinnen und Schülerzahlen. Wir wissen um die steigenden Zahlen von Pensionierungen und Berentungen. Wir kennen den Fakt, dass nicht nur Berlin, sondern auch viele andere Bundesländer genau das gleiche Problem haben, weil nämlich unter anderem auch eine bundesweite Steuerung hier fehlt. Und falls Sie es nicht mitbekommen haben, auch unter Ihrer Mitregierung in der Bundesrepublik wurden die Ausbildungskapazitäten an den Hochschulen vor etwa 10 Jahren bundesweit abgebaut. So, und da haben auch wir in Berlin gegen diesen Trend, als 2012 klar war, welcher Entwicklung wir hier entgegengehen, nicht fristgerecht gegengesteuert. Unter anderem in Ihrer Regierungszeit auch nicht. So, und jetzt haben wir den Salat und jetzt müssen wir damit umgehen, weil ich frage Sie jetzt mal ernsthaft. Sie sind jetzt wirklich der Meinung, wir können bei den Quereinsteigenden gegenwärtig die Unterrichtsverpflichtung drastisch reduzieren. Das können wir leider nicht. Wir wollen es. Das muss auch die Zielstellung sein, weil natürlich der Zustand, dass Referendarinnen und Referendare, die auf Lehramt studiert haben, weniger unterrichten müssen im Referendariat als Quereinsteigende, ist eine unglaubliche Belastung für die Quereinsteigenden. Das ist so. Und aus diesem Grunde haben wir ein Maßnahmenpaket. Teil 1 beschlossen mit dem Haushalt, Teil 2 wird jetzt hier im Antrag vorgelegt. Das sind die Maßnahmen, die wir weiterhin durchsetzen wollen. Und ich glaube, auch das wird noch nicht reichen. Wir werden weiter mit den Mentorinnen und Mentoren reden müssen. Wir werden weiter mit den Quereinsteigenden reden müssen, ob diese Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, ausreichend sind oder ob wir noch mehr ergreifen müssen. Frau Kollegin, so, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Woldeit. Bitte. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank für die Zwischenfrage, Frau hochverehrte Kollegin. Sie nehmen den Begriff Quereinsteigende. Ich vermute mal, das bezieht sich auf den Begriff Quereinsteiger. Oder meinen Sie in der Tat Menschen, die in der Bewegung des Einsteigens eine quer einzunehmende Körperhaltung haben? Das ist für mich ein bisschen missverständlich. Ihnen ist
ist offensichtlich, dass nicht gleich erkläre es Ihnen gerne, wenn Sie das brauchen. Ich meine damit quereinsteigende Lehrerinnen und Lehrer, die an unserer Schule eingestellt werden. Und da ich also es mir schenken möchte, jeweils auf die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger wörtlich einzugehen, nämlich den Sammelbegriff, so wie ich auch Lehrkräfte sage, statt immer Lehrerinnen und Lehrer zu sagen. Und ich hoffe, das haben Sie jetzt verstanden, ja? Na, ich helfe ja gerne, wenn ich hier weiterbilden kann. So, also um jetzt vielleicht noch mal zum Antrag zu kommen, ich möchte hier auch noch einmal feststellen, für mich findet der jetzige Quereinstieg in einem Zeitfenster statt, das sich so, wie es jetzt ist, auch wieder schließen wird. Nämlich genau dann, wenn wir wieder genügend Lehrkräfte, die auch auf Lehramt studiert haben, in unseren Schulen einstellen können. Und das muss die Zielstellung sein. Aber alle die, die jetzt über den Quereinstieg zu uns kommen und die hochfachlich qualifiziert sind, denen müssen wir jetzt auch gute Bedingungen schaffen, damit sie auch pädagogisch und psychologisch und methodisch gut arbeiten können. So, und dann können wir den Rest im Ausschuss gerne diskutieren. Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion hat Herr Abgeordnete Kerker das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, werte Abgeordnete, liebe Berlinerinnen und Berliner. Der Antrag der SPD erinnert zwangsläufig an einen faulen Schüler, der bereits einen blauen Brief erhalten hat. Die Versetzung ist stark gefährdet. Und nun, wenige Wochen vor Ende des Schuljahres, kniet er sich noch mal so mächtig rein, um die persönliche Katastrophe der Nichtversetzung noch einmal zu verhindern. Jeder, der das Berliner Schulsystem durchlaufen hat, weiß, dass zu diesem späten Zeitpunkt nichts mehr zu retten ist. Und ähnlich ist die Situation des Berliner Senats. Der Lehrermangel war hausgemacht, bedingt durch die vielen permanenten Experimente im Berliner Bildungswesen. Das Konzept der Quereinsteiger war ein erster Strohhalm, um diese Krise abzuwenden. Leider hat der Senat in Bezug auf die fehlenden Lehrkräfte an Berliner Schulen erst sehr spät die Katze aus dem Sack gelassen. Die Zahlen bewegen sich nun zwischen 500 bis zu 1200 an nicht zu besetzenden Lehrstellen. Und jetzt präsentieren Sie uns kurz vor der Sommerpause ein ganzes Sammelsurium an Maßnahmen, die von Ihnen lange diskutiert wurden zum Teil ja auch schon vorgeschlagen worden, wie es die Kollegin richtig gesagt hat, und jetzt viel zu spät zur Anwendung kommen sollen. Und dabei hätte man Ihren Katalog gewiss noch erweitern müssen, zum Beispiel bei der Frage der Einfachlehrer. Ja, in reiferem Alter noch mal ein zweites Fach neben dem Beruf zu studieren, erscheint für viele potenzielle Quereinsteigerkandidaten eine zu große Hürde zu sein. Seit einem Jahr diskutieren Sie diese Option, allerdings fehlt es wie so oft an der Umsetzung. Wir als AfD sagen, lieber verfügt Berlin über einen Fachlehrer als über keinen Fachlehrer. Sie betreiben viel Aufwand, aber der Ertrag fällt immer geringer aus. Ein geradezu absurdes Beispiel liefert uns in diesen Tagen die Polizeiakademie Berlin. Da stellte sich die Frage, was passiert, wenn zwei von drei Bewerbern beim obligatorischen Deutschdiktat eine glatte 6 erzielen? Nun, eine Offensive planen, um die Rechtschreibung der Berliner Schüler zu verbessern, um sie für den Ausbildungsmarkt fit zu machen? Angebracht wäre es, schaut man sich mal die Fakten an. Ja? Kaum eine andere Kulturnation stattet ihre Sprache schulisch mit so wenigen Stunden aus wie die Deutschen. Nur ca. 16% macht der Deutschunterricht zwischen der 1. und der 10. Klasse aus. Der in den meisten deutschen Ländern qua Lehrplan ausgewiesene Grundwortschatz, für die, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, das ist der Wortschatz, den Schüler am Ende der 4. Klasse aktiv beherrschen müssen, wurde von 1.100 Wörtern zu Beginn der 1990er Jahre auf mittlerweile nur noch 700 Wörter heruntergefahren. So viel zum Thema, wir senken das Bildungsniveau nicht. Und hier kann man jetzt mal einen ganz bösen Vergleich machen und den gönne ich mir jetzt einfach mal. Hundeforscher haben herausgefunden, dass Hunde bei entsprechendem Training mehr als 1.000 Wörter verstehen können. Also immerhin einen passiven Wortschatz von 1.000 Wörtern haben können. Ja, aber unseren Schülern trauen wir das nicht zu. Ihre Maßnahmen sehen anders aus. Man schafft das Diktat ab und ersetzt dies gegen einen Multiple-Choice-Test. Ja, wer von den Zuschauern und Zuschauern das jetzt hört und für absurd hält, den sei gesagt, das ist rot-rot-grüne Bildungspolitik.
Zum Schluss noch Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Schilhanek. Nein, die Bildungskatastrophe spricht für sich, da brauchen wir keine Zwischenfragen. Zum Schluss noch ein Wort zu Ihrem Personalmanagement. Schaffen Sie sich bitte in Ihrer Senatsverwaltung eine Stabsstelle, die ausschließlich sich mit der Personalsituation der Lehrerinnen und Lehrer in unserer Stadt sich beschäftigt. Und bitte folgen Sie auch unserer Forderung, in der Lehrerschaft regelmäßig Umfragen abzuhalten, um Probleme frühzeitig zu erkennen, damit wir den Beruf des Lehrers, der Lehrerin weiterhin attraktiv halten. Herr Reitlatsch, unser baupolitischer Sprecher hat den Satz geprägt, Berlin muss bauen, bauen, bauen. Wir sagen, Berlin braucht dringend Bildung, Bildung, Bildung. Ja? Bringen Sie Ihren Laden endlich auf Vordermann, denn sonst garantiere ich Ihnen eins, dann werden die Berlinerinnen und Berliner dafür sorgen, dass Ihre Versetzung spätestens im Jahr 2021 definitiv nicht stattfinden wird. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Grüne hat die Kollegin Burkhardt-Eulitz jetzt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, unterschwellige Drohungen können Sie hier so viel machen, wie Sie wollen. Die Angst wird auf dieser Seite auf keinen Fall entstehen. Sie entlarven sich mit Ihrem Nichtwissen von ganz alleine. Und das werden die Menschen dazu in der Lage sein, das auch zu erkennen. Ja, Frau Blentele, Sie waren die Erste, die den Antrag zu den Quereinsteigerinnen gestellt hat. Das wissen wir aus noch Oppositionszeiten, ist das mit der Organisation immer auch mal ein bisschen schneller. Die Kollegin Kittler hatte Ihnen auch schon erklärt, worum wir gebeten hatten, nämlich diesen Antrag quasi mit in diese Anhörung zu nehmen. Da wollten Sie aber ganz schnell sein. Deswegen ist sozusagen auch die Ablehnung erfolgt, denn wir haben uns die Mühe gemacht, auch mit allen, die da erfahren sind, einige sitzen auch hier im Publikum, das zu diskutieren, durch eigene Anhörungen und in den Fraktionen, durch Diskussionen im Ausschuss und mit Dritten entsprechende auch Vorlagen zu entwickeln. Und Sie wissen auch ganz genau, dass wir mit dem Haushalt, der jetzt schon gilt, entsprechende Weichen längst gestellt haben. Das ist also ein Irrtum und ein Trugschluss, den Sie hier versuchen, irgendwie als Realität darzustellen. Dass wir jetzt aus dem Mustopf kommen, stimmt nicht, das wird längst gemacht. Dieser Antrag, der Antrag ist sozusagen nochmal die Zusammenfassung der Dinge, die passieren können. Natürlich hätten wir auch gerne die Stunden noch weiter abgesenkt, aber da wissen Sie auch, dass dann nochmal zusätzliche Fachkräfte notwendig gewesen wären. Und ehrlich gesagt, bei der Kita-Qualitätsverbesserungsdebatte der letzten Legislatur haben wir fast bis zur letzten Sitzung gebraucht, bis Ihre Regierung das damals mit beschlossen hat. Deswegen sind wir ziemlich schnell, ja, vom November entsprechend im Dezember einen Haushalt zu beschließen mit entsprechenden auch schon wir waren gestern noch in Paris, deswegen ist der Jetlag noch ein bisschen da, mit entsprechender Festlegung, Dankeschön. So, die Bevölkerungsentwicklungszahlen hatten Sie auch letzte Legislatur auf dem Schirm. Das heißt, dass die Probleme, die wir jetzt haben, die haben sich lange absehbar ergeben. Und da ist die CDU mindestens in der Mitverantwortung, dass wir in der Krise stecken, in der wir stehen. Und wir stecken in einer Fachkräftekrise. Darüber hat jetzt so richtig noch gar keiner gesprochen. Das heißt, was wir nicht wollen, sind Abstriche bei der Qualität von Förderstunden und Verschlechterung von Betreuungsschlüsseln. Auch keine Streichung bei Inklusion und Teilungsunterricht. Und ja, wir müssen weiterdenken. Und da hat die GEW sich ja auch schon mit Vorschlägen beschäftigt. Wir werden auch noch mal weiterdenken müssen als das, was wir hier bisher schon gemacht haben. Wir fordern auch eine Taskforce Fachkräftesicherung. Damit sollen Senat und alle beteiligten Akteurinnen gemeinsam Maßnahmen für die Fachkräftesicherung entwickeln und umsetzen und mit den Universitäten und der Lehrkräftebildung und mit den Trägern entsprechend entwickeln. Wir sitzen zusammen, wir diskutieren, was wir machen sollen.
Da gibt es Lösungen, die sind noch in der Abstimmung und Sie können sich darauf verlassen, dass auch in Kürze die Frage, wie dieser, ich habe ja gelernt, dass es jetzt Gap heißt und nicht Lücke, dass diese Lücke, die uns alle entsetzt, ja, also nicht nur die Quereinsteigerinnen-Situation zu verbessern, sondern selbst mit der Maßnahme der Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger eine Lücke zu haben. Und diese muss jetzt gefüllt werden und da sind eigentlich alle auch aufgefordert, entsprechende Vorschläge zu machen. Da hätte ich zum Beispiel gedacht, dass von der CDU da auch entsprechende Vorschläge schon vorliegen. Wir haben die in der Debatte miteinander, da werden Sie auch in Kürze von uns allen hören. Und das ist eigentlich die Debatte, die wir jetzt führen müssen, denn die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger haben im Gegensatz zu ihrer Regierungszeit erhebliche Verbesserungen erfahren. Und wir haben auch sehr viel Geld und Maßnahmen in die Hand genommen, um die Situation zu verbessern. Dieser Antrag ist nicht das Zeugnis, dass man nicht versetzt wird, sondern es ist ein guter Antrag. Zu dem stehen wir, der wird umgesetzt. Und deswegen bin ich froh, dass wir so in die Sommerpause gehen. Danke. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion hat der Kollege Fresdorf das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Frau Burkhardt-Ollitz, Sie haben recht, es ist in Teilen tatsächlich ein guter Antrag. Und Frau Wendele hat das ausgeführt, warum es in Teilen ein guter Antrag ist. Denn Sie haben unsere Inkompetenz-Kompensationskompetenz genutzt. Sie haben die Vorschläge der Freien Demokraten und der CDU aufgegriffen und setzen die um. Da kann ich Ihnen gar keinen Vorwurf machen. Das sind gute Vorschläge, die muss man tatsächlich umsetzen. Und darum begrüße ich das sehr. Man soll ja Sachen auch positiv sehen, habe ich gerade in Paris gelernt. Also sehen wir das positiv. Es ist sehr schön, dass dieser Antrag zu großen Teilen daraus besteht, was wir Ihnen hier schon seit anderthalb Jahren vorbeten. Das ist hervorragend. Aber das Thema Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, das haben wir auch in der letzten Debatte zu diesem Antrag, in Anführungsstrichen, ja auch gesagt, wird uns ja noch weiter beschäftigen in diesem Haus. Das ist jetzt ja ein erster Aufschlag, denn wir befinden uns, und es ist nicht übertrieben, und auch wenn Herr Kerker es schon gesagt hat, und möchte ich nochmal unterstreichen, wir befinden uns mitten in einer Bildungskatastrophe. Wir befinden uns in einer riesen Bildungskatastrophe in diesem Land, und wir werden bald, wage zu sagen, in den nächsten Jahren auch erleben, dass wir mehr Quereinsteiger und Quereinsteiger einstellen als ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer. Das wird der Zustand an den Berliner Schulen sein. Und da müssen wir gucken, wie wir damit umgehen werden, wie wir diese Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger vernünftig ausbilden, wie wir sie so aufsetzen, dass wir eine gute Politik dafür machen, dass diese einen guten Unterricht machen in den Schulen. Und das wird die große Herausforderung der nächsten Jahre werden. Und da werden wir Ihnen helfen, unsere Inkompetenz, Kompensationskompetenz weiter zur Verfügung stellen, liebe Frau Kittler, um das Thema weiter voranzubringen. Wir müssen aber auch dafür kämpfen, dass wir mehr Lehrerinnen und Lehrer, die an der Universität ausgebildet wurden, bekommen. Wir müssen weiterhin daran arbeiten, dass die Ausbildungskapazitäten erhöht werden. Wir müssen den Beruf der Lehrerinnen und der Lehrer attraktiver gestalten. Vielleicht kann ja Herr Behrendt mal ein Staatssekretär-Austauschprogramm machen, dass wir auch Tablets für die Lehrerinnen und Lehrer bekommen und nicht nur für JVA-Insassen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Das soll ja auch super funktionierende WLAN-Möglichkeiten dort geben. Wir müssen diesen Beruf attraktiv machen. Das sind die Arbeitsbedingungen zum einen. Da gehört aber auch das Thema Fortbildung dazu. Wir müssen fortwährend die Lehrerinnen und Lehrer auch während des Berufs fortbilden und nicht nur die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Diesen Fokus dürfen wir nicht verlieren. Dabei werden wir Ihnen helfen, daran zu arbeiten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Es wird die Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Bildung, Jugend und Familie empfohlen. Widerspruch hierzu höre ich nicht. Dann verfahren wir so.